Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zum neuen Livestream. Heute mit dabei mit Sven Rumpeltepumpe Beck am Start. Gerade frisch eingereist, frisch sieht er aus. Aus dem Urlaub, kann man fast sagen. Und ja, ihr habt es euch gewünscht, wir haben es endlich geschafft. Endlich Cop-RP, ich freue mich drauf. Und ich habe schon jemanden gesehen, der hat hier voll lost reingeschrieben im Chat. Seit wann ist Marc Rumpel eigentlich Polizist? Für die es noch nicht mitbekommen haben, Sven Rumpel, der Bruder von Marc Rumpel, ist Polizist. Und die beiden wissen voneinander nichts, um die Story nochmal aufzufrischen. Das heißt, zwei Brüder, deshalb sehen sie sich ja auch sehr ähnlich. Der eine kriminell, der andere genau das Gegenteil. Aber sie wissen nichts voneinander. Ich finde es irgendwie funny, ne? Auf jeden Fall lasst jetzt schon mal ein Like lassen, Abo da, Leute. Ist nämlich kostenlos und wuppelt auch gerne in meinem Shoppe-Boppe vorbei. Da gibt es schön Merch, auch geilen neuen Merch mit Marc Rumpel drauf, mit einem Hund und einem wunderschönen Porsche-Verschnitt, einem Pfister. Ja, aber schaut einfach mal rein, schaut gerne in den Shop rein. Ist ein geiles neues Design. Und Dankeschön an Claudia für 5 Euro, die da am Anfang vom Stream Thema Aktion haut raus. Vor 2 Minuten 10er bist der beste Streamer, mach weiter so. Bewundere, dass du uns und Andel uns euch ihr aufgebaut habt. Ja, ich bin wieder komplett lost am Durchlesen. Super. Und Kevin Dolan ist auch VIP geworden. Vielen Dank auch dafür. Eine Frage: Darf ein 15-jähriger Red Bull trinken? Für Energy Drinks gibt es kein Alterslimit. Also in Österreich zumindest nicht. Die empfohlene Sache ist aber immer ab 16, ne? Also in Deutschland. Bei uns in Österreich gibt es das gar nicht. Da kannst du Red Bull kaufen, wenn du 10 bist. Ich weiß auch damals immer in der Schule. Damals immer mit 12, 13 haben wir immer diese 1,5 Liter Flaschen Race gekauft. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Nicht zu viel davon trinken. Vor allem auch nicht zu jung damit anfangen. Es ist nicht so gesund. So, also, und wichtig für euch, wenn ihr gerade eingeschaltet habt, wenn ihr auf RLO spielen wollt, wir haben am 4.4. die Bewerbungsphase offen. Das heißt, am 4.4. dürft ihr euch wieder für RLO bewerben. Wichtig für alle, die es wissen wollen, weil oft sagen die Leute, sie wissen es nicht. Bewerbungsphase ist auf freelifeonline.net. So, ich muss sogar schon was einstellen. Ja. Meine Kalibrierung, die war wieder am Poppes. Advanced UI. Ja. Ja, komm. So. Sonst schaut der Hund nämlich wieder irgendwo hin. Der schaut dann wieder irgendwo in die ins letzte Löchlein rein. Das wollen wir auch nicht. Auf geht's. Freddy, seit 31 wurde Mitgliedschaft. Viel Spaß mit dem Zahn. Ja, zu Zahn. Gut, da ist niemand. Passt. Boah, ich freue mich ja schon auf meine erste Verkehrsanhaltung als Zivilpolizist. Ich, die Polizisten machen echt eine Polizeiarbeit. Ja, und halten Leute auf, die zu schnell sind. Muss mal wieder an das ganze Polizei-RP reinkommen. Ich weiß nicht mal mehr die Tastenbelegung für die ganzen Sachen. Müssen wir mal gucken. Fürs Radar anmachen und so, ne? Muss ich mal echt schauen, ob ich das noch hinkriege. So. Angekündigt habe ich mich ja, dass ich komme zum PD. Das heißt, die wissen davon. Und ich werde auch abgeholt. Das wurde abgemacht. Da ist er auch schon. Schau mal. Schau, wer da steht. Frisch aus dem Urlaub. So. Noch Sozialhilfe. Ich muss mich noch anstellen lassen. Mit der Kevi. Hallo. Guten Tag, Herr Rumpel. Ja, so positiv. Perfekt. Sehr schön. Sie haben gar kein Schild geschrieben. Ich bin sehr traurig. Ich dachte, da gibt es ein Schild, wo Sie so halten Rumpel oder sowas. Nein. Können Sie hinten aufmachen? Ich schmeiß mal rein. Ja, kleinen Moment. Diese elektrischen Heckklappen hier. Dankeschön. Dann lasse ich das gleich hier drin liegen, ne? Jo. Schön. Flug in Ordnung gewesen? Ja, angenehm. Lange Urlaub. Sehr schön, sehr schön. Auf den Malediven, Sie wissen. Ja, natürlich. Ja, wo sonst? Wo sonst, genau. Ja. Die Frage, wollen Sie gleich Ihr Dienstfahrzeug hier unten kaufen? Weil das ist hier gleich um die Ecke. Hier gleich? Ja, das ist gleich hier rechts um die Ecke. Ich weiß nicht, wie es gerade mit meinem Führerschein aussieht, um ehrlich zu sein. Ja, dann machen sie den hinterher nach. Also mir ist es egal. Also ich meine, ich hatte ja einen Führerschein, aber ich weiß nicht, wir müssen mal kurz gucken. Ja, ich glaube, da müssen sie nochmal so zur Nachschulung. Aber wenn sie einen hatten, dann machen wir das gleich. Ist lang her. Ja. Ja, sonst drückt man ein Auge zu, ne?
denke nicht, dass sie einer anhalten wird. Naja, Officer ohne Führerschein. Ja, ansonsten sagen sie einfach, das hat der Chief so erlaubt. Wenn ach so, soll ich das so sagen? Okay. Ja, also, aber sie machen den nachher bitte noch nach. Nein, ich würde ihn direkt nachmachen, natürlich. Es geht ja jetzt ums Dienstfahrzeug. Als allererstes müssen sie dann allerdings, ich glaube, noch eingestellt werden. Jetzt ist die Frage. Ja. Ich bin Lieutenant 2 gewesen, ne? Ich sag ihm Bescheid. Ja, jetzt, richtig. Jetzt? Was? Ja, Lieutenant 2, okay, so wie es gehört. Hier hinten ist unser Fahrzeughändler. Wie gesagt, als King-Einheit stehen Ihnen ja auch die Anmarktfahrzeuge zu. Ja. Gucken Sie einmal rum, was für ein Fahrzeug, und dann kriegen Sie das Geld einmal von mir ausgezahlt, weil das erste Fahrzeug bekommen die Officer bzw. die Detectives gestellt. Okay, top. Na? Das heißt, ich soll mal umgucken. Genau, gucken Sie sich einfach um und dann, wie gesagt, mit dem Fahrzeug, was Sie haben wollen. Preistechnisch, wie weit? Ja, ich sag mal so 80K, das sind so die Fahrzeuge dann eigentlich, die Sie dann auch als Führungskraft mitfahren dürfen. Okay, ich schau mal durch. Genau. Ja, ansonsten, aber ich glaube, der BMW M5, wenn, aber der kostet 150. Ja, ich aber schau mal das durch. Fahren die Kings auch, genau. Gucken Sie einfach durch. Ja, ja. Darf man mein erstes Polizeiauto auswählen? Markt, Anmarkt? Ach, das hier für 80K, ne? Bravado Charger Anmarkt. Boah, das war schon geil. Aber schon mal weiter, was gibt's denn noch? Ein Civic PD? E90 Anmarkt? Meint er den hier für 150.000? 50. Crown Vic, Crown Vic. Boah, der war schon geil, ne? Da drin würde ich mich sehen. Die Frage, ob ich das, ja. Ist halt die Frage, ne? Ist halt die Frage. Also, das war schon geil, mein erstes Dienstfahrzeug, ein Anmarkt M5. Weil ich bin ja Lieutenant 2, ne? Wenn ich ihn vielleicht ein bisschen anbettle. Wär schon cool, aber halt 100, er hat jetzt gesagt, so 80.000 darf ich ausgeben, oder wird die Filmkasse aber ganz schön platt gedrückt, wenn ich den kaufe für 150. Soll ich mal nett fragen? Ich frag's jetzt mal nett, der wär schon cool, ne, der Wagen hier. Der wär schon cool. Vor allem, das Geile ist, dass es den habe ich ja gemacht, ne. Das ist ja den ich mal on Stream gezeigt habe, der noch immer nicht ganz fertig ist, aber den habe ich mal on Stream gezeigt, wo vorne der Radarwarner drin ist, was überhaupt keinen Sinn macht als PD-Auto, das sieht einfach cool aus. Da hätte ich schon gern. Ich frage ihn mal lieb. Wegen Fahrzeug. Ja. Der M5. Der ist M5, der Anmarkt. Der ist ein bisschen preisig hoch, ne? Ja. Aber das sollte aber funktionieren, weil ich weiß, dass die einige King-Einheiten den auch gleich zum Anfang gefahren haben. Ach so. Na dann. Dann würde ich nicht Nein sagen, wenn es der werden dürfte. So, sollten Sie erhalten haben. Vielen Dank, habe ich erhalten. Dann packe ich den gleich mal aus. Perfekt. Jupp. Alter, ich krieg einfach einen M5. Nichts Falsches kaufen. Aber der ist schon, ey, komm, von allen Autos, der ist doch der geilste, oder? Das sind dann 70.000 drüber, ja. Firmenkasse, ne? Auf geht's. Ins neue Leben mit einem M5. Schau mal, die Heckblitzer muss ich noch machen. Aber die sehen schon cool aus. Ey, der sieht schon gut aus. Ja, bei dem ist bitte zu beachten, dass sie die Blitzer vorne in der Hutablage, ja, an der Sonnenblende, bitte nicht benutzen. In der Sonnenblende? Was passiert, ja, wenn ich die benutze? Die sind übernatürlich hell, aber erst wenn man weiter weg ist vom Fahrzeug. Das ist dem Hersteller aber schon. Ja, genau, richtig. Die dürfen nicht benutzt werden. Warten Sie, lassen wir mal kurz gucken. Ah, okay. Ja? Ja, ja, Das ist doch noch nicht behoben, das Problem. Hätte ich gesagt, dann fahren wir einmal kurz ins PD. Für Sie auch zur Information, das Mission Row PD, voilà. Ja? Das ist nicht mehr, sondern wir fahren jetzt ins Vespucci PD. Also wir fahren nach. Vespucci ist das? Vespucci. Dort? Okay. Unterhalb von ehemaligen Ocean. Okay, soll ich jetzt nicht den Führerschein? Achso, ich habe ja noch kein Geld dabei. Was kostet denn der Führerschein eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Aber die Führerscheinstelle ist ja direkt um die Ecke. Ja, okay. Gut. Alles klar, danke.
Soll ich jetzt hier zu Vespucci fahren? Ja, wir fahren mal zum Vespucci PD und dann bekommen sie da gleich nochmal ein bisschen Geld. Und dann wegen der Einkleidung und wegen dem Equipment. Ne? Super, mach mal so. Mein Hund schaut heute. Oh nee, ich habe die Tastenbelegung falsch. Mein Hund schaut heute wieder gerne nach unten, merke ich gerade. Und wenn ich hier raus habe mit Steuerung, da ist die Dings drin. Hört mal. Ja, geil. Ich muss das unbedingt abändern, dass es nicht auf Steuerung ist bei mir. Aber was sagt ihr zum M5? Bis auf das mit dem Blitzer vorne? Ich fahre den M5. Direkt als King-Einheit. Aber vielleicht soll ich mich erstmal maskieren. Meine Maske habe ich noch dabei, so viel ich gesehen. Ich habe auch einen Hut dabei. Ich habe irgendwie so einen komischen Hut angezogen beim Einreisen. Weil ich mir gedacht habe, hä, wo kommt denn der her? Vom letzten Mal. Dachte mir, mit Maske reißt sich besser ein. Aber soundtechnisch ist der M5 schon irgendwie lahm. Habe mir jetzt mehr vorgestellt. Also mehr Sound vor allem. Hört sich ein bisschen an wie so ein Diesel. Ach, schau mal, eingehender Anruf. Hier steht eine verlassene FD-Ambulanz mit freundlich grüßen Mechaniker. Das sind jetzt die neuen Dispatches, die wir reinkriegen. Die sind richtig nice. Das neue Dispatch-System, das kennt ihr noch gar nicht, ne? Aber vielleicht von Andel vom Stream, ne? Weil Andel hat ja schon als Bediener gestreamt. Aber dieses neue Dispatch-System ist halt mega geil, weil du kannst halt auch die alten Dispatches gucken. Was ist mit dem los, Alter? Kopfloser. Steht einfach mitten in der Kreuzung steht einfach ein Kopfloser, Alter. Und kotzen. So, gucken, wie mache ich das Dispatch? Ah, mit 11 mache ich es auf hier. Okay. Ich habe das Dispatch-Menü bis jetzt noch nicht einmal benutzt im RP, ne? Wir haben es nur geschrieben. Also Sachen eingestellt und so. Achso, ich dachte, wir biegen hier ab. Es wurde so immer ein Betrag in Höhe von $2.500 in das Firmenkonto eingezahlt. Schön. Ja, dann fahren wir mal nach. Ich bin gespannt, was ich als Ausrüstung bekomme. Eine Glock 17 auf jeden Fall. Die muss. Aber bin gespannt, ob ich dann noch irgendwie ein Gewehr oder was bekomme. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Kings ist, was die Kings jetzt für eine Ausrüstung bekommen. Ich weiß noch, damals haben die King-Einheiten eine Schrotflinte mitnehmen dürfen. Jetzt ist halt die Frage, kriege ich eine Schrotflinte mit oder kriege ich nur eine Glock 17 mit? Und eine 18er Glock wäre halt auch nice, aber ich glaube, die haben wir nicht. Also das PD hat keine 18er Glock. Außer das SWAT, ich glaube, das SWAT hat noch. Machen wir mal zu. Dann packe ich das Ding hier ein, zack. Ah, die Highspeeds sehen schon geil aus. Gebt euch das mit den Anbaukits. Wie teuer der Führerschein ist? Boah, das ist eine gute Frage, das war schon so lange her. Aber nicht, ich glaube, die Theorie in Tausende. Ja. Ich glaube, der PKW nochmal 2 oder so. Ja, oder? Ja, 3 okay. Oder 4.000 so in einem Dreh, glaube ich. Gut, okay, weiß ich Bescheid. Gut, danke. Jo. Gut, also wie gesagt, das Vespucci PD ist vom gleichen Architekten wie das Mission Row PD, deswegen ist es intern eigentlich, ja, okay. Eigentlich das gleiche. Ja, also ist es so wie früher? So wie früher, genau, bloß, dass man jetzt beim Rausfahren und so nicht beim Mission Row ist, sondern in Vespucci. Okay, gut zu wissen. So, bekommen sie gleich erst nochmal das Geld. Ah, ich sehe, der Herr ist noch immer unter Wanted hier. Aha. Ja. Den sucht er noch immer. Gibt's doch gar nicht. Sound of a Spende. Immer Zeit, ihn zu finden. Das Plakat von Mission Row wurde mitgenommen, wie ich gerade sehe, hier oben. Ja, ja, das ist, damit wir noch so ein bisschen Nostalgie bewahren. Natürlich. Mission Row Police Department. So. Dankeschön. Bitteschön. Wie gesagt, dann können wir einmal nach hinten gehen. Mhm. Ausrüstungstechnisch? Ja, genau, das machen wir hinten gleich. Ist das noch immer so mit der Schrotflinte? Yep. King Units? Ja. Okay, weiß ich Bescheid. Also, soweit ich weiß, ja. Ja, ich guck mal gleich. Oh, ich kann mal gucken, ob. Wenn, dann müssten es ja Sie wissen. Wenn nicht Sie, wer dann sonst? Aber ja, das passt noch alles so. Wie gesagt, also hier vorne können Sie sich on und off duty melden. Hier, nachher. Okay, ja.
Hier haben sie einmal, wie gesagt, den Shop für die Westen, Handschellen, Handschellenschlüssel. Okay. Wir sind wie gewohnt in Funk 1. Okay, jawohl, ich nehme mal alles mit. Genau. Okay. Wie viele Handschellen nehmen Sie meistens mit? Ich nehme immer zwei mit und einen Handschellenschlüssel. Ein Schlüssel, okay. Den Dienstausweis nehme ich auch mit. Genau. Westen? Genau, Westen sind immer, also eine tragen und eine Ersatz immer dabei. Okay, dann mache ich das auch. Nehmen wir mal eine an. Wenn Sie nachher bei der Führerscheinstelle waren, können Sie einmal zum Supreme Court fahren. Dort kriegen Sie dann auch den Pappausweis, genauso auch den Waffenschein. Alles klar, aber den hier habe ich jetzt schon, ne? Genau, den Dienstausweis, den haben Sie, genau, richtig. Passt. Gut. So, hier drüben ist dann einmal zwecks den Waffen. Ja, mit Taschenlampe auf jeden Fall, Schlagstock auf jeden Fall, ein Taser natürlich auch, ne? Genau. Dann natürlich die Scar kommt mit rein ins Gepäck. Okay, ne, natürlich mit die Glock 17, schätze ich mal. Bleibt ja auch das gleiche. Genau, richtig. Wie viele Patronen soll ich mitnehmen? Das bleibt Ihnen überlassen. Da gibt es keinen festen. Nicht 300 Stück mit. Genau. Remington 870er, ist natürlich die Frage, soll ich die. Ja, komm, ich nehme die gleich mit. So, Patronen nehme ich da aber weniger, ich glaube, nämlich 20 Stück aus. Gut, habe mich voll ausgerüstet. Ich habe alles dabei: Schlagstock, Taschenlampe, Taser, 17er und die Remington ist dabei mit beiden Patronen. Perfekt, sehr gut. Wie gesagt, Funkgerät ist dann Kanal 1. Dann nur noch im Tablet einmal eintragen. Ah, Tablet, okay. Genau, also wenn Sie das Tablet wie gewohnt rausnehmen. Ja. Macht sich ja einmal unser Leitstellenblatt auf. Dort können Sie dann oben einmal auf das in der Mitte das Plus drücken. Ist das nicht rechts? Nee, bei mir ist es in der Mitte. Also kurz Leitstelle. Ich habe jetzt das Abarbeitungsprotokoll, Leitstelle. Achso, ein Dispatch, ja, ja, aber oben links, genau, bei der Leitstelle. Und dann haben Sie in der Leitstelle beim eigenen Status. Da gibt es eigentlich ein Plus. Ich benötige eine zugewiesene Funknummer. Bitte lass dir eine Funknummer vom Vorgesetzten eintragen, steht hier. Okay. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil ich war immer King 4. King 4, genau, richtig. Aber jetzt ist die Frage, wer das eintragen kann. Ja, es sind immer vorgesetzt, also so steht es hier im Tablet. Das ist richtig, aber ich habe keine. Also, ich versuch's mal. Uno Momento. Du musst ja immer eine Funknummer zuweisen. Ja, das neue Tablet, kompliziert, kompliziert, ne? Da muss man erstmal reinkommen. Nehmen wir vor hier. MSC, guten Abend. Kennst du mich noch? 10 Euro für den nächsten Döner. Schönen Abend. Natürlich, MSC, Gruß geht raus. Bei Linux mit guten Abend. Endlich als echter Kopf unterwegs. Ja! Marcel, so. Danke fürs Sip werden. Pierre, danke für den Euro. Bin seit Beginn dabei. Schön, dass es dich wieder. Schön, dass ich wieder schauen kann. Dankeschön, Carsten. Wunder, guten Abend, großer. Ich wünsche dir der Familie frohe Ostern. Wünsche ich auf jeden Fall auch. Sepp TV. Bei deiner Abo-Einblende ist noch das alte Profilbild. Ja, vielleicht macht das alte Profilbild irgendwann mal ein Comeback, oder? Wegen der Einblende. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht alte Profilbild auf Good Old Class. Ich meine, ich mag mein neues auch so. Aber sehr viele finden mein altes Profilbild besser, ne? Sehr viele haben geschrieben, oh, das alte Profilbild, das ist Classic und so. Ich wollte mal was Neues, wollte mal ein Flat Design. Bisschen was Neueres. Aber vielleicht macht das alte irgendwann ein Comeback, ne? Irgendwann mal, maybe. Okay, also. Ihr schreibt jetzt alle, nein, das neue ist besser. Die Batchnummer ist die 13004. Die 13004 ist jetzt die Batchnummer? Ja, yep, genau. Mhm. Versuchen Sie jetzt mal, sich einzutragen. Funktioniert das? Jetzt bin ich drin, ja? Eigener Status? Ja, perfekt, super. Okay, mach ich eigener Status rein, ne? So. Genau, richtig. Und oben beim eigenen Status können Sie dann, wenn Sie aufs 10-8 gehen, dann macht sich ein weiterer Reiter auf, wo Sie dann eintragen können, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Pause machen, 10-6, oder halt, wenn Sie verunfallt sind, beziehungsweise wenn Sie 1097 sind in der Crime Scene, ne, oder wie jetzt zum Beispiel 1019, wenn Sie auf 1019 draufklicken, dann macht sich nochmal ein neuer Reiter auf und dann können wir auf Vespucci PD.
Vespucci PD mache ich mal, jawohl. Und dann bin ich jetzt hier eingetragen als Vespucci. Okay, sehe ich gerade. Super. Genau, richtig. Mhm. Na, und sonst ist ansonsten wieder Sondereinheit frei, ne? Genau, richtig. Freie Sondereinheit. Genau. Boah, ist alle geil. Wichtigen Sachen finden sie auf dem Blatt sozusagen rechts. Da hat der Herr Walker zum Beispiel eingetragen, heute, ne, mit dem schwarzen BMW. Mhm. Da stehen so die üblichen News drin. Ah, hier. Genau, wenn sie jetzt einen Gefangenen abarbeiten wollen, haben wir, wie gesagt, hinten das Abarbeitungsprotokoll. Aber da müssen wir mal schauen. Und ansonsten haben sie drüben die einzelnen Reiter, wo sie einmal haben Fahrzeug. Na, da können sie dann das Kennzeichen eingeben. Aha. Dort ist dann wie gewohnt, ob es angemeldet oder versichert ist. Mhm. Und dann können sie auch weiter auf Details gehen. Wir können ja einfach mal das kurz testen. Einfach PD, Leerzeichen, Chief. So, da sehen Sie sozusagen, das ist ein Wapit Explorer 20. Genau. Und wenn man auf Details drauf geht, dann sieht man, der ist abgemeldet und nicht versichert. Mhm. Liegt daran, dass unsere PD-Fahrzeuge, die kann man nicht versichern. Okay, jawohl. Ja. Sollten die angemeldet sein, sehen Sie auch unten drunter direkt, auf wen das Fahrzeug zugelassen ist. Okay. Dann können Sie da bei der Einwohnersuche, also unter dem Fahrzeug, da können Sie dann nach Namen suchen. Genau. Und der Rest ist dann eigentlich selbsterklärend. Das ist der Sound auf die Spende. Bin ich. Oh, tatsächlich, hier, Telefonnummer, alles. Ist schon geil, ne? Okay, jetzt habe ich mich mal eingedingst. Kleidung, sehe ich jetzt auch gerade. Genau, da bei Kleidung sehen Sie das, was für Ihren Dienstrang vorgesehen ist, eigentlich. Wenn das, genau, das sollte so passen. Okay. Nee, ich kriege hier CHP, CHP Jacke, LAPD. Naja, genau, richtig. Mhm. Weil das sind die, ich sag mal so, die Uniform, wenn man Markt fährt. Na? Okay, aber die dadurch, Bilder fehlen. Ja, die sind noch nicht eingefügt. Okay. War schön, jetzt übersichtlich. Ich kenne mich jetzt mittlerweile schon easy aus. Ja. Eigener Status heißt, ich gehe hier drauf, ich kann jetzt mich, wenn ich 10-8 gehe, gehe ich 10-8 und kann mich halt genau wieder eintragen. Ne? Easy. Genau, und das gleiche dann nachher auch hinten mit dem Fahrzeug. Na, wenn man aufs Fahrzeug draufklickt, dann geht das da auch einmal. Okay. Top. Ja, dann haben wir eine neue Position und zwar auf der linken Seite den Rechner. Den Rechner, ja. Genau, wenn Sie da draufklicken, da sehen Sie Position 1. Wenn man da draufklickt, das ist sozusagen für die ganzen Verkehrsdelikte. Na, und dann rechnet der das einen automatisch zusammen, was man dann nachher... Und der Rabattrechner ist für was da? Das ist eine gute Frage, warum der da drin ist. Machen wir Rabatte? Wenn wir was für Lärmbelästigung machen, ich probier mal. 55% Rabatt sind mal 2,25. Passt. Werde ich mal merken. Gut. Okay, weiß ich Bescheid. Bewerbungen, das sehe ich nicht. Aber doch, das kann ich sehen. Ich kann die Bewerbungen sehen, tatsächlich. Ja, weil sie den Rang dafür haben. Ah, okay, cool. Das heißt, ich kann mir hier ein bisschen durchgucken, wer angenommen wird und wer abgelehnt wird, ne? Genau. Nicht schlecht. Okay. Ansonsten, wie gesagt, am besten zuerst zum DMV fahren und einmal den Führerschein machen. Ja. Und danach auf jeden Fall oben im Phone Store sich noch einmal ein Telefon. Als was tue ich mich dabei eintragen, wenn ich jetzt nicht im Dienst bin? Einfach 10... Dann macht man 10-6. 10-6. Nee, weil ich könnte mich auch komplett austragen, ne? Rein theoretisch. Ja, das würde auch gehen, ja. Okay. Aber eigentlich machen wir das so, dass wir dann einfach auf 10-6 gehen. Das ist der Sound auf die Spende. Ja, aber da gibt es leider nichts, wo ich jetzt sage, Code P höchstens, ne? Ja. Ja, gut. Ich trage mich sonst dabei aus. Da muss ich ja nur oben rechts aufs X, dann, ne? Genau, richtig. Einmal aufs X top. Und dann... Super, dann lasse ich mich erstmal ausgetragen. Perfekt. Und dann trage ich mich ein, sobald ich in Dienst gehen kann. Yep. Dann jawohl. Okay. Gut. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Gut. Wiederschauen. Wiedersehen reingehauen. Das ist jetzt unangenehm, wenn Sie den Weg nach draußen gehen werden. Ja. Ja. Huch. Chief 2 ist dann jetzt auch wieder 10-7 bis später. Ruhige Geschichte. Aber ist nicht das Problem, wenn ich jetzt Off-Duty so gesehen mit meinem Auto Nein, umfahre. Das sollte kein Problem sein.
Eigentlich ist das nicht so die Regel, aber da sie ja nun kein anderes Fahrzeug haben. Ja, ich könnte das Fahrrad nehmen. Das Fahrrad könnte ich nee, lass uns lieber. Okay. Schönen Tag. Jawohl. Meine Doni würde ich vorlesen. Ich bin noch nicht dabei. Leute, ich lese jede einzelne Doni vor, auch wenn es ein bisschen braucht. Im RP geht es leider nicht anders, sonst höre ich die Leute nicht. Das kann ich immer dann machen, wenn ich gerade alone bin wie jetzt, dann kann ich ein bisschen durchlesen. Oh, es nieselt. Ey, aber Leute, sag mal im Chat, wie findet ihr das neue Tablet? Also, ihr habt das jetzt bis jetzt nur bei den Crimes gesehen, aber ich finde, Alter, was das Tablet kann, ne? Das Ding ist, das Tablet, was wir hier haben, ist kein wirkliches Script, ne? Das Ding ist, das Tablet an sich selber ist eine richtige Website. Das ist ja das Krasse dahinter. Das ist eine Website und die kannst du auch nur über einen Server abrufen. Und ich fühle das Tablet komplett, Darino. Also das ist so geil, vor allem du loggst dich ein und bist direkt Sven Rumpe. Das Tablet erkennt dich direkt. Das ist das geilste Tablet ever, ich sage euch. Ich bin so stolz drauf, dass unser Dev das so geil umgesetzt hat. Das ist komplett self-made von ihm gemacht. Das ist wirklich perfekt geworden. Also ich bin wirklich immer wieder wirklich erstaunt, was das Ding kann. Und das Geile ist, es kommt ja noch ein Update irgendwann raus. Eine V2 von unserem Tablet. Da bin ich schon gespannt, was das dann alles kann. Weil schau mal, ich kann jetzt hier einfach JNB 659 zum Beispiel. Wenn ich das jetzt hier eingebe. Hoppala. Ja, alles erstmal anmachen. Hier bei Fahrzeugsuche, ne? Ich kann Zahlen nicht. Kommt hier mein Auto, ne? Fahrzeugmodell und alles. Aber ich sehe, das ist noch ein Ding, weil wir melden die Autos nicht an. Wenn das Auto nämlich nicht angemeldet ist, bekommst du auch nicht den Owner Return. Das heißt, wenn du dein Fahrzeug abgemeldet hast, siehst du auch nicht, wem das Fahrzeug gehört. Und da wollen wir noch eigentlich einbauen, dass man vom Fahrzeug noch die Fahrgestellnummer absuchen kann. Die ist da, glaube ich, noch nicht drin. Oder kann man das mittlerweile schon? Ich glaube, das können wir noch gar nicht. Da müssen wir die Fahrgestellnummer eintragen. Weil dann kannst du immer den Owner rausfinden. Weil übers Kennzeichen allein reicht nicht mehr aus, ne? Gut, dann fahren wir mal Führerschein machen mit unserem Auto. Das ist irgendwie schon fun. Ich meine, Führerschein haben wir ja schon mal gemacht, aber ja. Ich finde den Wagen geil. Aber wir müssen ihn unbedingt mal fixen. Der ist halt noch nicht zu 100% fertig. Der muss auf jeden Fall noch geupdatet werden, weil ich hätte schon Bock auf die Lightbar oben, ne? Die wäre schon nice. Lustig, wenn es Scheibenwischer geben würde. Ja, aber du musst für jedes Auto Scheibenwischer machen. Es gibt ja so Automods, die das haben mit Custom-Scheibenwischer. Aber da müsste halt erstens ein Script laufen, der die Scheibenwischer anmacht. Und zweitens müsste halt jedes Auto dann diese Scheibenwischer drauf haben. Die müssen dann so einen eigenen Bone bekommen. Dass das Spiel auch weiß, was ansteuern muss, beziehungsweise das Script, ne? Oh, das ist so blöd beim Raustappen, ne? Ich muss echt jedes Mal, wenn ich Steuerung drücke. Kann ich irgendwie anders raustappen schnell? Nee, ne? Ja, muss ich kurz so raustappen, bis ich das, bis ich das mal umändere. So was habe ich jetzt nicht vorgelesen. Soll man die Liebe genießen, wenn man weiß, dass sie ändert sich Liebe deines Streams. Dankeschön an 187 nochmal. Auf 24 Minuten. So, ich stelle aber den Wagen irgendwo ab, wo er nicht so stört, oder? Oder irgendwo, wo man nicht direkt klauen würde. Oh Mann, dass es heute mal regnet in L.A. Wer glaubt denn das? Ich stelle ihn hier ab. Da klaut ihn mir keiner. Man sieht ihn nicht so schnell. Ich meine, es ist ein PD-Auto, ne? Ich will nicht, dass jemand unbedingt jetzt ein PD-Auto klaut. Deshalb, ich stelle ihn mal lieber hier hinten ab. Niklas geht ja 5 für den Server. Kannst du mich grüßen? Heißt Niklas. Ich grüße Niklas, jawohl. Tidus und Kevin sind gepiekt worden. Vielen, vielen Dank. So, achso, ich muss ja jetzt hier oben hin, ne? Zum DMV. Auch geil, Führerschein machen. Einfach im Regen. Aber das Wetter ist heute schön, ne? Guck mal. Also hinten scheint die Sonne, nur hier regnet es irgendwie. Ah, hier ist ein schönes Wetter. Vielleicht switcht das gleich. Wenn es regnet, regnet es eh so lang. Gut, wir machen mal Führerschein. Aufgepasst. Ich setze mich hin. Theoretische Prüfung, $500. Kostet gar nicht so viel. Ich habe nur 6.000. Start. Wann können Sie dann weiterfahren? Wenn jemand, wenn die durchfahren. Ja, Toilette muss nicht das hier. Wie lange? Jawohl. Was machen Sie, wenn Sie ein anderes Fahrzeug überholen wollen? Sie beschleunigen und überholen nur von links. Ja. Sie fahren auf einer Autobahn höchstgeschwindigkeit, dann bleibe ich auf 130, aber ich kenne die Fragen ja schon in- und auswendig. In der Ampel rechts abbiegen und Fußgänger überfahren, Fußgänger sie prüfen, sie können, ja, befinden, sie warten, ob Fußgänger der Straße überquert hat. Von ihr passiert eine heftige Frage, so, was machen Sie? Sie fahren weiter und lachen, sie halten an, helfen verletzte Personen, sie kommen nach dir sofort, blablablub.
Sie hat sich von der Polizei angehalten. Ich beleite die Polizei, ich drehe durch und nein, ich verhalte mich ruhig und kooperiere mit der Polizei. Wenn sie 100 km/h fahren, Wohngebiet das näher, tun sich, werde auf 80 langsamer weiterfahren. Sie hören, sehen, wie sich ein Einsatzfahrzeug nähert. Ich werde rechts ranfahren, jawohl. Bei jedem Spurwechsel den Blinker setzen. Die anderen Fahrzeuge geholt werden. Ich darf nicht beschleunigen. Und ich hab's bestanden. Easy. Ja gut, die Fragen könnten wir auch mal neu machen, ne? Dass es mal wieder schwieriger wird. So, PKW, praktische Prüfung. Tausi. Einen Tausi dafür bezahlt. Und jetzt Nebels, Alter. Besser geht's nicht. Besserer Start in die Woche geht echt gar nicht. Also wir fahren mit 81 km/h. Wobei, wir haben ja jetzt Edeltempomaten hier, ne? Ich kann den ja easy anmachen. Wo ich aussehe mit diesem Anzug, ne? Ich sehe so aus wie so ein Versicherungsvertreter. Ich vertrete Versicherung. Also die Makler vertrete ich natürlich. Die Versicherungsmakler. Weil ich Versicherungsvertreter bin. Boah, ist das ein schlechter Witz. Gut. Irgendwo muss ja wieder schlechter Witz herkommen. So, Code sucht die Echse. Hab schon sau Bock auf diesen Stream. Viel Spaß, Dankeschön. Ich freue mich auf meine erste Verkehrsanhaltung heute. Ich werde heute wieder Blitzmarathon machen, glaube ich. Aber mal schauen, was alles reinkommt, so an Fällen. Oder wir schauen nach Pflanzen. Wobei, letztes Mal haben wir auch gesucht und haben nichts gefunden. Fast im Rhein gefahren gerade. Das Wetter könnte aber heute echt schöner sein, muss ich ehrlich sagen. Also bei so einem Sauwetter ist jetzt eigentlich Kochen angesagt. Könnte man echt jetzt den ganzen Tag kochen gehen. Bei dem Wetter hier. Achso, ich darf ja hier schneller fahren, ne? Upsala, hier ist ja 130. Vielleicht doch nicht so schlecht, dass ich Fahrschule nachmache. So, Pantherbrook. Hab mir im Shop geile Sachen von dir gegönnt. 180 Euro. Mach weiter so, bleib wie du bist. Der hat einfach spontan 180 Euro im Shop ausgegeben. Was hast du denn alles Schönes bestellt? Ich hoffe, den neuen Merch. Der ist wirklich fancy geil. Ich liebe diesen neuen Aufdruck, den ich da jetzt hab, ne? Mit diesem Y-City-Style. Das war so eine geile Idee. Wir haben zusammengesetzt, haben gesagt, ey, wir brauchen mal eine neue Collection. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir machen so Y-City-Style angelehnt, wo Mark Krumpe einfach in Miami so steht. Wisst ihr, so vorm Auto. Auf geht der Sechsteil angelehnt. Ich fühle das voll. Mit dem Hund, mit dem Schieber vorne dran. Also das neue Design ist wirklich Baba. Ist wirklich Baba. So, danke an... das habe ich, glaube ich, vorgelesen, ne? Pierre, haben wir das vorgelesen? Ich glaube, ja. Das war vorgelesen. Muss ich hochscrollen hier. Marcel, 32 VIP geworden. Bei links habe ich vorgelesen. Angelo mit neuem VIP. Dankeschön. Alina B. Dankeschön für 2 Euro. Wie geht's dir? Sehr gut, ich hoffe dir auch. Nico Blair mit einem Zehner. Ich schaue dich schon seit 2015, also fast 9 Jahre. Du zauberst mir in deiner Videos und Streams ein Lächeln ins Gesicht. Bitte bleib so, wie du bist. Ich hoffe, wir werden noch viel mehr von dir sehen. Und Dankeschön. Ja, wird so bleiben, ne? Immer wieder neuen Content. Jetzt erstmal, also ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Content mit meinem zweiten PD-Charakter, wenn ich den mache. Das wird richtig fun. Ich spiele jetzt gerade einen ernsten PD-ler. Uiui, ich habe schon einen Punkt. Aufpassen. Weil Sven Rumpe war immer übelst ernst, ne? Wenn ich dann diesen einen PD-Charakter da mache, den ich ab und zu mal spielen werde. Weil ich meine, zeittechnisch geht's ja eh nicht. Dann habe ich schon den... Weil dann habe ich Mark Rumpe, Sven Rumpe, Karl-Heinz. Dann wäre das schon mal ein vierter Charakter, ne? Und ich sag mal so, ich weiß, wie schwer es ist, 4 Charakter gleichzeitig zu spielen. Das ist nicht so einfach. Wegen der Zeit einfach, ne? Mario, Carsten Wunder und Hole in Your Head, danke für SIP werden. Der Babsch, der erste Cop, der verhaftet wird auf RLO 3.0. Ich sehe es kommen, Grüße. Hä, warum soll ich verhaftet werden? Also mit Sven Rump. Sven Rump ist ein korrekter Cop, der wird doch nicht verhaftet. Wenn, dann wird dieser komische Cop, den ich da spiele, immer mal verhaftet. Das sehe ich kommen. Das ist der Sound auf die Spende. Oh, Yannick, danke fürs SIP werden. Pascal, danke fürs SIP werden. Mario, X Isabel, bin jetzt immer ein stiller Zuschauer gewesen. Das sind immer die stillen Zuschauer, die dann immer was donaten und dann sage ich, war schon immer stiller Zuschauer. Oh nee, bitte nimm mich nicht als Geisel. Ich dachte schon ganz kurz, der dreht und will mich mitnehmen. Ich dachte schon, der Bree dreht gleich. Das wär's gewesen. So, Florian Adam, danke für die Euro auch. Mario X Isabella, 10er, vielen, vielen Dank. Und Entenbrot, gönn dir einen Döner damit. Ein 20, Alter, Bruder, vielen, vielen Dank. Hau dir den 20 raus. Oh, bitte nimm mich. Ich habe jetzt immer Angst, dass er mir irgendwie umdreht und mich mitnimmt. Das ist geil, das wäre mal so unangenehm. Wie der Fahrschüler. Bin leichtes Fressen, würde ich. Mr. Berusco, danke fürs CP werden auch. Dankeschön. Und Gigikov 03, einen wunderschönen Abend. Was ist droht und steht im Wald? Akirsch. Den Witz haben wir schon so oft gehört.
Dafür gibt es keinen Durchscheib. Den Witz habe ich schon. Da brauchst du schon irgendwas Anständiges als Witz. Ich verstehe sowieso nicht, Macke der Lump haut immer Witze raus, die ich noch nicht kenne. Also, ich verstehe es bis heute nicht, wie man das schafft, wie man das hinkriegt. So Flachwitze zu finden, die noch keiner kennt, noch niemand gehört hat. Weil dies mit Akirsch, den habe ich, glaube ich, schon 20 Mal beim Stream bekommen. Er ist einfach nicht mehr lustig. Es muss irgendwas Neues, ja. Ich glaube, ich habe ja die Flachwitze, mich kommen da durch in meinem Stream. Und dann, wie gesagt, kommt Macke der Lump und haut einen nach dem anderen raus, den ich noch nicht gekannt habe. Ich werde so nie verstehen, wie. Ach, bestand nur schön mit einem Punkt. Panic Button ist bereit. Oh, ich weiß, Bruder, ich weiß gar nicht, wo der Panic Button gerade ist, ne? Entweder das war Shift entfernen oder Shift einfügen. Eins von beiden. Da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich mache heute. Oh, mein Auto wurde nicht geklaut. Schön. So, dann gehe ich mal gleich 10-8. Ich das gleich mal machen. Boah, ich muss übelst dringend pissen, ne? Überlege gerade, ob ich noch schnell pissen gehen soll und dann 10-8 gehe. Oder ich gehe jetzt 10-8 und gehe später pissen. Dann kann ich Code P machen. Ja, ich gehe später pissen. Passt schon. Wenn ich in die Geiselnahme komme, dann werde ich gehabt. Dann werde ich das gleich mal machen. Also ich werde mal das Auto voll tanken gehen und dann gehe ich 10-8. Boah, nee, die Blase drückt schon dermaßen. Ey, ich stream seit 35 Minuten und meine Blase drückt. Das gibt's doch gar nicht. Warum genau jetzt? Ja, ich halte ich das immer durch bis 2 Stunden und dann muss ich erst. Oh. Und bitte kommt jetzt im Chat. Na, musst du jetzt raus Gassi gehen? Musst du nicht Gassi? So, Thorsten Weiß aus Braunschweig haut 5 Mitgliedschaften raus. Oh, dankeschön. Da freuen sich die Leute. Da freuen sich die Leute im Chat. Woher hast du das Auto? Haben wir gerade gekauft. Das ist unser erster Einsatzwagen, den wir bekommen haben. Ich frage mich eh, warum ich den M5 bekommen habe. Aber wir müssen noch die Scheibentönung einbauen. Bevor ich noch 10-8 gehe. Ich mache die Scheibentönung rein. Boah, das ist auch schon nice, ne? Boah, aber kann der Nebel aufhören, bitte? Muss es so neblig sein? Gigas. Ja, Alter, wie die Leute mal schreiben. Wenn Chandel eine Umfrage macht, ne? Auf Insta oder so, sind 99% der Fragen gefühlt, wann gehst du all mit Xion wieder Gassi? Überdenke, okay. Haben die PD-Fahrzeuge direkt Tuning drin? Nein, haben sie nicht, die musst du selber tunen. Oder musst du selber bezahlen. Das Tuning bezahlt nicht das PD, was ich weiß. Also wenn du tunen möchtest, musst du es selber machen. Boah, endlich der Nebel weg. Hält doch keiner aus da draußen. Also schau mal ganz kurz, das könnte ich schon einbauen. Scheibentönung wäre ganz cool. Also ich glaube, dann sieht man die... Ja doch, die Lichter sieht man noch. Das ist der Sound auf. Ja komm, ich hau schon die volle Scheibentönung rein, oder? Ja doch, sieht doch geil aus, da sieht mich nicht jeder. Eine King Unit muss das machen. Und ich brauche unbedingt eine neue Maske, brauche ich. Das werde ich heute Bedealer mache. Mich keiner erkennt, wenn ich da von Anfang an anfange mit, ne? Dass keiner mein Gesicht kennt, das wäre doch mega. Und dann gehe ich 10-8 in den Dienst. Machen wir das so. War schon mal viel besser, oder? Hier. Ich meine, das Licht siehst du halt weniger durch, aber mein Gott. Ist halt so. Ist halt so, ist nicht so schlimm. Serena mit einem 5er. Hey, bin auch mal wieder da, aber hoffe, dir geht's gut. Ja, muss. Und Kyotai. Wie heiß ich Bär, der winkt? Es steht halt wirklich so drin. Ich lese es nicht falsch vor. Wie heiß dich Bär, der winkt? Ein Grüßli-Bär. Wäre schön, wenn das richtig geschrieben wäre. Dann wäre es jetzt lustiger. Und noch ein stiller Zuschauer, der was donatet. Und meine letzte Spende ist schon ein bisschen her. Hoffe, kennst du ihn noch? OCB Slim. Boah. OCB Slim ist. Müsste länger her sein. Sagt mir gerade nichts. Aber der Schrubber sagt mir was mit 25. Oh, ja, oder auch. Was sag ich denn? Der Schrubber. Gruß geht raus. Schrubber ist immer dabei. Muss aber echt lang her sein. 100 pro lang her. Also, wir holen uns erstmal eine Maske, ne? Fürs allererste. Maske wird gegönnt. Und dann gehen wir in den Dienst. Und ich hoffe, das Nebelige hört bald auf. Sonst mache ich nämlich mache heute meine Wetterfee. Ich halte den Nebel echt nicht lang aus. Gut, Maske. Ja, jetzt seht ihr meinen wunderschönen Hut, den ich aufhatte bei der Einreise. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe nämlich meinen Charakter von RLU 2.0 übernommen. Das ist der Sound. Und das, was er jetzt anhat, ist genau das, mit dem ich das letztes Mal gespielt habe. Und ich weiß nicht, ob der Hut ersetzt war gegen was anderes. Ich schätze mal, ja, sonst hätte ich den ja nicht auf. Einfach diesen Dreckshut jetzt auf hier. Und die Frage, was für eine Maske. Die haben immer so diese halbe Maske auf, ne? Die Cops. Auch mal gerne diese Halbmaske.
Gleich wieder mitgenommen. Vielleicht soll ich den Hut einfach auflassen, ne? Sieht sogar immer so schlecht aus. Yeah, das sieht kacki aus. Das ist der Sound auf die Spende. Weil als King-Unit darf ich ja maskiert rumgurken. Ey, wo ist denn diese Halbmaske? Ah, hier ist sie. Die Maske machen mir die Cops auf, ne? Okay, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Militärmäßig brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ah, ich nehme die einfach in schwarz und gut ist, oder? Oder gibt es eine andere? Gibt es eine andere, die so ähnlich aussieht? Boah, endlich! Endlich, das Wetter wird wieder schön. Oh, wird das Wetter cloudy, dass ich Wolken habe? Schön. Bei mir sehen die Wolken so geil aus in der Grafikmod, finde ich. Ja, ich nehme einfach das hier. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht mit den Wolken. Ich finde, die Grafikmod sieht am besten mit Wolken aus, oder? Guck mal hier. Ich fühle das voll. Jetzt muss ich nur den Hut nochmal absetzen. Kleidung, Extras, Hut. Passt. So fahre ich heute rum. Officer John Smith hat eine Position übermittelt. Oh ja. Dann gehe ich gleich in Funk. Oder ich gehe jetzt wirklich noch schnell aufs Klo. Was mache ich jetzt? Schnell aufs Klo gehen oder schnell in Funk? Ich gehe zuerst aufs Klo. Alter, ich halte es nicht mehr aus. Meine Blase platzt gleich. So, ich trinke noch schnell was, bevor ich aufs Klo gehe. Letzte Spende war, wo meine Schlange gestorben ist. Ich kann, also an das kann ich mich vor Willen nicht erinnern, Bruder. Was? Aber wie skurril. Was für eine skurrile Donation du bitte machst. Meine Schlange ist heute gestorben. Schlangen leben ja übelst lang, ne? Eine Schlange lebt ja 20, 30 Jahre so einen Dreh, oder nicht? Da kommt immer auf die Schlange, also hier drauf an. Ja, Leute, ich gehe kurz Gassi raus, ne? Ich bin gleich... Ach, jetzt geht das Ding wieder los. Ich bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit, aber ich brauche eine AFK-Einblende, ne? Ich brauche mal wirklich eine richtig geile AFK-Einblende, wo so irgendwie Blooper oder was zusammengeschnitten werden von RLO. Das wäre aber richtig lustig. Ich bin ja da. Mr. Sandman, bring me your drink, ding ding. This is the sound of a spin. You are the cutest that I ever seen. So. Da gehe ich mal 10-8 in den Dings rein hier. Erstmal einstellen, zack, 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 PD, rein da. Boah, das ist so angenehm im Gegensatz zum alten Tablet. So. King 4, 10-8. This is the sound of a spin. Frei Sondereinheit. So, und jetzt in Funk. Das erste war PD-Funk, Leute. Ich werde so verkacken, Alter. Ich werde so verkacken im Kanal 1. King 4, 10-8. Hallo. Hallo, was? Ich bin im Dienst. Ich bin offiziell im Dienst. Das erste Mal nach einer Klopause ist das schön. Und das Wetter spielt heute auch mit.
Gibt euch das, ey, ich, die Grafik ist so schön. Linke 69 und Rookie 1 bin Adam 69. Oh, was, ich werde mal einen Blitzer einstellen müssen, ne? Wartet, wie stelle ich den ein? F7? Nee. Nee. Ah, hier. Toggle Display. Plate Reader, Toggle Display. Das ist sogar noch gespeichert vom letzten Mal. Dann, oh, ich hoffe, ich kann das noch. Das ist der Sound of a Spende. Das ist ein bisschen kleiner als früher, ne? Aber passt schon. Plate Reader, Ximit, Ximit. Same Opposite Lane. Und dann, glaube ich, Menu, bis ich auf die 140 komme oder so. 140, genau. Da ist es. Und fertig ist das Ding. Eingestellt. Aber ich glaube, das ist, weil ich die letzten Einstellungen noch gespeichert habe vom letzten Mal. Das passt schon. Also Same Lane und Opposite Lane haben wir jetzt eingestellt, vorne, hinten. Plate Reader ist eingestellt. Mit dem Kennzeichen aktuell nicht ersichtlich. Sehe ich jetzt gar nicht, was übermittelt wird? Ich glaube, ich muss ein bisschen hochschieben, kann das sein? Gerade in der aktiven Verfolgung. Egal, ich werde mal ein bisschen blitzi machen. Mir einmal ein bisschen reinkommen in das Spiel. Ich werde die Anfragen rein, ne? Die Dispatch-Anfragen. Also nicht Dispatch-Anfragen. Ach, ich kann ja mal Dispatch gucken. Der ist jetzt leer. Warum ist der jetzt leer bei mir? Der war ja vorhin full. Schon was kaputt gemacht, oder was? Oder weil die Dispatches gelöscht wurden, das kann sein. Ach stimmt, muss meinen Führerschein noch abholen. Ich muss auch fragen, ob ich einen Waffenschein habe, ne? Ein Waffenschein? Muss ich einen Waffenschein mehr holen? Nee, als Dealer brauche ich glaube ich keinen, ne? Und meinen Führerschein muss ich abholen. Ich habe ja gerade einen Führerschein bestanden. Den brauche ich. Und meinen Ausweis habe ich ja noch gar nicht, ne? Uiuiui. Mein Gott. Egal, ich hole schnell ab. Ich bin gleich da. Ich bin ja gleich um die Ecke. Hard Army, danke für den 10er. Servus zu. Ich habe seit einiger Zeit VIP Diamond. Wie lange kann es dauern, bis die Karte kommt? Hast du es schon eingetragen? Wenn ja, ich sende die eigentlich jeden Monat einmal weg oder alle zwei Monate einmal weg. Kommt immer drauf an. Weil letzten Monat hatte ich keine zum Wegschicken. Ich hol dich. Olaf. Kennzeichen Olaf. Das will ich mal eingeben hier. Olaf? Weil ich komme mit dem neuen Ding nicht zurecht. Ich hab hier ein abgeklebtes Kennzeichen Motorrad. Der Cooper. Aiden Franks, Winnie Cooper. Aber du kannst auch hier rein theoretisch direkt copy-pasten, ne? Jetzt kopiere ich das Ding einfach. Fahrzeugsuche? Nee. Check. 73 bräuchte hier meine King-Einheit. Am King 4 unterwegs. Linke 69 responded. Er informativ, dass der Kollege aus Punkt 3 bei der Verfolgung mit den Marshall. Respond. Für euch zur Information. Was ist das die richtige? Zwei Täter haben gerade einen Officer auf dem Boot mit. Ist das ein Wasser, der sind Fremde? Im Wasser. Wird für die One wechseln den Funk. Hi. Das ist die richtige Antwort, wohin fahr. Oh nee, du. Hallo? Benötigt ihr die King Unit? Wir haben jetzt hier nur den 1020 bekommen von einem Officer. Ich habe jetzt irgendwie. Ja, ich auch, aber ich habe jetzt im Funk gehört, ich soll hier anfangen. Habe ich hier den Wegpunkt hinbekommen? Ja. Auf dem Navi, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin ebenso gerade verwirrt. Ist das jetzt wirklich auf dem Wasser oder ist das hier? Das ist die Frage, ne? Ich schau mal, wir fahren mal Richtung Wasser. Wir fahren mal Richtung Wasser. Weil ich habe jetzt einmal den Wegpunkt hier hinbekommen, wo die King-Unit gefordert wurde und jetzt haben wir dort auch den Dings, weil ich habe ja geguckt vorhin. King vor mit der Frage, die King-Unit, die vorhin angefordert wurde, ist das richtig am Strand? Ja, ich schick dir nochmal einen 2020. Aktueller 2020. Ah, den vor. Gut, dann fahre ich da hin.
Also was doch am Strand? Ich habe ja geguckt vorhin, aber nicht hier unten. Unten ist jetzt ein Officer down anscheinend. Voll random, Alter, was hier gerade abgeht. Ich habe keine Ahnung. Mein erster Einsatz, ich muss erstmal reinkommen. Ich muss erstmal ins ganze BD wieder reinkommen. Ob in der Sache jetzt, ich brauche hier irgendwie DNA spüren oder sowas zum Nehmen. Es wird aktiv keine Unterstützung. Ja, sicher. Benötigt. Es kam keine Rückmeldung. Guten Tag. Guten Tag. Mahlzeit. Bitte, was gibt's? Um das Fahrzeug handelt es sich. Das wurde gerade von Tätern sozusagen mitgenommen. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, da sind noch ein paar DNA-Spuren drin. Alles klar, ich check gleich mal ab. Ne, weil es war jetzt ganz komisch, weil vorne war ein Panic. Genau. Und er war nämlich auch am Strand. Ja, genau, die sind hier umgestiegen auf dem Boot und da war noch ein Kollege drauf. Alles klar. Fahrzeug ist offen. Also nicht, habt ihr aber nicht angefasst, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir laufen jetzt hier die ganze Zeit. Also ich war jetzt hier. Schauen wir gleich mal, ob wir da was finden, wenn dann am Türgriff. Von Adam 30. Alles klar, konnte was sicherstellen. Ich würde das dann Flixman ins Labor bringen. Ja. Informationen zu den Tätern gibt es keine, wie viele das waren? Vier Stück, zwei mit Raptor und zwei mit dem hier. Alles klar, ich gleich mal das in der Datenbank jetzt gleich ab. Wunderbar. Jawohl. Alles klar. Oh, danke. Bitte, ciao Sie. In One, du bist sehr unverständlich gerade gewesen. Das Geile ist ja jetzt, Leute. Schaut mal. Die DNA-Spur ist jetzt im Inventory. Ist das nicht geil, dass wir jetzt die DNA-Spur wirklich im Inventory haben und die jetzt auslesen können? Das ist doch der Hammer, oder? Wir können nämlich mehrere DNA-Spuren nehmen und die dann auslesen. Was natürlich sehr vieles einfacher macht. Im Gegensatz zu früher. Weil früher war das ja nicht so einfach, da konntest du nur eine DNA-Spur mitnehmen. Jetzt kann ich einfach ins Labor gehen, kann die auswerten lassen und könnte rein theoretisch 3, 4 Stück mitnehmen. Ah, ist ja eh gleich hier vorne. Mein Gott. Bin ja schon Vespucci. Gar nicht mal so schlecht. Also, man muss sagen, man sieht ja erst die ganzen Neuigkeiten, wenn man auch wirklich mal die ganzen Jobs ausübt. Weil ihr habt jetzt bis jetzt von mir nur 1 zu 7 gesehen. Und sonst halt Karl-Heinz oder sonst. Aber ihr habt ja von mir noch nicht das PD-AP gesehen. Und ich sag mal, fürs PD haben wir ja auch ganz viel neuen Stuff gemacht, der davor nicht da war, ne? Ist halt jetzt alles viel übersichtlicher und besser im Gegensatz zu früher. Früher mussten wir immer so Comments oder so eingeben. Für jeden Scheiß. Nein, gut, aber dann gucken wir gleich mal, ob wir die DNA-Spur haben und ob da was drauf ist. Weil kann ja auch sein, dass denen nichts verläuft. Wenn wir die abgleichen. Aber es kann sein, dass wir sogar was finden, weil es wurden mittlerweile, glaube ich, schon sehr viele DNA-Spuren sichergestellt. Weil ich glaube, nach dem dritten Mal, habt ihr auch gesehen, mit Karl-Heinz war das, haben wir die DNA-Spur abgenommen. Wie ist der Name, wenn ich ihn bezahle? Guck mal gleich mal. Stell rauf, bevor die Spur kaputt geht. War das... Ne, das war oben, ne? Das war oben, wo wir müssen das Laboratory... Das müsste hier wo sein. Alles klar. Dann gucken wir uns die Spur mal genauer an. Also, wir werden mal nicht hochladen, sondern abgleichen. Ach so, warte, ich muss sie erstmal verwenden, stimmt. Nutzen. Sie verfällt in 5 Minuten, genau. Und jetzt kann ich damit arbeiten. Wir gleichen mal ab. Keine Übereinstimmung gefunden. Super. DNA-Spur geht ja, also ins Nichts. Erklärt. Trotzdem danke. King 4 mit dem DNA-Spurabgleich konnte nichts festgestellt werden. Gebe ich so weiter, alles klar. Ja, leider nicht in der Datenbank drin. Schade. Schade, Marmelade. Aber hätte ja sein können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Datenbank drin ist, ist sehr hoch, ne? Wir haben echt viel. Weil wir können mal gucken. Wir können ja mal die Daten gucken, wie viele da drin stehen. Das würde mich jetzt mal spannend interessieren. Wunderschön. Das ist gleich geguckt. Das ist Hallo. Der Sound of a Spende. Weil das würde mich mal interessieren. Wie viele Leute sind da schon drin? Weil Karl-Heinz ist ja auch schon in der Datenbank. Datenabruf. Abruferfolge. Guck ich das mal an. Die ist relativ. Na, wobei, wurde die mal geleert. Die ist relativ wenig drin. Ich dachte, da sind viel mehr drin. Ist Karl-Heinz da drin? Oder wurde es auch wieder geleert? Ich habe das Gefühl, die Datenbank wurde das geleert. Oder ich bin Einträge. Oder sie haben einen Scheiß gebaut. Das kann auch sein. Ne, guck mal. Karl-Heinz ist auch nicht drin. Ich glaube, die haben die erst geleert vor ein paar Tagen. Kein Karl-Heinz drin. Adam 25, 1086. Also, ich hätte jetzt gedacht, die ist richtig voll. Schau mal, was ist, der letzte Eintrag ist vom 26.02., ne?
Die sagen, warum ist Karl-Heinz nicht drin? Haben die das nicht eingegeben? Oder bin ich gerade blind? What the hell, der ist hier gar nicht drin. Weil die haben ja von Karl-Heinz letztes Mal die DNA-Spur mitgenommen, ne? Würde mich jetzt wundern, dass sie die nicht ins Labor reingeschickt haben. Vielleicht hat er das falsch gemacht, das kann sein. Vielleicht hat die King-Unit verkackt. Vielleicht hat er das übelst verkackt mit der Ding, weil Karl-Heinz müsste ja drinstehen. Ich glaube, die haben die DNA-Spur verkackt, bin ich ehrlich. Beim Hochladen, der hat sie nicht hochgeladen, der hat sie nicht ausgewählt, der hat einfach, ja, die DNA-Spur nicht benutzt und, ja, da haben wir jetzt den Salat. Inventar sortieren. Ja, du hast schon recht, Quickslot müsste sein, werde ich gleich machen. Inventar sollte ich mal sortieren. Sonst kann es blöd ausgehen, wenn ich meine Waffe nicht zücken kann. Aber wartet mal, ich probiere mal. Ich würde sagen, den Taser tue ich auf die 2. Glock 17 auf die 1, die ist wichtig. So, Taschenlampe kann hier drin bleiben. Wichtig sind auch die Handschellen, sind jetzt nicht so wichtig, ne? Ne, die passen. Das tue ich weg. Vielleicht die Remington. Ne, die Remington. Ja, komm. Spike, Strips, Funkgerät. Ne, da machen wir den Dienstausweis rein. Schutzweste lieber nicht, sonst leere ich die irgendwann mal aus. Ich glaube aber, so ist das ganz okay. Auf der 1 ist die Glock. Dann haben wir den Taser. Dann die Remington. Genau, 1, 2, 3. Ja, ich hab vergessen, ich hab's übersehen oder keine Ahnung. So. Bin immer noch heil. Waffenschein fehlt. Nee, ich muss mein Ausweis mal abholen. Ich wollte ja eigentlich Ausweis gerade holen und, ja, wurde jetzt ja aufgehalten in dem Fall. Der will auch raus, ne? Lass ich gleich mal offen. Ja, was will der jetzt raus oder nicht? Das mach ich wieder zu hier hinten, wenn ich raus will. Ah, hat schon wieder zugemacht, okay. Mein Gott. Man soll das nicht so andeuten, dass wir herausfahren. Gut. Dann fahren wir jetzt aber Richtung Supreme Court. Ich muss mir Sachen abholen. Ich brauche Ausweis, ich brauche Führerschein. Weil sonst ist es blöd. Wobei, kann ich eigentlich das King Unit? Ist da nicht besser ohne Führerschein und so? Weil wenn ich keinen habe, das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt nämlich keinen Ausweis dabei habe und ich werde als Geisel genommen als King-Unit, dann können die ja auch rein theoretisch nicht herausfinden, wer ich bin, ne? Ist das vielleicht gar nicht so schlecht als King-Unit, ohne Führerschein und um zu fahren? Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich nehme den lieber nicht mit, weil ich habe ja den Führerschein, ich habe ja alles und ich glaube sogar, wir dürfen ohne Dokumente raus, weil du ja sonst den Ausweis zeigen musst, wenn du bedroht wirst. Wenn ich sage, ich habe keinen Ausweis, dann kann ich auch gar nicht. Adam 3108 City in Eine gute Frage, ne? Ob wir das machen sollen. Ich nehme es mal nicht mit. Ich nehme mal keinen Ausweis und keinen Führerschein mit. Einfach zur Sicherheit. Ich möchte ja eigentlich undercover bleiben komplett mit meinem Charakter. Fürs Erste. Dienstausweis habe ich dabei, ja. Auf dem Dienstausweis steht ja kein Name drauf. Da sieht man nur, dass ich als PD da unterwegs bin. Dass mir das hier auch abkaufen kann, ne? Aber Ausweis und so ist immer blöd. Ja, weil alle schreiben Handy, ich brauche gar kein Handy bis jetzt. Ich bin ja im Funk. Und bräuchte mal eine Adam-Einheit, die eine Highspeed wegfahren könnte. Aha. Wo steht die Highspeed? 20 ist raus. Luna, schau mal, ob es angemeldet ist, das Ding. Das ist der Sound of a Spende. Luna. Edward 31 mit der Frage, der Explorer, der gerade vor einer Minute im Alamos hier vorbeigefahren ist, mal kurz melden. Ah, angemeldet tatsächlich an Luna Garcia. Ich schaue noch in die Leitstelle. Ist irgendwas wichtig noch, was irgendwie Raptor Geiselnahme? Das ist jetzt, was gerade passiert ist. Wo genau? Lamulek Richtung Sehen. Schwarzer BMW, vermutlich ja. M8, überfällt Personen. Schwarzes Shirt, schwarze Strumpfmaske. Das heißt, wir suchen auch heute einen schwarzen BMW, höchstwahrscheinlich M8, ja, der Leute überfällt. Deck. Bleibt mal auch im Auge. Ist dein Picket-Status aktuell? Alter, das sind viele Autos. Vorne fährt ein M5. Mit Kennzeichen OB. Okay. Aber fährt 84, ist okay. Ja, ich glaube, ich stelle mich eher auf die Autobahn. 17 für Edward 16. Schauen wir mal noch BMW statt Übermacht. Ja, ist halt so. Du, ich betitel die Autos ja auch noch immer als BMW und so. Das werde ich noch wohl dürfen.
Ich betitel auch die GTA-Autos teilweise so als BMW und so. Oder als Lambo. Ich sag auch, zu, also wenn ich so ein Wacker fahre, ne? Oder wie heißen, sag ich dazu, in, nicht in GTA Wacker, ich sag dazu, ist ein Lambo. Weil für mich sieht das halt aus wie ein Lambo. Uiuiui, der Kollege. Ich dachte schon, ich kann jemand mitnehmen. Alter, der rast hier durch. Der Bruder hat's eilig. Der hat's ja richtig eilig. Hat relativ zivilisiert. 153 am Heck. Frage, wer ist jetzt 153 gefahren am Heck? So, stellen uns einfach irgendwo hin, oder? Und blitzen mal eine Runde. Da können wir ein bisschen Geld verdienen. Dann können wir uns vielleicht mal was Schönes bei kaufen, so ein schönes Auto oder was. Ich bin nur Polizist geworden, weil ich Leute blitzen und abnehmen kann. Nee, Spaß. Frage ist, wo stelle ich mich hin mit dem Ding? Am Blitzer am besten nicht, da bremsen alle ab. Hier ist ja irgendwo der Blitzer, ne? Oder der war schon hinten. Dann stelle ich mich, glaube ich, hier hin. Wobei hier ist ja Blitzerspot Nummer Uno gewesen bei mir, ne? Hier, der hier. Aha. Aha. 229, da bin ich dabei. Wenn ich hinterherkomme mit der Kiste. 229 geblitzt. Kennzeichen habe ich leider nicht aufgeschrieben. Der ist über alle Berge mit dem Wagen, mit 229. Schauen wir gleich mal, ob ich ihn sehe. Das war ein X5 oder sowas, ne? Vorne fährt er. Will der abhauen? Oh, ich habe das Kennzeichen gelockt. Deshalb hat er nichts angezeigt. Okay, wir haben einmal 22. Ich gehe mal kurz das Kennzeichen durch. Das haben wir DUD 432. So, DUD 432 ist... Ah. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Marvin Wilson. Wird er am 6.3. nochmal mit 30 km/h drüber? Welchen haben wir denn jetzt? Den 27. Das kann man eigentlich dann löschen, ne? Vom Dings. Erwischführer schon abziehen. Okay, das können wir eigentlich löschen. Das ist dann unnötig. Jupp. Also Waffenschein ausgestellt, 18.02. Theorieprüfung, Autoecke, Motorrad, Waffenschein. Das heißt, E-Mail-Verteilername haben wir auch. Gut, aber sonst fahrlässige... Was haben wir hier? Versucht einen Kollegen in der Verfolgung niederzuschießen. Oh, das ist natürlich nicht gut, Hausfriedensbruch. Da bin ich schon ein bisschen vorsichtig. Guten Tag, können Sie bitte die Fensterscheibe runtermachen? Na klar. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie anhalte? Ganz schwierig. Ne, ich bin zu schnell gefahren. Alles gut. Ja, ich gehe mal mit dem Führerschein von Ihnen. Natürlich, Sekunde. Bitteschön. Vielen Dank, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Alles klar. Marvin Wilson, 24.04.1998. Ist jetzt so die Frage, was stellen wir denn aus? Was kriegt er dafür? Weil ich weiß den Strafkatalog derzeit nicht, was jetzt derzeit ist, ne? Haben wir... Oh ne, ich muss das mit dem Scrollen unbedingt. Informativ, es gibt nach wie vor erhöhte Gefährdung. Den Strafenkatalog, haben wir den da mittlerweile schon drin oder nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Hausfriedensbruch, vergehen, ne? Wir haben nur, dass die in den Strafakten drin stehen, ne? Mein Name stimmt ja, Marvin Wilson. Aber ich glaube, wir haben noch nicht die Dings drin. Ja. Da muss ich so nachgucken. Für die Patrols erhöhte Gefährdung. Das ist natürlich blöd, wenn ich das nicht auswendig weiß. Ich schau mal nach. Im Rechner. Glaubst du wirklich, dass es im Rechner drin steht? Weil wenn es im Rechner drin stehen würde, mir kam vor dem Rechner, ihr habt vielleicht recht. Position 1. Wir müssen die
Ah doch, ihr habt recht, upsala, ist ja wirklich im Rechner drin, huch. Sorry. Also er ist jetzt gefahren im 130er mit 230, ne, dann ist es über 30 km drüber. Oder mittlerweile über 60, wir haben über 60 auch drin stehen. Dann sind wir ja bei über 60, dann sind wir bei Menge 1, $1,500 sind wir da. Genau, gut, dann sind es 1500, die er da ausgestellt bekommen von mir. Ich wusste nicht, dass das auch im Rechner steht. Ich dachte, im Rechner stehen nur die krassen Sachen drin. Herr Wilson, das wäre dann mal eine Rechnung in Höhe von $1,500, die ich ihn ausstellen muss. Alles klar. Wunderbar. Ja, wunderbar würde ich jetzt mal nicht sagen. Ja. Geben Sie mir die Rechnung, dann ist gut. Habe ich ihn gerade noch auf einer Rechnung, kann ich mal nachgucken. Nur, dass Sie wissen, Name ist Gebleck, Liste, das habe ich ausgerissen aus dem Zettel. Okay, alles klar. 46, 10, 8. Rechnung wurde an Sie ausgestellt, hallo. Ne? Wunderbar. Warum laufen Sie eigentlich maskiert rum? Sieht man weil ich tatsächlich an der Kamera unterwegs bin und gerade ein Auto mir angeguckt habe und Sie sind dann zufälligerweise mir vorbeigefahren. Mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. So dachte ich mir, ich halte Sie lieber an. 8, auf dem Highway mit High Speed. Wissen Sie, was auch gut wäre? Haben Sie eine Waffe dabei? Ich kann Ihnen meinen Waffenschein geben. Nee, mir geht es nur darum, ich habe gesehen im Auto, dass Sie einen Waffenschein haben. Weil sollten Sie eine Waffe dabei haben, dass Sie mich immer wissen lassen, sobald ich ans Fenster komme, dass Sie eine Waffe an sich tragen. Ja, alles gut. Haben Sie eine dabei? Handschuhe vor, ja. Ja, deshalb ist es immer gut, wenn Sie sagen, dass Sie eine Waffe dabei haben, weil dann weiß ich, wenn ich irgendwo eine Waffe sehen sollte, dass Sie die legal so dabei haben. Weil sonst kann passieren bei einer Verkehrskontrolle, ich gucke jetzt nicht nach und Sie haben eine Waffe, dass ich erstmal... Ja, okay. Ja, alles klar. Gut, alles klar. Wünsche Ihnen eine schöne Weiterfahrt, ne? Gleichfalls. Schon haben Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ciao. Adam 25. War Ihr Rookie schon im County? Positiv. Er ist gerade einfach über Rot gefahren. Vor meinen Augen. Soll ich jetzt nochmal anhalten? Ne, jetzt schau ich mir das Auto an, was da vorne einfach auf der Straße rumsteht. Das würde ich mir angucken. Ja, weil das steht ja einfach rum, das holen wir dann Abschlepper. Der steht mitten auf dem Standstreifen. Oh, das gibt eine Anzeige, du. Das gibt eine Anzeige. Nein, für Adam 25. Man hört. War Ihr Rookie schon im County? Mal los, ja, sehr oft sogar schon, laut seiner Aussage. Ah. Ja, dann Adam 30, dann bitte einmal wechseln. Der mich fragt, warum ich ihn angehalten habe. So mit Maskierung und allem. Ja, was soll ich denn machen, wenn er da mit 230 rumraselt? Ja, ich habe 1050 bekommen, das ist normal, weil die Rechnung zieht Provision ab. Das restliche geht aufs Firmenkonto. Für die Schlaumeier unter euch, das ist mit Absicht. Das heißt, wenn ich jetzt 1500 ausstelle, bekomme ich 1350 von der Rechnung. Der Rest geht in die Firmenkasse. Ist nicht mehr so wie früher, dass wir den kompletten Betrag bekommen. Das sind, was waren das, glaube ich, 15%? Waren es 15%? 15% von 3000? Kommt hin, ne? Ich glaube, es sind 15%. Von 3000, Alter, was glaube ich denn für ein Scheiß? Von 1500. Ich habe gerade gedacht, ich habe mir die Dinge abgenommen. Ja, moin, wieder komplett lost, der Rino. So, jetzt schau ich mal das Auto hier an, was das hier macht, warum das hier rumsteht. Guck mal, das steht hier vorne einfach. Macht gar nichts. Das sieht ein bisschen aus wie der Wagen von dem Typen, aber ich schau mal aufs Kennzeichen. Muss das mal genauer angucken. Ja, 10% sind es. Okay, sorry, ich bin nicht gut im Rechnen. I'm not that good. GSG 989. Guck ich mal GSG, warte, leeren. GSG 989. Details. Jackson Black. Aha, angemeldet ist das Ding aber. Edward 44 für Edward 16. Darf ich aber nicht stehen, das heißt, wir rufen gleich mal einen Mechaniker an. Ich habe ja kein Handy. Geil, ich habe ja kein Handy. Ich kann nicht mal einen Mechaniker rufen. Ich brauch's also doch. Upsi. Und ich so, ja, ich brauche ja kein Handy, ich bin ja im Funk. Was brauche ich heute ein Handy? Was könnte ich heute ein Handy gebrauchen? Ich weiß es ja nicht. Meine Güte, jetzt kann ich doch wieder rüberfahren und mein Handy kaufen. Ich bin ja so blöd. Und ich davor noch ganz stolz, ich bin ja im Funk. Wozu brauche ich denn ein Handy? Ja, gut. Damit hat sich das auch erledigt, wozu ich heute ein Handy brauche. Ja, super. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen.
Ich bin Tippi, möglicherweise. Ich lese mal vor hier gleich. Lenny, hängst du deine Frage? Wann ist die nächste Bewährungsphase und kannst du mich grüßen? Ich grüße den Lenny und die Bewährungsphase ist am 4.4. Also im April. Übernächsten Donnerstag ist das. Lara, den Witz kann ich leider nicht vorlesen. Ich distanziere mich damit öffentlich von diesem Witz. Der Zockerkeks 2 habe ich gestern mit dem Motorrad hingeschmissen und habe eine Gehirnerschütterung zugezogen. Freue mich auf den Stream. Ui, da wünsche ich dir gute Besserung. Aber sollst du bei Gehirnerschütterung nicht eher wirklich im Bett chillen oder chillst du im Bett mit dem Handy oder was? Oder mit dem Fernseher? Gibt ja, man kann ja YouTuber auch im Fernseher gucken, so ist ja nicht, ne? Mache ich tatsächlich auch gerne, aber dann nur mit Premium, also es ist dauerhaft Werbung auf dem Fernseher, das ist ganz schlimm. Die Frage ist, einer im Dienst, der Tuning-Kits kaufen kann bei dem Mechaniker? Aktuell ist einer da, der das rausgibt. Meines Wissens nach nur Fröhlich oder Thompson. Dann warten wir halt. Oh, Tuning-Kits. Ich brauche auch ein Tuning-Kit. Alter, by the way, Leute, ich mache mir ein neues Setup. PC, ne? Nach Jahren. Haben Sie den letzten Pitch jetzt schon übernommen gehabt? Ich hab den angeklickt. Ich werde das dann posten, wie das dann aussieht, wenn ich damit fertig bin. Ich werde euch dann irgendwelche zeigen. Ich baue ihn wieder selber zusammen und Schande kriegt auch ein neues Setup. Aber ich sag euch, PC-Teile sind so übelst teuer geworden. Ey, ich hab mir gedacht, ey, früher, gut, ich weiß, Inflation und so weiter, aber früher hast du für den Preis, den du jetzt ausgibst für ein PC-Setup, ich weiß nicht, einen ultimativen NASA-PC bekommen, was du da zahlst. Ich hatte jetzt folgendes sagen, also sage und schreibe, passt mal auf, haltet euch fest, ohne Grafikkarte, ich benutze auch meine alte Grafikkarte, weil die ist ja geil, ne? Die ist gut, meine jetzige CPU bremst die halt nur aus, ne? Aber haltet euch fest, wisst ihr, was ich bezahle für 2 PCs mit Netzteil, allem drum und dran, aber ohne Grafikkarte, weil eine Grafikkarte kostet nochmal 1.500 bis 2.000 Euro, eine gute. Gerade beim Chat, was ich mit Steuern zahlen würde. Mit Steuer obendrauf. Nee, voll gesunken die Preise. Ja gut, wenn du es überlegst, was damals, wo ich meinen PC zusammengebaut habe, gegenüber heute, ist das schon ein Unterschied. Ja, der erste hat schon mal richtig. Der erste hat schon mal direkt richtig, Alter. Für 2 Setups. Nur ohne Grafikkarte. Es sind sagen und schreibe 5.000 Euro. Ohne Grafikkarte. Und jetzt stellt ihr mal vor, in jedes Setup kommt nochmal eine 4090 oder eine 4080 Ti rein. Dann kommen da nochmal oben drauf 4.000 Euro circa. Das heißt, wenn du 2 Setups dir bauen willst, die wirklich gut sind, die wirklich schon Richtung High-Class gehen, oder nicht mal, also der eine PC ist nicht mal high. Ich mach natürlich bei meinem High-End rein, ne? Dann bist du bei 8.000 Euro. Das ist krank, was das kostet mittlerweile. Ich komme aus der Zeit, dass du für die beste Grafikkarte am Markt 900 irgendwas gezahlt. Für die beste. Das ultimative oder 1.100. Mittlerweile eine 490 kostet dich über 2.000 Euro. Eine gute, eine 2.200 Euro habe ich gesehen. Also die Preise sind ja mal so dermaßen explosiv. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Also mir jetzt wirklich die Zehennagel ausgerissen, als ich das gesehen habe. Und das ohne Grafikkarte, müsste ich vorstellen. Ich gebe 5.000 Euro aus für 2 PCs ohne Grafikkarte. Das ist wirklich crank, Alter. Die beste kostet heutzutage ca. 1.800. Ne, eine Grafikkarte, ich habe geguckt, eine 490er kostet über 2.000 Euro. Aber das Gute ist ja, ich kann ja durchs Unternehmen kann ich das absetzen. Das heißt, ich muss die Steuer nicht drauf zahlen. Das sind 19%, die ich da jetzt weniger zahlen muss. Immerhin etwas, aber ich bin trotzdem... Ohne Witz, ich bin trotzdem etwas schockiert, was die Preise betrifft. Alter. 3.10? 3.15? Ist das nicht Führerschein weg? Das ist Führerschein weg. King 4 hier fährt auf dem East Highway ein Fahrzeug mit sehr überhöhter Geschwindigkeit mit 315 geblitzt. Bräuchte vielleicht eine Highspeed. Highspeed steht am Set, wissen wo ungefähr stehen die Idee oder sind. Wir fahren gerade an den Palmen vorbei, Richtung State Prison. Ja, check, wir warten Standby. Ist ein, ich glaube, ein roter Ferrari hält auch nicht an. Er fährt weiter, hält nicht an. Ist jetzt gleich State Prison. Am State Prison vorbei. Ja, sind hinter euch. Brauchen nur einen kleinen Moment zum Aufschließen.
Ja, Sichtkontakt wird immer weniger, aber wir sind gerade an der Grenze vorbei. Ah, dreht Richtung Sandy. Biegt ab Richtung Sandy rein. Ist gleich in der Sandy-Stadt, aber ich habe immer weniger Sichtkontakt. Jetzt bin ich wieder weiter auf. Wird langsamer. Gleich hinter dir. Biegt rechts ab, Sandy. Wieder rechts zurück. Richtung PD Sandy. Ja, können jetzt funken. Clear, closing. Sind wir jetzt wieder Richtung Route 68, Richtung Highway unterwegs, Richtung Biker, ehemalige Bikerbar. Richtung Easterway. Kommen wir jetzt gleich vorbei? Ich fahr rechts. Leicht verunfallt. Links Richtung Palito. Geht jetzt wieder um. Fahren jetzt wieder stadteinwärts. Brauche noch eine zweite. Ja, brauche ich noch eine zweite Highspeed auf Backup. Ja, lenken wurde sich gespawnt. Bin jetzt für Mautstelle. Gleich Walmart. Alter, bei der ersten Verfolgung! Walmart vorbei, weiter Easterway. Jetzt sind die abgefahren. Fahrer sind Offroader mit hinten dran. Sandy wieder abgefahren, wieder stadteinwärts. Aktuell nur eine Highspeed dran. Ja, ich komme da nicht hinterher mit der Kiste. Ohne Tuning unmöglich. Stadteinwärts. Ist East? Jetzt gleich für Tankstelle. Und jetzt rechts ab Richtung Elektrizitätswerk. Jetzt für Elektrizitätswerk. Fahren weiter Richtung Dino-Tankstelle. Ich weiß nicht, was ein Rari? Ich weiß nicht, was das für ein Auto war. Ich war so weit hinten die ganze Zeit. Ich glaube, es war ein Rari, ne? Mine vorbei. Ein roter. Dann weiter Richtung Sandy. Negativ, meine jetzt wieder Easterway statt einwärts. Kennzeichen ist 488. Ja, das ist ein Rari. Ein 488er war es. State Prison, fahren jetzt weiter Easterway statt einwärts. Ich meine, ich bin halt ziemlich langsam im Gegensatz zu denen, aber ich halte trotzdem mit. Ich halte mit. Ein 488er war es, ja. Oh, sie wissen, was also 7 anwesend ist? Nein! An der Aufschrift hätte man es ja niemals erkennen dürfen. Fett Eisen 7 draufsteht. Aber krass, wie schnell die sind. Krass. Ich fahre einen M5, wir kommen nicht hinterher. Rechts Richtung 107, also nee, negativ links wieder Richtung Nazio Tankstelle. Ja, fahren jetzt rechts auch Richtung Tankstelle. Jetzt hinter der Tankstelle, fahren weiter Richtung Shop Nazio. Sind da extrem schnell unterwegs. Oh, der handelt sich aber gut, der Wagen. Hier Richtung Schule. Die hinteren Straßen Richtung Hills hoch. Aktuell keine Sichtung mehr. Oh ne, der kommt weg. Hier war aktuell letzte Sichtung. Und die Kilo Blockfrosche nach oben sind. Ich schau mal nach unten, aber ich glaube, das ist auch oben abgehauen. Rote 488 Ferrari, Kennzeichen 488. Also, die Kilo Lava ist noch nicht runtergekommen. Also, noch oben. Check, wir fahren mal die Hills hoch. Ja. Muss ja irgendwo noch sein, ne? Ja, ist hier. Hoch in den Hills, fahren hoch Richtung Steinschmelze, Wäsche. Negativ jetzt links Richtung Windparks. Und immer die Highspeed vorlassen, wichtig und richtig. Gut, dann haben wir noch Kontakt, ist doch schön. Richtung Windparks unterwegs, Richtung, kommen dann gleich hier bei einem Kotzgebäude raus. Auch ordentlich demoliert, also der macht auch nicht mehr lang mit. Geil, den stellen wir heute noch. Den holen wir uns heute noch. Den Schnellfahrer. Ist jetzt gedreht. Fährt jetzt wieder zurück. Trigger, Straßenwagen.
bräuchte bitte ganz dringend Backup an der, unten am Hafen. Jetzt wieder weiter Richtung Hilfe zurück. Ui! Linken 69 responded. Komm entgegen. Alles wird überholt. Ich hätte ja gerne Nagelbänder gelegt, aber ich wusste jetzt nicht, ob er jetzt wirklich hier hinkommt. Jetzt wieder runter Richtung Tequila da. Wäre schon geil gewesen. Ja, gut, dass es schon demoliert ist, der Wagen. Ich die Polizisten verfolgen. Wieder verunfallt, dreht um, kommt zu euch. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Und jetzt weiter die Hilfe entlang. Ich versuche ab und zu mal Tantür nicht zu schicken. Wir fahren jetzt links, wieder runter Richtung Schule. Echt nicht mehr lang machen. Fahren jetzt weiter Richtung Eclipse Tower. Ich fahr da eh schon so schön in den Gassen, ne? Jetzt weiter Richtung Golfclub. Richtung Eclipse Tower, Richtung Nazio. Geil, leck das Ding einfach. Habt ihr nicht berührt bei mir den Wagen, ne? Die sind des Todes. Richtung Supreme Court, leicht verunfallt. Alter. Was zur Verfolgung? Oi. Oh, Alter, ich muss aufpassen. Ruhig, Brauner, ruhig. Ich riskiere zu viel. Aber der fährt und fährt und fährt, der Typ. Lass mal die Highspeed vorbei hier. Aber krass, dass er mit der Highspeed mithalten kann, so einigermaßen. Also fährt er lang. Ich bin zu der Highspeed nachgefahren. Ich dachte, ich kann ihm vertrauen. Richtung East Highway steigt jetzt hier aus. Ja, wo? Eine Person steigt aus. Ferrari fährt weiter. East Highway statt auswärts. Spielbox in der Führung. Alter, ist das geil. Und jetzt rechts durch hoch Richtung Nazio. Jetzt Homeland vorbei, weiter hoch Richtung Nazio. Der muss doch mal aufgeben, der Bré. Der das Ganze bedient hinter sich. Jetzt zur Nazio, fahren weiter hoch in die Hills. Wie in die Hills? Hills hoch. Oh, der Kronik bremst. Da bremst sich ein bisschen aus, der Bré. Schwerverunfall, 1050. Uiuiuiui. Und weg ist er. Schwer verunfallt, aber ey, lang hat das eigentlich eh mitgemacht, der Bré. Schau dir das an hier. King 4 von 11. King 4 hört. Wo ist der Temperatur? Gerade an der Beteiligung vom 1015. Ja, check. 1050 oder 15? 1050. Habt ihr einen 20 eingesendet? Vom Unfall? Ja, der kommt. Das ist der Sound auf die Spende. Ich kann gerade noch kurz hinten am Motor auch nicht, dass irgendwelche Flüssigkeiten austreten, ne? Machen Sie die Haube auf oder was? Ja, ich guck erstmal von unten nach, ob ich irgendwelche Flüssigkeiten austreten sehe. Da tritt mal nichts aus. Ein paar Fotos. Habt ihr den anderen Typen, der am Hauptplatz ausgestiegen ist, auch? Positiv. Ja, ich mach mal hinten die Motorhaube vorsichtig auf. Ja. Ja.
macht der Fotos da? Bordsicherung nennt sich sowas. Weißmittelsicherung. Scheint jetzt mal nach nichts Größerem auszusehen, dass es irgendwie jetzt anfängt könnte zu brennen, aber das FD ist auch gleich unterwegs, ne? Die ja, können das Patch gerade schon bearbeiten. Versuchen sie diese Stelle möglich rauszuholen. So, sie sind daher. Informativ Fahrzeugdiebstahl Komfort. Das ist die schöne rote Pferd, oder? Ihr Fahrzeug, das schöne rote Pferd. Wieder komplett demoliert. Als ein Ferrari. Ist das nicht schön, ein demoliertes Auto zu sehen? Pferd, ich hab Pferd verstanden. Nein, ein so 488. Ja, Pferd. Achso. Komm, das ist zwölfbeinige Tier. Zwölf Beine? Ja. Vorne zwei, hinten zwei, an jeder Ecke. Edward 9, 10, 8, Abend. Zwei links, zwei rechts. Und auf die Felgen. Hab sie vergessen. Das hat der Encounter Führerscheinentzug 200. Also es war erst erlaubte 100 km/h, keine Sperre, 13. Was? Das sieht doch auf wieder. Ja, das hat einen Hufen. Ich check das nicht. Ist nicht schlimm. Wollen sie nicht verstehen, alles gut. Adam 25, 1086, Anson, danke fürs Backup. Brauchen Sie nur mehr Kollegen da oder was? Nee, ich bin nur hier, weil ich sie geblitzt habe. Und das, die BMW ist mal Platz machen, war eigentlich das ziemlich ich hab ihn mit 310 in der 100er-Zone. Ja, gut, das. Ja, das Problem war nur, ich habe ihn halt geblitzt gehabt, weil er mir vorbeigerast ist, als ich gerade die Autobahn aufgefahren bin. Und der hat halt nicht mehr angehalten, ne? Ja, der war ziemlich flott unterwegs, ja. Mhm. Wie bitte? Die waren ziemlich flott unterwegs, haben wir gesagt. Okay. Ja, dort hilft ihr 8-10-10. Hat von euch jemand einen Feuerlöscher dabei? Nee, ne? Nee, aber die müssten, glaube ich, auch in dem. Jetzt wollen wir vielleicht das Ding nicht so qualmt da. Was dabei haben. Habt ihr einen Feuerlöscher dabei? Ja. Ich hab's schon einen Feuerlöscher dabei. Und sieht ein bisschen dazu. Bitte? Glaube ich, gleich dazu. Sie kommen soweit klar wieder im Hast Dienst? Noch einen Feuerlöscher im. Ja, ich muss mir noch ein bisschen einfinden, aber. Ja. Ja, wenn sie was brauchen, dann einfach bei Klingel behalten, ne? Okay, mach ich, danke schön. So. Weil ich glaube, dann ist meine Aufgabe ja auch schon vollendet. Nice. Ja, und dann würde ich mich auch mal wieder schon weiter begeben, weil ich wollte eigentlich nur gerade noch ein Fahrzeug abschleppen lassen, was mitten auf der Autobahn stand und dann kam der halt entgegen. Achso, ja, passiert. Dachte nicht, dass er so schnell in der Verfolgung kommt. Hören Sie mich? Ja. Oh, das ist aber gut dran geblieben, als man denkt. Ja. Was ist denn passiert? Überschlag. Ein bisschen Platz hier. Huch. Etwa 54, 10, 10, 15, 10, 76 in 5BD. Etwa 44 benötigt Abholung am Krankenhaus. King 17, hol dich. Da muss ich eigentlich mal reparieren lassen, ne? King 17, 10, 76, Medical Center. Oh, es geht noch. Ist aktuell ein Rookie im Dienst, der die Abarbeit machen möchte? Ey, unsere erste Verfolgung, die war gar immer so gar kacke. Also ich hab mitgehalten mit der Kiste. Und der ist noch nie mal getuned, der hat noch nicht mal volles Tuning, Leute. Muss ich vorstellen, ich bin gerade einem Rari hinterhergekommen, ohne Tuning. Ich weiß ja nicht mal, ob der getuned war. Am liebsten hätte ich nochmal reingeguckt in das Ding. Da muss man tanken fahren, so langsam muss ich die nächste Tag. Ah, da war der vorne. Upsala. Bezüglich Führerscheinentzug, ne? Ach, schön. Erste Verfolgung und direkt geknapselt den Typen. Hast du eine Weste? Nee, die muss ich mir noch eine holen. Für Fälle, aber ich gehe heute eigentlich relativ zivil unterwegs rum. Aber wisst ihr, was ich mir holen werde? Ich werde mir sowas, so eine Umhängeding gleich mal holen, als Detective. Das hole ich mir, glaube ich. Weil Weste habe ich ja eigentlich angezogen drunter. Die habe ich ja drunter an, unter meinem Outfit. Wobei, es gibt ja so ein Outfit, wo eine Weste drunter ist. Oh, das hole ich mir, glaube ich. Und dann mache ich dieses Detective-Badge dran. Das werde ich machen. Hoppala, jetzt habe ich mein... Oh, jetzt habe ich mein Aimbot-Cheat-Menü angemacht, weil ich so schlecht bin. Warte, wie kann ich denn das... Oh, da geht ja 6 Trailer drin. Das dürft ihr ja gar nicht sehen, Leute. Huch. Und jetzt kann ich... Jetzt habe ich raus. Ach, jetzt geht's wieder. Das ist gerade den GTA-6-Trailer aus, wir sind gesehen, den zweiten. Ich hab den gerade geleakt einfach. Ich hätte die gar nicht sehen dürfen.
So, GSQ, oh Gott, der Reshade Aimbot, ja, ganz schlimme Sache. Frage, es wurde ja gerade eben schwarze Ranger verfolgt. Gab es da ein Kennzeichen? Huch. Sehr kurz, gibt es eigentlich doch das Lightbar-Script, also Lightbar, oder gibt es das nicht mehr? Doch, das gibt's noch. Sogar überarbeitet und neu und schön haben wir eins, was besser funktioniert. Danke an Korix, Delmhorst. Grüße aus Delmhorst. Delmhorst, Alter, stell dir vor, du lebst einfach dort. Wo kommen sie her? Ich komme aus Delmhorst. Sorry, finde ich gerade irgendwie funny, geiler Name. Ich komme aus Delmhorst. So, Official Lenny, danke fürs Sip werden. Lenny. Frage, wie lange halten wir haben es vorgelesen. Lara habe ich vorgelesen. Genau. Gigi Koff, okay. Dein Versuch. Wie nennt man einen dünnen Weihnachtsmann? Nikolauch. Ach, den kenne ich leider auch schon. Den Nikolauch, der dünne Weihnachtsmann. Och, nö. Am besten finde ich nochmal den Witz. Warum ist der. Ne, okay, den kann ich nicht bringen vom Weihnachtsmann, sonst ist welche noch gesperrt. Das wäre ich hier noch ausnahmslos weggesperrt. Das kann ich nicht bringen. Ah, nee. Magna Lump, guten Abend. Hallo, Kurdel. Wusstest du? Licht ist schneller als der Schall. Daher kommen Leute einen total hell vor, bis man sie reden hört. Das ist. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Erik draußen, Magna Lump. Ja, der ist wirklich gut. M25, wie lange braucht ihr noch? Moment da. GBS Max, hi, ich bin wieder da. Kennst du mich noch? GBS Max kenn ich noch, jawohl. Martinberg, bin auch stiller Zuschauer. Ja, aber Bruder, dich kenne ich schon so lange. Der stille Zuschauer hier. Und ich mag an der Lupe wieder mit dem Witz. Jetzt kommt's. Warum ist Sushi in letzter Zeit so niedergeschlagen? Ah, Susi, ich hab Sushi gelernt. Ich hab gedacht, jetzt kommt ein Sushi-Witz. Nee, warum ist Susi in letzter Zeit so niedergeschlagen? Ihr Freund Björn hat sie verlassen. Sie hat also Björn-out. Auf dem tollen BD-Stream, och nee. Kannst du mal einen Sushi-Witz machen, jetzt, wo ich daran denke? Wäre schon lustig. Schau mal hier, den wollte ich eigentlich nur abschleppen lassen. Nichts weiteres wollte ich. Der steht hier schon seit einer Stunde rum und er kriegt keine abgeschleppt, das Ding. Jetzt rufe ich aber wen an. Habe jetzt das Handy gekauft, ich hoffe. Und das Handy hier jetzt. So, ich, die Polizisten holen ihr Handy raus. Ja! Oh, ich muss das einrichten, huch. Deutsch, können wir es auf Französisch stellen, dann kann ich mich überhaupt nicht aus überspringen. Light, ja, willkommen bei Elbiphone. Erstmal Werbung für Elbiphone. Dispatches, so. LAPD Marshall, Border Patrol, Rettungsdienst, Taxi Mechaniker. Hier steht ein. Oh ne. Ein Fahrzeug. Hier wird einhalten verlassen. Fahrzeug mitten auf. Oh nee, ey. Ey, das ist so ein Bug, das müssen wir noch immer gucken, woran das liegt. Wenn ich eintippe hier. Der Fahrzeug mitten. Nee. Neben dem. Mein Gott. Streifen. Oh nee. Alles gut? Ja, hier steht nur ein Auto verlassen rum. Aber sie stehen gerade mitten auf der Autobahn, das ist ein bisschen schlecht. Okay, ne, ich dachte, hier ist ein Unfall passiert, deswegen. Okay. Ne, ne, alles gut. Alles gut. Dario, Digga, du weißt, Digga, du weißt. Einfach Dario da. So, das kann ich nochmal schreiben hier. Also. LAPD. Ey, das ist so nervig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der macht die ganze Zeit Insert. Standort abschicken. Wobei, was ist, wenn ich Standort mitsende? Der Name steht eh nicht dabei, ne? Abschicken. So. Edward 44 mit der erneuten Frage. Die Verdächtigen von der Bootsverfolgung wurden die erwischt oder nicht? Alter, André! Schalt einen Fufi raus! Jetzt hältst du das ein, die haben ja einen schwarzen Raptor gesucht, ne? Die haben einen schwarzen Raptor gesucht. War das vielleicht unser Flachdach? Was da gerade... Oh nee, 184. Ich hab keinen Bock. Aber ich muss. Und ich lese gleich vor. Informativ, das Einfahrtstor der Garage in Bipidi war offen.
Bitte achtet darauf, dass die Tore geschlossen sind. Check. Hält der nicht an, oder soll ich jemanden als Backup holen? Front, away! Ich kann vorsichtig sein, sehr leise. Denken vor die 6, dann senden wir 6 zu den Mechanikern. Informativ, der zweite Täter vom Ferrari ist jetzt auf dem Weg ins MD. Bitte eine Patrol-Einheit, am besten mit Rookie, den Herrn nach abarbeiten. Beweisbilder sind gesichert von der Durchsuchung. Guten Tag. Hallo. Ich will bitte den Führerschein. Natürlich. Die Highspeed sollte unten im WPD stehen. Eine Bikerin, ui. Nicht dabei Ihnen, ja? Ja. Eine Bikerin. Erstmal ist eine richtige Bikerin, sie mit Kutte und so, krass. Hauptplatz ist soweit offen, Akte 214. Kaye, ist das richtig? Kaye? Guck mal, Kaye, gibt's sicher nur eine. Ui, das war voll. Uiuiui, ui, ui. Frau Tal wurde Führerschein Fuß abgenommen. Doppelter Geschwindigkeit, Führerschein ab. Wird immer lustiger hier. Waffenscheinsperre. Warte mal. Uiuiui. Ist noch jemand frei mit einem Nico Rookie, Krause, Führerschein im Zug. Dann übernimmt. Wir haben nämlich selber gerade einen. Jan Schneider soll die Dame nochmal mit abklappen. Kennt. Abgeklipptes Kennzeichen. Den A entnommen, okay. Fahrlässige Tötung. Oh, der hat echt das auf dem Kerbholz. Verbrecherische Flucht. Wie viel haben sie geblitzt? Über 200 irgendwas, ne? Das heißt, wir sind wieder bei $1,500. 1500 sind wir wieder. Frau Torres, ist das richtig? Oder Torres? Torres, ja. Torres, folgendes: Ich habe sie geblitzt mit 216 km/h. Ja. Das wäre eine Strafe von $1,500, die ich Ihnen ausstellen müsste. Ja, machen wir das. Gibt es einen Grund, warum Sie sich direkt angehalten haben, nachdem ich Blaulicht und Sirene angemacht habe? Ich habe Sie gar nicht gehört. Haben Sie mich nicht gehört? Nee. Auch nicht gesehen, ich war am Straßenrand mit dem Blaulicht. Nö. Haben Sie nicht, okay. Nächstes Mal einfach. Wenn ich gesehen hätte, wäre ich mit Sicherheit nicht so schnell vorbeigefahren. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, Sie wollen flüchten. Deshalb dachte ich mir so, okay, ich... Nee. Okay. Gut, dann stelle ich mal kurz eine Rechnung aus. Mein Name habe ich abgerissen bei der Rechnung, muss das wissen. Ja, natürlich. Bin jetzt hier unterwegs und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Fahren Sie vorsichtig, fahren Sie langsam. Mit. Alles klar, ja. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Irgendwie komme ich nicht dazu, die Sachen abschleppen zu lassen. Wobei, jetzt habe ich ja einen Dispatch schon geschrieben an den Brenner, dass er ihn abschleppt. Und ich muss, glaube ich, langsam wirklich mein Auto reparieren. Der eine Blitzer geht nicht mehr richtig. Die Frau Torres, nicht Torres. Frau Torres? Von der Torres? Nee, alles cool. Eieiei, also das ist es mal wieder. Wir sollten aber echt mal gucken wegen Mechaniker. Vielleicht auch mal einen Werkzeugkasten oder so mitnehmen. Wir sollten mich. Kriegen wir nicht vom PD Werkzeugkasten so gestellt? Das ist eine gute Frage, ne? Werkzeugkasten kostet sicher viel. Und vielleicht was für die Reifen wäre ganz geil. Wenn uns mal die Reifen kaputt gehen. Ja, schauen wir mal. Wir sehen schon heute Blitzermarathon. So machen wir Geld auf RLO. Da ist der Kollege hinten. Weil der blitzt hier schon, dann muss ich ja gar nicht blitzen. Hallo. So, fahren wir mal. Ich glaube, ich fahre mal zur Werkstatt Richtung. Das ist der Sound, auf die Spende. Aktuell ist soweit jetzt am Hochladen. So, OCB Slim, letzte Spende war ja über die Schlange, genau das habe ich ja vorgelesen. Auch oh, natürlich angerufen. Muss ich rechts ranfahren, das ist ja illegal. Hallo? Hallo, schönen Abend von Mechanikern. Wie kann man Ihnen helfen?
Ja, folgendes, LAPD hier. Wir haben ein Fahrzeug, was am Standstreifen steht, ohne Fahrer, ohne Geist. Der steht schon seit einer Stunde circa dort und der müsste abgeschleppt werden. Alles klar, wohin damit? Ja, einfach zum Abschlepper bringen. Okay, alles klar, mach ich dann. Jawohl, danke. Kein Problem, ciao. Na, geht doch. Weiß nicht mal, was ich für eine Rufnummer habe. Also, ey, wäre mega, wenn ich ein 1-7 als Rufnummer hätte. Lass mal kurz gucken. Das wäre richtig mega. Lass mal schauen. Einstellungen, Sven's Phone. Na, wo kann ich das mal gucken? Ich bin immer falsch. Ich muss hier auf Telefon. 46302. Schade. Alter, wäre cool, wenn ich eine 1-7-Nummer hätte. Aber ich tu mal ganz schnell mein Phone umbenennen. Ich nenne es jetzt einfach mal, wie kann ich es umbenennen? Statt Sven, Robert. Nee, Robert heißt schon so viele. Was könnte ich für einen Decknamen nehmen? Schieber war ja mein Deckname, gell? Schieber. Ich nehme aber Schieber, passt schon. Oh nee. King 4 responding. Da, ich will unbedingt mal bei Juve dabei sein. Muss. Heute mal Action, oder? Auf zum Juve. Der Mechaniker können wir später auch noch gucken. Bis zur nächsten Verfolgung. Ein Juve. Wow. Wie schwer fährt denn der Wagen eigentlich? 3-11 fährt er. Ja, so. Okay, wer 3-11 fährt, ne? Oh, wo kommst du her? Kurz vor Krankenhaus-RP, Alter. Kurz vor Krankenhaus-RP. Und Adam 1097. Dann trage ich mich aber gleich mal um. Oh, ich habe ja keine Ahnung, wie die Autos hier aufgestellt werden, ne? Ich hab ja keinen Plan, ich stelle mich mal hier hin. So, das heißt, ich muss jetzt ins Tablet rein. Oder auch nicht, so ins Tablet. Und muss mich jetzt umstellen auf, was sind jetzt alle Juve, ne? Was ist Juve und Funk? Juwelier ist 1-0, immer noch der Funk, okay. Oh, so. Dann heißt das, ich bin jetzt 10, was 1050? Ne, 1097. Juwelier, zack. Und eingetragen bin ich mit King. So, dann wäre ich aber auch mal auf ganz entspannter Rino. Haben Sie schon mal verhandelt? Ui, da hast du mich ja erschrocken. tatsächlich früher mal, ja, ich habe sehr oft sogar verhandelt. Grüß euch. Haben Sie Bock oder weniger so? Ich würde sehr gerne verhandeln, wenn das möglich wäre. Warte kurz. Ja, wenn Sie wollen, dann machen Sie gerne. Darf ich dann gerne meine Schrotflinte mitnehmen? Sie dürfen gerne Ihre Schrotflinte mitnehmen. Weil, die wollte ich ja schon den ganzen Tag benutzen. Haben Sie irgendwo eine Marke an Ihrem Outfit dann? Oder eine die wollte ich mir gerade abholen, aber dann kommt der Einsatz rein. Ah ja, okay. Ich war gerade, ich hätte mir gerne diese Umhängemarke, hätte ich gerne. Ja, das müssen Sie ganz weit hinten kramen. Genau, ja. Und ich bin gerade heute frisch in Einsatz, ich habe die Marke noch nicht abholen können. Ja, alles gut, kein Problem. Dann die wird auch zusammengeschneidert. Gut, dann ich gehe mal mit hinter zu Ihnen. Wenn irgendwas ist, dann ich bin da, ne? Würde Sie wissen, eine Weste habe ich unten drunter an. Also keine Angst. Gut. Ich habe eine sehr schmale Weste an. Kollege, hörst du auch die durchgehende Hupe hier? Nope. Okay, interessant. Pepper 44, zurück im Funk 1 und back to Nate. Wie viele Leute sind wir noch in Funk 1? That's oh, Funk 1. Cool. 37 Traffic. Ja, Klamottentaschen. Ist die Frage, sind die schon fertig mit Auswahl oder machen die noch? Man kann sich ja mal ganz kurz davor stellen und dann schauen wir. Ne, ja, die sind noch dabei. Ne, die sind noch dabei. Dann warten wir da hinten. Wir warten noch ein bisschen, ja. Schönes Outfit hast du. Ja, danke. Du auch. Danke. Habt ihr die gleichen Mütter, ne? So gesehen. Hat euch die Mama gleich eingekleidet.
Ja. Das sind unsere SWAT-Praktikanten. SWAT-Praktikanten? Aha. Ich habe meine eigene Division zu leiten. Wen sagst du das? Na dir? Ist klar. Ja. Ey, mir geht die Hupe so derbe auf den Sack, ich mach einen Powernap. Ja, warte, sonst... Ich kurz hier jeder egal. In seinem Fahrzeug einsteigen, kurz nochmal hupen. Ja, das hätte ich auch vorgeschlagen. Juwelier ist anderer Funk. Ja, habe ich auch gerade erfahren. Wir sind Zweier Funk, ne, Juwelier? Ja, ja, sehr gut, ich hatte kurz oh, ja, das sehr gut. Kann wahrscheinlich. So, ich glaube, der wäre ready. Das war Handlungsführer eventuell Schrotflinte wegstecken. Ja, ja, ich habe die nur zur Sicherheit mal mit rausgepackt. Guten Tag. Stört ihn meine Schrotflinte? Nee, alles gut. Kann ich die weitertragen? Gut, die ist nämlich zu meiner Sicherheit. Wenn sie nicht geladen ist, dann passt das für mich. Naja, geladen ist sie schon. Dann würde ich sie bitte gerne wegstellen, weil sie haben ja hier die Sicherung da und da rechts. Na, anvisieren will ich sie ja sowieso nicht. Das ist ja eh außerhalb meines Empfindens. Ja, das dann packe ich sie für sie also weg, ja? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Also wir haben jetzt erstmal da zwei Geiseln drinnen, ne? Ja. Wären sie vielleicht so lieb, bevor wir mit allen anfangen, dass sie mal kurz die Geiseln rausbringen, dass wir die fragen können, ob es ihnen gut geht und ob alles passt? Ja, wir wollen nämlich für die Sicherheit sorgen, ne? Ja, die können wir gerne schnell holen. Warten Sie bitte einen Moment. Dankeschön. Nummer 1, immer schauen, wie geht's den Geiseln. Wenn der wieder rauskommt, kannst du direkt mal freundlich grüßen. Du hast keine Waffe, dann hat er auch keine. Was soll ich? Wenn der wieder rauskommt, kannst du ihn direkt freundlich grüßen. Du hast keine Waffe in der Hand, dann soll er seine bitte auch mitnehmen. Ja, das werde ich gleich mal fragen. Sehr gut. Nur mit einer Geisel in der Hand wird's schwer. Ja, das schon. Ja. Wenn er mit dir redet. So, bitteschön. Hast du hier eigentlich Abend. Guten Tag. Meine Frage, sind Sie jetzt alleine da drin mit den zwei Geiseln? Nein. Ja, können Sie die andere auch mit rausbringen gleich? Dann müssen wir. Dann können wir mal reden so miteinander, ne? Okay. Mit dem Kollegen ja, auch gleich. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut, danke. Passt Ihnen alles? Nichts, hungrig, kein. Nee, ich kipp nicht. Alles gut. Weil wir wollen nicht, dass der irgendwer umkippt, weil er nichts zu essen oder sonst was. Das wollen wir nicht. Wir haben die schon mal nachgefragt, ob die was zu essen oder zu Ding haben wollen. Naja, das ist ja kein Problem, aber wir suchen ja alle unsere Gesundheit, ne? Alles klar. Guten Tag, hier hinten. Ihnen geht's auch gut? Gehen Sie mal vor, Also tatsächlich, soweit den Umständen entsprechen darf. Ne? Den Umständen entsprechen, aber Sie haben auch kein Durst, kein Hunger. Alles. Nee. Okay, ich hätte vielleicht eine gute Idee, dass wir hier ein bisschen deeskalierend sind. Vielleicht, dass wir alle erstmal die Waffe wegpacken, dass wir das zivilisiert klären können. Was halten Sie von der Idee, wenn Sie einfach die Waffe mal wegpacken? Naja. In die das nicht an der Schläfe rein. Naja, wir wollen. Wir wollen nicht, dass hier ein Unfall passiert, weil. Wenn Sie noch einmal aus Versehen. Es wird kein Unfall passieren. Nein. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Mhm. Okay, alles klar, dann. Können wir ja gerne drüber reden, was Sie gerne wollen. Dass wir die zwei Geiseln hier in Sicherheit bringen. Das ist nämlich das, was wir heute wollen. Die Geiseln, die ich jetzt in meinem Haken jetzt in meinen Schwitzkasten jetzt habe, möchten wir gerne einmal den freien Abzug. Ne? Ja. Einmal den freien Abzug. Jawohl. Und für die andere Geisel hätten wir gerne keine Nagelbänder. Sollte machbar sein, ist machbar, ja. Sollte machbar sein? Das ist machbar. Das freut mich zu hören, der Herr. Ich hätte eine Frage, Herr Politik. Ja? Wieso tragen Sie einen Anzug? Vor etwa 16 Prüfungen. Das ist eine sehr gute Frage. Warum ich einen Anzug trage, ich glaube, weil ich mich darin am wohlsten fühle. Naja, man könnte sie entweder verwechseln, entweder zu einem Polizist oder zu einem Anwalt. Könnte sein. Aber wie gesagt, ich fühle mich da gerade am wohlsten mit drin, ne? Ja, das freut mich sehr. Sind alle Nagelbänder weg. Aber ich könnte sie auch fragen, warum sie einen Helm aufhaben, wenn sie da reingehen, ne? Aber macht ja auch. Könnten sie auch eine Maske tragen, ist ja sicher angenehmer. Ah, die Maske ist. Die kratzt zu viel. Ach so, okay. Alles klar. Kratzt sehr. Okay, verständlich. Hier und da. Und natürlich. Da ist der Helm einfach viel wohler. Natürlich. Das ist der Sound auf die Spende. Also, passen Sie mal auf. Ja. Wie wollen wir das jetzt handhaben? Wann wollen Sie da weg? Haben Sie irgendeine Idee? Wie wollen Sie die Geiseln übergeben? Wollen Sie uns beide auf einmal geben? Das ist am einfachsten sonst, haben. Würden Sie sonst am besten wirklich einzeln geben, ne? Ja, was halt auch möglich ist, wir geben einfach beide her. Und wir machen das zack, zack im Austausch.
Wollen Sie nicht? Es ist für uns auch die Sicherung, ne? Okay. Ich würde gerne die Geister, die links von mir, die würde ich gerne dann für den A-Banner dann halt geben. Ja, sonst... Wir dann noch einmal mit der Kamera halt kurz darüber gucken, ob da wirklich keine Nagelbänder sind, ne, wenn sie passt. Naja, ich kann Ihnen versprechen, dass hier keine Nagelbänder sind. Ich kläre das, dass hier kein, weit und breit kein einziges Nagelband liegt für Sie. Das würde ich nicht riskieren, dass hier jemand wegen ein paar Nagelbänder drauf geht. Das riskiere ich nicht. Nochmal Frage an alle Einheiten. Also da können Sie mir schon vertrauen. Aber wir machen es vielleicht so, passen Sie auf, wir machen das eine, wir für den freien Abzug. Sie geben uns jetzt schon mal eine Geisel für den freien Abzug, dass die schon mal in Sicherheit ist, okay? Und wegen Nagelbänder, ich gebe das in den Funk und alles durch und dann geben Sie die zweite und dann können Sie abhauen. Wir müssen halt nur schauen, wann wir das zeitlich machen. Ich werde nochmal Rücksprache halten. Ja. Aber es wäre schon mal cool, wenn wir schon mal eine Geisel von Ihnen kriegen könnten. Dann kann ich schon mal das mit dem freien Abzug machen. Ja, okay, dann besprechen Sie das mal fürs Erste. Okay. Wenn Sie dann wieder da sind. Die rechte Seite ist komplett frei, aber ich kann sie auch umgehen. Wenn das alles passt, dann geben wir schon mal die erste Geisel hin, ne? Okay, dann bespreche ich das erstmal, ja? Wunderbar. Alles klar. Dankeschön. Bitteschön. Bin gleich wieder bei Ihnen. Den gehörten der Unmarked Crown. Wir gehen jetzt wieder alle rein, meine Kinder. Gehört mir, King Cluster 3. Ja, packt ihr mal eben um. So, King 4 hier. Folgende Forderung. Erste Forderung, freier Abzug. Zweite Forderung, keine Nagelbänder. Nagelbänder sind alle entfernt worden. Top, danke. David, informativ. Folgendes Kennzeichen am Fahrzeug montiert. DUD leer 432. Bitte prüfen. King 4 mit der Frage, wann wäre es zeittechnisch für alle möglich? Sind schon alle auf ihrer Position bezüglich Fahrzeuganteilung? Dann David. Anfrage bearbeitet, Kennzeichen DUD 432, Marvin Wilson, angemeldet, versichert. Weg. Nein, zufällig die erste Geisel. Ja, das ist der Wagen von der Geisel. King vorne mit der Anfrage, ist die Fahrzeugeinteilung schon gemacht? Ja, die steht. Hättet ihr schon einen Timeframe, an wir loslegen könnten, oder ist das komplett jetzt mir überlassen? Top, dann kläre ich das jetzt gleich und dann gebe ich euch eine Zeit, wann wir das machen. Super. Beide Forderungen sind drin. Jetzt schauen wir nur, dass wir zwei Geiseln rauskriegen, safe, und dann geht's los. Oh, geil. Endlich mal wieder ein Juve. Auf der anderen Seite. Guten Tag. Morgen. Es wurde alles geklärt. Ja. Freier Abzug ist gestattet. Wie gesagt, Nagelbänder ist auch gestattet, wenn wir die zweite Geisel dann bekommen. Ja. Wäre noch schön, wenn wir uns eine Zeit ausmachen, wann sie weg wollen. Ja. Uhrzeittechnisch. Ja, wir könnten das wirklich abklären. Warten Sie mal. Wie lange brauchten Sie noch? Wir wären jederzeit einsatzbereit. Ich muss das nur meinen Kollegen durchgeben, wann sie weg wollen. Und das geht's mir jetzt gerade. Wenn Sie sagen, wir machen das in zwei Minuten, machen wir es in zwei Minuten. Wenn Sie sagen, in einer Minute, machen wir es in einer. Ja, ich hätte schon gesagt, damit jeder wirklich die Zeit nimmt, machen wir das um 30. 19:30 Uhr. Ja. Ich würde nur eine Sache gerne haben, ja, dass dieser Panzerwagen wirklich auf die Seite kommt. Wie viel, wo wollen Sie denn hingestellt haben? Auf welcher Seite? Keine Ahnung, dass er hier links zum Beispiel, also dass er halt da hinten links in der Ecke da steht. Ja, ich glaube, der macht das schon ein bisschen nach hinten, wunderbar, genau. Der macht das schon. Ja, super, machen wir so. Alles klar, da gebe ich Bescheid. 19:30 ja, starten wir durch, ja? Und dann ja, hätte ich jetzt gut, aber schon mal gerne die eine Geisel hier vor Ihnen. Ja, natürlich. Wohin soll ich sie? Einfach zu mir, einfach zu mir. Oh, wir bringen okay, sie dann Sicherheit, ja? Bitteschön. So. Alles klar. Funk, Frage, dann kommen Sie mal bitte mit. Standby. Ja. So, King 4 mit der Information, 19:30 Uhr startet die Verfolgung. Haben wir gegen die Flüchtet? Da kommen wir hier hinterher. Gott, das wäre. So, alles gut. Informativ, ja, muss ich lassen, alles gut. Hat wahrscheinlich was mit dem Juwel zu tun. Dann sind wir dann gleich sicher in der Ecke. Könnten Sie mir gerade ein Handy geben? Informativ, da hat sich aber gerade noch ein anderer
Ich habe leider nur eines dabei. Hat ein Kollege eins dabei? Gut, dann mache ich jetzt ganz schnell den Power-Nap. Was ist das? Oder ein Sprunggerät oder so, irgendwas schon, mit dem ich jemanden. Ich habe leider alles nur einzeln dabei. Was bräuchten Sie denn? Sind eine geben Sie mir das Funkgerät. Na, das gebe ich Ihnen nicht, das ist ein Funkgerät, das ist so mit spezieller Verschlüsselung. Sagen Sie mir, in welchen Funk, dann sage ich ja, in die Verschlüsselung kommen Sie auch nicht rein. Achso, komme ich auch nicht rein, das ist schlecht. haben Sie eine Telefonnummer, die ich für Sie anrufen soll? Nee, dann kläre ich das gleich so. Ein iPad hätte ich noch, das haben Sie mir nicht weggenommen. Ausweis haben Sie dabei? Nur, dass wir wissen, wer Sie sind? Ja, natürlich. Und durchsuchen müssen wir sie auch einmal bezüglich der. Oder warte, dann machen wir das doch kurz so. Problematik. Dann einmal durchsuchen. Wir waren gerade bei der Steinwäsche, die haben uns da mitgenommen. Okay. Haben Sie ein Glück, dass Sie Ihre Ärzte behalten? Bitte? Haben Sie ein Glück, dass Sie Ihre Ärzte behalten durften? Das wollte ich gerade sagen. Zu Ihrer Info, das ist mein Wagen da vorne. Der ist nicht getuned, hat kein Radarweiner eingebaut. Keine lokalen. Der X5. Tracken. Ja, der X5 ist mein Wagen, der ist nicht getuned. Eigentlich sollten Sie mit den Fahrzeugen da easy hinten herkommen. Alles klar, danke schön. Außer haben Sie schon gezeigt dem Kollegen? Nee, weil kann ich ihn dann zeigen, hätte ich den mal gerne bitte. Einfach nur, dass ich weiß, wer vor mir steht. Ja, dann definitiv ein Umstieg geplant. Bitte schön. Ja, 100%. Ja, Wilson, alles klar. Habe ich sie nicht vorhin angehalten? Weil sie zu schnell war mit dem Wagen. Ich war mir auch gerade schon ganz sicher. Ja, ich hab den Herrn vorhin nämlich angehalten. Bei der Verkehrskontrolle war zu schnell unterwegs, weil es auf jeden Fall sein Fahrzeug. Also er lügt schon mal nicht. Bitteschön. Danke. Ja, was sollte ich jetzt hier lügen? Das macht keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Ich bräuchte aber irgendwo jetzt schnell einen. Nochmal die Frage, ist gerade eine Einheit bei uns im BMW, ja, wie gesagt, Handy kann ich Ihnen jetzt auf die Stelle leider nicht besorgen. Irgendein Funkgerät, irgendwas, was ich nur durchfunken könnte, wird schwierig. Ich kann dir mal ein Funkgerät leider nicht geben, das, wie gesagt, das wird speziell auf der können ein Taxi holen. Das kann man so machen, ja. Oder wie gesagt, sie geben mir halt. Nee, warten Sie, ich hab schon was. Ja, wir müssen wieder nach vorne, es geht nämlich gleich los, ne? Okay. Haben Sie irgendwas mitbekommen, was für uns relevant sein sollte? Umstieg geplant oder sonst irgendwas? Funkkontakt nach außen? Die haben irgendwas geredet mit dem Helikopter. Ja, ten vor. Oje, dann oje. Bitte einmal erwohnen auf Bereitschaft, wenn möglich. Sehr geil. War ich die ganze Zeit schon, ich kümmere mich. Ja, Edward 16 fährt einmal Richtung VPD und wechselt auf R1. Edward 16, ich komme mit dir. Sehr geil, jetzt kommt der R1 auch mit dazu, das heißt, die wollen mit dem Heli flüchten. Fahrzeugklassentechnisch muss ich da eh nicht hinterherfahren, das ist ein SUV, ist viel zu langsam. Da wäre ich nicht hinterherfahren mit meinem Wagen. Da werden wir die Geisel sicherstellen. Da würden wir machen eine Schnellsicherung und dann gleich mitverfolgen. So positiv. Ja, wir haben jetzt keine Highspeed mehr als Backup. Ja, wir fahren gleich wieder. Ja, okay. Schon vor. Informativ, innerstädtischer Highway unten Richtung der im U-Bahn-Schacht ist clear, Pillbox ist clear. Wir fahren jetzt noch einmal Gruppe 6 gegenüber zu dem Dings. Na, wie heißt das? Alter, was die alles absuchen, ne? Oh, eventuell Casino, die Unterführung da in den Tunnel einmal abchecken. Die suchen gerade alles ab. Yep. Wird gemacht. Mal zur Info, in einer Minute geht's los. Vor. Täter kommen schon an die Tür. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Geisel bitte einmal zu mir bringen. Für den Rest ist alles geklärt. Wenn's da ist, hängen wir sie rüber. Oh. Uiuiui. Das war wirklich nicht meine Absicht. Warten Sie. Das war wirklich nicht meine Absicht. Was haben Sie gemacht? Ich wollte nur das Auto aufschließen. Ich wollte wirklich nur das Auto aufschließen. Oh nee. Tuning Shop ist auch clear. Wir haben einen Unfall mit der Geisel. Ich wollte wirklich nur das Auto aufschließen. Die abgeknallt! Warten Sie, wir klären das gerade. Können Sie kurz da bleiben? Wir klären das jetzt schnell. Ja. Bleiben Sie einfach da stehen, wo Sie gerade sind. Ja. Wir müssen nur gerade irgendwie die Geisel wieder kriegen. Die Geisel erschossen oder was? Ja, anscheinend Unfall, er wollte sein Fahrzeug aufschließen. Ja, das ist doch für ihn gelaufen. Ich würde das jetzt mal schnell klären. Ja, Entschuldigung. Ich hab keinen Schuss gehört. Ich hab auch keinen Schuss gehört. Wo ist sie denn überhaupt? Was? Ja, die ist. Fahr mal ganz kurz. Irgendwo im Boden ist. Wollen wir mal kurz Code 5 machen? Oh, jetzt ist er wieder unten. Ah, da liegt sie. Ah, da. Ja, bewusstlos. Ja, wir bräuchten bitte einmal einen Rettungswagen. Dann, wen wir fahren, ne?
Ich steige ein. Ich steige ein. Steig jetzt ein. Ja. Dass sowas passiert, ist halt blöd, ne? Sag Bescheid, wenn du Wind zum Ablösen brauchst. Alles klar. Krankenwagen ist gerufen. Kann ich gleich machen. One-Start. Da ist sowas Dummes passiert. Also ich hab extra gesagt, so die Waffe wegtun. Er sagt, da passiert schon nichts. Da merkt man doch. Was ist hier passiert? Ja, normalerweise müsste so gleich das Magazin reintun, wenn er so eine Scheiße macht. Fährt jetzt Richtung Supreme Court. Ja, ich meine, er hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Er ist ja ausgekommen, weil er das Ding aufgesperrt hat. Weißt du, ich sage ihm extra, bitte lassen Sie die Waffe liegen, damit keine Unfälle passieren. Was macht er? Ja, sperrt das Auto auf, wenn er die Geiseln eintrott. Das ist ganz dumm. Ist rechts, dann abgebogen, fährt zurück Richtung Maklergebäude. Ist wieder in der Seitengasse, ist da eingebogen. Der ist also wieder an der Gasse rein. Huawei. Zu Fuß, die Pflichten zu Fuß. KTM, KTM! Ja, 1020 wäre mal ganz cool, ne? Ah! Ich mal einen Zugang legen, Adrenalin abreichen. Ja. Ich habe euch gerade eine Dispatch geschrieben. Schwer vor Unfall. Okay. Ja. Schwer vor Unfall hier unten. Also, wir den mal schon durchsuchen, was er dabei hat, falls ihm was zugesteckt haben. Ja, kann ich machen. Mach das mal bitte. Vorne an der Kante rausgekommen, einer rennt. Eieiei, ich sag ihn. Wurde der niedergeschossen, wisst ihr das vielleicht? Ich habe keinen Schuss gehört, aber anscheinend ja. Meine Vermutung ist, dass er ihm ein bisschen zu viel am Hals gehalten hat und quasi die Blutversorgung unterbrochen hat. Möglich. Also kein Schuss, okay. Also wir haben nichts gehört, aber es kann sein. Wir wissen nicht, ob er einen Schalldämpfer drauf hatte, sonst was. Man hat gehört, man hat nichts. Nee, Schalldämpfer hat er definitiv nicht drauf. Schau mal, ob du irgendwo eine Schussverletzung findest. In dieser Gasse immer noch hinterhalb, ich glaube, der springt da gleich runter. Fall. Das wurde da ein Autobahn. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll ihn nicht in den Schutzkasten nehmen. Auf innerstädtischen Highway. Siehst du eine? Oder keine? Keine. Okay, dann gib ihm Adrenalin bitte. Defibplatz anschließen. Ja. Mhm. So, bitte den Täter hier übernehmen. Ja, das war der vorher an der Steinwäsche war. Ich glaube, jawohl. Dementsprechend dort mitgenommen. Ich krieg die Defibplatz. Ja. Bitte funken, Leute. Stopp, der Standteil, Leben. Täter auf dem Highway, ja, okay. ergibt sich. Gleich. Aufladen. Sie brauchen jetzt immer noch Hilfe? Mhm. Nee, alles gut. Haben Sie schon mal erreichen können? Ja. Ja. Okay. Leute, kennen Sie den Herrn da vorne? Ist aufgeladen? Ja. Hallo? Hören Sie mich? Bitte? Ja, ob Sie den Herrn da vorne kennen, der da liegt? Ja, das ist ein Kollege von mir. Ach so! Ja, gut. Das ist ja der Witz dahinter. Okay. Okay. Hast du ihn schon befragt? Ihn hier? Ja. Er wurde schon komplett abgefragt, was er weiß, und wurde schon abgetastet und alles drum und dran. Hat schon ein Kollege gemacht. Ja, jetzt hoffentlich verunfallen sich die Arschlöcher da. Ja, wird nicht erschrecken. Ja, das wüssten wir auch gerne. Ich glaube, ich kenne dich schon. Wir helfen jetzt mal vorsichtig mal schon mal auf die Trage. Ja, okay. Von dem bräuchte ich halt noch einen Ausweis, ne? Ich pack mal gerade mal an den Beinen an. Ich kann auch sagen, das ist Silas Turner. Und auf drei heben wir ihn hoch. Jetzt keinen Stress mehr machen. 1, 2, 3 und hoch. Aber so wie es aussieht, das ist natürlich ein Unfall gewesen, ne? Aber trotzdem, schlechter Unfall. Kein guter. Ja, ich vergleiche auf jeden Fall noch mit den Oceans. Nennt sich das überhaupt noch Oceans? Ich weiß es gar nicht. Krankenhaus auf jeden Fall und dann mach ich dann besser. Wie leidig ging dann halt hier vom BMW, den Taschen nehmen? Was ist passiert? Wurden sie jetzt niedergeschlagen? Oder in Schwitzkasten. King 4 könnte das machen. 1020 vom BMW. Alles klar, verstehe. Möchten Sie ein Schmerzmittel? Ach, nee. King 4, bitte nochmal 1020 vom BMW. Für dich zur Info, sobald du eine DNA-Spur hast, die hast du dann in deinen Taschen drin, die musst du... Ich weiß, habe ich schon gemacht, habe ich schon alles durch. Perfekt. Dann bin ich mal schnell DNA-Spur nehmen. Dass sowas gibt, ey. Hat er einfach abgedrückt. Aber ich habe ihm gesagt, Jungs, macht das nicht. Oh nee, jetzt stecke ich da fest.de. Okay, komm.
Und ich bin wieder rausgetappt. Zeug. Negativ, soweit ich weiß mal. Shop Equipment. Weil nämlich ein Kollege die ganze Zeit in 20 DNA durch. Von Fahrzeug. Ne, das war von wegen BMW. Ja, check. Okay. Ich steht dann wieder im Punkt 1. Ging vor, hat DNA-Spur vom BMW sichergestellt. Fahrzeug kann also abgeschleppt werden. Fahren wir gleich mal damit rüber. So. Zack, Funk 1 changen. King 4 switcht Funk 1. Kanäle 1 MHz. Zack. Und auf geht's. Aber das war jetzt ein Getümmel, ne? Holy moly. Die hätten eigentlich rein theoretisch schießen können, aber das Problem ist halt, das müssen wir auch noch fixen, wenn man abdrückt, kommt kein Schuss, ne? Das ist so ein Bug aus GTA. Ich hab da aber schon eine geile Idee, wie man es umsetzt. Wir machen da einfach so einen Sound rein, den dann jeder hören kann, so ein Schusssound einfach. Dass man weiß, okay, der hat jetzt abgedrückt. Das hörst du dann überall. Also das würde ich einbauen. Damit das auch nicht mehr das Problem ist, weil man hört halt den Schuss nicht. Er ist einfach zusammengebrochen. Ich dachte zuerst, hä, was will der? Auf die Weise. Der Kollege, wo fährst du denn hin so schnell? Ja, wenn der jetzt zum PD fährt, ne, dann lache ich. Er fährt nur zum PD. Dann kann ich ihn aber gleich mal anmachen, warum er mit Blaulicht zum PD fährt, was denn so wichtig ist. Achso, hat er da hinten den drin. Na dann, nichts gesagt. Ich war gestresst. So, ich muss mal meine Marke holen. Meine Marke brauche ich aber ganz flott, Rino. So, mal rein ins Labor. Dann wählen wir die Dings aus, die Probe. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir was finden. Probentechnisch den DNA-Spur benutzen. Zack, abgleichen. Keine Übereinstimmung gefunden, passt. Ist also auch nicht im Datenzentrum drin. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Tipptopp, dann hole ich mal meine Sachen. Ich brauche unbedingt ein Badge, was ich tragen kann, dass ich als PDler erkennbar bin. ohne dem sieht es ein bisschen schlecht aus. Eieiei. Ich tue mal meine Schrot hinten rein. So, Schrotflinte rein und raus, zack. Mit einem Raptor mit dem Kennzeichen Foco. Adam 30, den 8 County. Jetzt muss ich aber langsam echt mal zum Mechaniker. Guck mal meine Bremssättel an. Ja, der Ding geht's gar nicht mehr gut. Der backt schon in den Reifen. Edward 9 für eine halbe Stunde, kurz nach 7. Das ist der Sound of the Spende. Ja, wann nach Code Zero wieder im Funk. Oh, warte, ich lass mir hier direkt mal das Ding machen, den Dispatch. Geht's euch gut? Ey, was ist heute bitte für ein Tag, dass die ganze Zeit regnet hier? Es ist heute richtig kacke. Chief, an der City Einheit müssen wir ins County wechseln wegen Schleifen. Es regnet einfach schon den ganzen Tag hier auf RLO. Was ist denn los hier? Du bist verpasst. So, also ich brauche Kleidung. So, schauen wir mal. Oberteil. Das müsste sein unter Extras, glaube ich, was ich suche. Bankraub, ey. Wirklich. Lane County, da fahre ich jetzt aber nicht hin. Ich gehe nämlich jetzt erstmal. Wie schön anziehen. Hier mit Funkgerät. Oder so eine Krawatte. Ah, hier, guck mal, hier. Da gibt es so FIB, gibt's, Presse gibt's. Ey, wirklich, sind das die einzigen, die es gibt? Nee, FIB. 7 David, 12 David.
Dann sind das die falschen anscheinend. Rein, vor der Bank steht ein Nehmt ihr mich noch mit? Ja, ich könnte halt hier unten so ein Badge tragen, aber ist auch nicht cool. Man sieht es halt kaum hier, das Badge. Zwei Straßenwagen an der Bank. Und ja, hier auch das Badge, das kann ich tragen, aber sieht man halt auch nicht. Bitte nochmal 20 von der Bank. Och Menno, wo gibt's denn das Schöne? Mit einer Kette, ne? Mit der Kette könnte es sein, aber da habe ich halt Krawatte dran. Ah, ist alles hier so einfach, Leute. Meinen Täter und eine Geisel. Ah, Command One kommt dann auch gleich dazu. Also ich schau nochmal, ob es unter Kette ist. Wenn es unter Kette ist, dann kann ich halt leider keine tragen. Sonst muss ich gucken, was es sonst noch gibt. Also, das habe ich halt echt keinen Dings drüber. Gehen wir am besten am Funk 2.1. Ach, schon mal hier. Ne, das ist auch EAA. Ist falsch, ist auch falsch. Wir können auch am Funk 2 gehen. Check dann. 58 für Edward 44. Nee. Ich glaube, das ist hier auch nicht. Ist das ein Untershirt? Genau, so ein Untershirt könnte doch sein, dass sie drin sind, aber das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Nee, ey, ist es nicht. Man sucht ein Badge für das PD. Man sucht. Vielleicht ganz vorne? Vielleicht bin ich aber so lost und check's nicht, dass das ganz vorne drin ist, aber ist auch nicht ganz vorne drin. Okay, dann ist es schon mal hier nicht drin. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Dass es nicht hier drin ist. Dann ziehe ich die aber auch wieder an. Also, da kann es nur extra sein, wo wir vorne durchgegangen sind. Oder Untershirt. Aber Untershirt wäre blöd, weil Untershirt brauche ich eins. Sonst passt das nicht überein. Ich könnte mal gucken, ob es Untershirt mit dieser Panzerung da gibt. Das wäre geil. Wo du so eine Panzerung drunter hältst einfach. Das würde ich gerne anziehen. Das ist nämlich, glaube ich, weiter hinten. Untershirt mit Panzerung. Schau mal, sowas in der Art, ne? Das hier. Gibt's das nicht auch in lang? Gibt's das nur in kurz? Gibt's das auch in männlich? Ich glaube, das gibt's so in kurz. Das ist blöd. Ja, das gibt's so in kurz. Och, Menno, ich dachte, das gibt's auch in lang. Das war ja, warum ich das nicht angezogen habe. Aber das hier, ne? Das wäre halt mega geil. Aber dann müsste ich die Krawatte wegtun. Aber ey, irgendwie, dann mache ich halt das Oberteil anders, dann mache ich das halt zu, ne? Aber offen sieht halt schöner aus. Ah, ich weiß nicht. Wäre bei Vespucci PD. Ja, bin auch weg. Nee, Kette. Nee, egal, ich lasse das dann so. Ich lasse mir das Outfit so und... Konnt ihr nicht wissen, dass das so kompliziert ist hier? Was Schönes zum Anziehen zu finden. Ah doch, hier, guck! Hier, das hier ist mit drunter. Gibt's also doch. Ey, ich dachte, das gibt's nicht. Okay, cool. Okay, alles gut. Ich nehme alles zurück. Also, dann kann ich trotzdem das extra nicht anziehen, ne? Die Kette. Den hier im Wasser. Außer es gibt das, was ich suche, ne? Oh, schau mal, die Amerika-Flagge hier könnte ich tragen. Aber nee, die steht ab. Lieber nicht. Jetzt kann ich noch gucken. Rucksack. Vielleicht ist hier irgendwo so ein Badge dabei. Ja, genau. Das ziehe ich an. James Bond Style. Oh, hier sind sie drin. Ah, LAPD. Guck mal hier. Aber das backt leider ein bisschen durch. Och Mann. Gibt's doch irgendwie ein anderes unter. Oh, warte. Nee. Das wären die Badges gewesen, die ich gesucht habe. Ach, hier, guck. Das hier ziehe ich an. Ja. Das ist genau die Kette, die ich gesucht habe. Die könnte ich anziehen. Und sonst gibt's noch eine. Weil ich bin der Lieutenant. Ach, schau mal, das hier ist. Nee, das ist Homeland, glaube ich. Also gibt's doch die Sachen. Ich war nur im falschen Slot. Das heißt, unter Dings ist ja voll nice. Oh, was habe ich da gesehen? Den Gürtel kannst du hier drüber ziehen. Wie geil. Bruder, und der Rucksack. Oh, das wäre halt auch nice, ne? Aber nee, ich ziehe hier die Badge, brauche ich. Da ziehe ich drüber und muss nur gucken, dass ich den richtigen habe. Also ich habe hier einmal. Captain. Deputy Chief, was steht hier? Super Chief, Chief, Commissioner. Ich bin Lieutenant, das ist richtig. So. Oh, das sieht ja mal geil aus, ne? Mich triggert es jetzt, dass das ein bisschen durch die Weste backt. Auch wenn es geil aussieht, so, die Weste backt ein bisschen durch. Unterhalb. Das triggert mich so ein bisschen. Weil soll man einfach drauf ein bisschen kacken und das einfach anziehen und gut ist. Weil es sieht halt schon geil aus. Also muss ich schon sagen. Vielleicht noch,
War das nicht Arme, Hose? Gibt es nicht irgendwo noch so extra, dass du unten die Sachen hast? Oder war das unter Kette? Ist ja unter Kette, glaube ich. Hier, den Holster. Soll ich den Beinholster tragen? Linken 16 erhört. Oder hier oben den Holster? Aktuelle 1020. VPD. Oh, das sieht zu sehr kacke aus. Nee. Ich behalte die Sachen lieber so. Gut, ich nehme das so, glaube ich. Das passt schon so. Dann ziehe ich das an. Ja. Speichert erstmal nicht. Nein. Doch, das sieht okay aus. Ich meine, es backt zwar ein bisschen durch, aber was willst du machen? Hut muss ich ausziehen. Ich brauche unbedingt einen neuen Hut. Nach Code Zero bräuchte, wenn es geht, eine Mitfahrgelegenheit. Ohrringe. Helme. Da. Neuen Hut brauche ich. Edward 44 könnte maximal seine Highspeed anbieten. Andere Einheiten vor. Oh ja. Ich brauche diesen Fahrradhelm einfach. Nee, ich ziehe einfach gar keinen Hut an. Weg mit den Hüten! Weg mit den Hüten! Zack. Ja. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, können Sie, Rookie, mit. Jetzt wird die Maske einmal außen an. Ich bin schon gerade zum VPD, um Rookie mitzunehmen. Oh nee, hat er meine Maske jetzt weggemacht. Oh, ist das nervig. Du musst das Outfit speichern, dass er die Maske mir speichert. Das ist das Problem. Na geil, nochmal neue Maske kaufen. Na, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es doch anders gemacht. Ist schon wieder wölklich hier. Das ist schon alles bewölkt, alles hier. Ich glaub's nicht. Alles wolkig, die ganze Fassade. Schon wieder alles im Arsch. Wird ja übelst gar die Wetterfee spielen. Ich könnte das zwar, aber dann cheat ich ja eigentlich das Wetter, ne? Das will ich jetzt auch nicht. Auch wenn es lustig wäre, wenn ich schön das Wetter mache. Die Wetterfee. Sven Rumpet, die Wetterfee. Wer kennt sie nicht? So, jetzt neue Maske. Neue Maske, Lalino. Wo sind denn die Masken? Hier sind sie. Ich hatte ja so eine schöne Maske dabei, ne? Boah, das sieht schon geil aus, jetzt das Outfit. Ey, guck mal. Hier mit dem Badge hier. Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige. Ja, Lieutenant steht. Ja, perfekt. Boah, das sieht heftig geil aus. Und drunter hier diese Weste, ne? Boah, Bruder. Oder dieser Wagen dazu. Huiuiui, da muss ich aufpassen. Boah, ich muss was essen. Huch, mein Essen. Ich habe noch nichts gegessen bis jetzt. Ey, weg hier. Ist ein Einsatz. Hat er gerade Alligator gesagt? Alligator. Und zwar mal zur Pizzeria. Wo ist denn Icon auf dem Navi? Ich kenne die zwar nicht, aber ich schau mal, ob ich da Essen kriege. Die ist hier eine Spezialpizza mit Durchfall drauf. Pizza Speziale. Einmal mit Durchfall drauf, bitte. Aber schau, ob die da sind. Ja, Holster brauche ich jetzt nicht. Alles gut. Bin zufrieden damit. Eigentlich ist das schon Notfall, wenn ich Hungerbedarf habe, ne? Sollten wir mit Blaulicht drüber fahren? Sollten wir. Könnten wir. Müssen wir. Eigentlich. Was ist eigentlich heute los? Also heute ist ja nichts los. Ja, umso besser, dass wir Bewerbungsphase aufmachen. Heute sind irgendwie heute die Leute. Ist irgendwas? Gut, es ist bald Ostern, ne? Bei 149, eigentlich um die Uhrzeit. Jetzt, wie spät haben wir es? Jetzt ist 19 Uhr. Ah, wobei ich habe ja heute so früh zum Streamen angefangen. Primetime ist meistens so 20, 21 Uhr, wo sehr viele Leute online sind. Die kommen dann meistens erst. Weil derzeit Primetime sind so 200, 230 Leute online. Aber man merkt, dass der davor 300 Leute, das war aber Dauerfull, die ersten Tage, ne? Ganz klar. Oder die erste Woche war das so. Da haben wir ja die Slots erhöhen müssen. Ja, wird mal die Bewerbungsphase am 4.4. wird schon gut tun. Vor allem ein bisschen neuen Wind wieder reinbringen. Das passt schon. Schau, das alte BD. Ausgemerzt, das Ding. Kann das sein, dass die Juve nicht aufgeräumt wurde, nachdem er fertig war? Keine Ahnung, aber Adam 25 fährt dann gerade hin. Ja, ich weiß nicht, dass der vom Juve abgezogen ist. Aber das macht eigentlich die SWAT-Einheit, die das aufräumt, oder? Hat die SWAT-Einheit, ist die da reingegangen? Ja, ich mach das die SWAT-Einheit immer. Oh ne, da ist niemand, ne? Ah doch, da ist jemand. Glaube ich, oder? Ist ja gerade noch was da wegen dem Rookie. Einparken ist schwer. Bitte noch Ermittlungsarbeit bezüglich Ryan Black Sanchez. Machen wir gut.
44. King 4 hört. Ja, ich denke, Dispatch für Sie letzte. Ja, letzte Dispatch. Der letzte Dispatch war, glaube ich, für eine King-Einheit. Kann man helfen? 569-76, wie Mechanik. Ja, nee, ich wollte nur kurz was zu essen kaufen. Ach so. Ja. Würden Sie die Maske abmachen? Kann ich leider nicht. Okay, dann kommen Sie fix. Sie sind Officer, ne? Mit dieser Marke da vor der Brust? Ja. Okay. Kann die Maske nicht abmachen, der ist wie Officer. Oh nee, ich hör da drin Musik. Warum? Ich hab's Türboot an. Ich muss mich nicht rausbringen, die Pizza. Entschuldigung? Oh nee. Sie hat einen Fernseher da drin an, glaube ich. Diese die sieben Streamer-Boot. Entschuldigung, konntest du mal kurz nochmal rauskommen? Edit 69. Das ist nämlich sehr schlecht, ich kann nicht wegen Copyright. Frage, könnten Sie mir die Pizza rausbringen, weil ich höre da drin ganz laut Musik und ich habe da sehr... Ah, ja. Ja, das ja. Muss denn sein? Ich weiß nicht, was Sie für Pizza verkaufen, ich sehe die Karte nicht. Ah, okay, also wir haben einmal Marinara, die ist quasi nur Brot mit Tomatensauce. Ja. Dann haben wir Margarita, Salami, Schinken, Thunfisch und Speziale. Ich nehme Thunfischpizza, bitte. Eine? Ja, Uno. Was zu trinken dazu? Wenn Sie was haben, was Gutes. Was haben Sie denn da? Powerade. Powerade, ja. Powerade, ja, okay. Bitte. Ja, aber. Welche Farbe? Oder egal? Ist egal. Das ist die Fließerbank. Danke. Nee, das ist glaube ich anders, oder? Bitte noch Ermittlungsakte, muss ich Ryan Black Sanchez unter geiseiner Stelle wegen Haftbefehl. Nein, das ist negativ. Info. Mal kurz an. Kann ich ihn callen? Carsten Schulte, ich schau mal ganz kurz. Ich rufe da mal kurz an, welche Ermittlungsakte das ist. Nee, Dispatches. Junger Mann, Sie werden schon bedient? Ja, ich werde bedient, danke schön. In Ordnung. Sie können sich auch hier vorne hinsetzen und Platz nehmen. Da müssen Sie nicht so stehen. Ah, nö, ich mache gerade noch einen schönen Anruf. Alles okay, gut. Machen Sie das. Schönen Tag noch. Jedenfalls. Wie nehme ich denn den Anruf an? Muss ich das hier kopieren? Steuerung C. So. Dankeschön. Vielen Dank. Wir können es ja mal versuchen, wenn es dann nicht klappt, dann nehmen wir halt jemand anders. Ich zahle das gleich so. Bitteschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 21 David, 10-8. So, warte, oben rechts sagst du, ne? Ich muss mal gucken. Nee, man kann das irgendwie anders machen. Am Phone. Ich habe halt noch nie mit dem Dispatch-Script jetzt gearbeitet. So, das habe ich jetzt angenommen. Sven Rumpe. Also die Frage, wie rufe ich da zurück? Dispatch. Ah, hier, anrufen. United States Marshal Service, Commander Schulte, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Rumpe spricht. Folgende Frage. Grüße. Die Ermittlungsakte. Von wem ist das jetzt genau, die Ermittlungsakte? Von welchem Raub war das? Das war Harmony, wo der Kollege vom Marshall Service überfallen wurde. Da wurde mir mitgeteilt, dass ihr eine DNA-Spur von Ryan Black Sanchez sichern konntet an einen der Fahrzeuge. Dass wir da dann mal einen entsprechenden Haftbefehl beantragen können. Okay, also das Thema ist jetzt, ich war da jetzt nicht dabei. Wir sollen einen Haftbefehl ausstellen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Na, wir brauchen erstmal. Ein Kollege von euch hat ja die DNA-Überprüfung gemacht und da bräuchte ich mal halt dann die entsprechenden Beweise auch. Wir wissen nur leider nicht, welcher King-Kollege das war. Ja, das kann ich leider auch nicht sagen. Ich könnte jetzt mal kurz rumfragen, wer das war, weil sonst ist es am besten, wenn der den Auftrag entgegennimmt. Das wäre klasse, ja. Ja, ich frag mal schnell rum. Gut, danke. Alles klar, wieder. Ich hab jetzt einfach vor den Rumpe gesagt, das ist ganz schlecht.
Eigentlich soll ich meinen Namen in der Öffentlichkeit nicht sagen. Ich hoffe, das hat jetzt keiner von denen gehört. Ich habe abgehoben mit, ja, der Rump ist hier und der stand drei neben ist an mir vorbeigegangen. Ich dachte, hier besteht keiner. Und ich mit der Maske voll maskiert. Ja, der Herr Rump ist hier, hallo. Ja, das ist ganz schlecht. Eieieiei, da wissen Sie schon den Nachnamen vom Pedila vielleicht. Schon richtig reingeschissen. Gut, aber dann schaue ich mal kurz im Funk. Wegen dem Herrn Sanchez. King 4 mit der Frage im Funk. Welche King-Unit hat damals die DNA-Spur von Herrn Black Sanchez genommen? Zwei King-Einheiten sind auf jeden Fall im Funk 2. Okay, dann switch ich mal. Danke. Kanal 2. King 4 hätte eine Frage an King Units. King 4, go ahead. Kommen Sie am besten per Draht bei King 11. King 4. Stell dich mal an, melde Chat. Okay, zubauen. Oh, ja, Jungs, sind die Nummer da drin? Das nicht. Dann gehe ich King 11 an, Dingsen. Schauen wir gleich mal. King 11 auf Draht. Ich bin komplett überfordert mit der Gesamtsituation. Ich schau mal kurz. Wo ist ein King 11 drin? Gibt sicher eine bessere Alternative, die zu suchen. Lincoln, King. King 11 anrufen. Ah, hier. Easy. Was Tablet? Krass. Los Angeles Police Department? Ja, King 4 hier. Hi, moin. Ich hätte eine Frage. Jo. Könntest du mir sagen, wer genau von Herrn Sanchez, also Black Sanchez, Ryan Black Sanchez, die den DNA-Sprung genommen hat? Wer die... Moment mal. Also wer ihm die entnommen und in die Datenbank geladen hat, oder wie? Genau, weil das Problem ist jetzt, die US Marshals bräuchten die Beweise davon. Und jetzt habe ich gesagt, weil ich habe keine Ahnung, wer die genommen hat, weil ich heute das erste Mal im Dienst bin. Dass ich das so weiterleiten würde an die Person, die das halt entnommen hat. Aber wofür brauchen die Marshals die Beweise, wer die DNA entnommen hat? Anscheinend brauchen sie das für den Haftbefehl. Irgendwas war da. Wenn du mal guckst unter den Dispatches, die reingekommen sind. Da wurde angefragt, ob sie die Beweise kriegen könnten bezüglich den DNA-Spuren. Ich meine, ich könnte uns auch ins Labor gucken und schauen, wer da jetzt drin steht. Aber ich habe keine Ahnung, ob da der Zeitpunkt alles drin steht, ne? Nee, das leider nicht. Das wird dann schwer ein bisschen, weil sonst müsste man das irgendwie weiterleiten, weil die bräuchten anscheinend die Beweislage der DNA-Spuren. Ich kann halt nur das weitergeben, was halt im Labor eingetragen ist. Mehr kann ich halt auch nicht. Sonst rufe ich an und frage, ob das ausreicht, ne? Sonst rufe ich dort einfach an. Welcher Dispatch war denn das? Sag ich gleich, warte. Dispatch 14. Vor. Ah, nee, warte, falsch, war falsch. Ah, der wurde angenommen. Warte. Den habe ich angenommen. Der müsste im Phone drin sein, oder Dispatches. Bräuchte mal kurz deinen Namen. Ja, ja. Ich war nur gerade welcher. Johnson. War das die Rückrufbitte von King 26? War das der? Nee, also siehst du die Telefonnummer bei den Dispatches? Ah nee, guck mal, da, ja, da. Ja, die 213-79031. Bitte noch Ermittlungsakte bezüglich Ryan Black Sanchez und der Geiselnahme erstellen. Wegen Haftbefehl US Marshals. Und ich habe angerufen und gefragt, was sie genau brauchen, hat er gesagt, ja auch DNA-Spuren und so weiter. Und es wäre anscheinend am besten, wenn eben die King Uni, die das gemacht hat, das anscheinend so weitergeben könnte. Ja, ich kümmere mich mal drum, ne? Jawohl. Schauen wir das mal an. Danke dir. Ciao. Jawohl, tschüss. Ich bin jetzt. So, jetzt kann ich mal endlich mal was essen hier. Sonst sterbe ich hier nur halb. Ermittlungsakten, RP. Ich muss endlich mal was essen, genau. Und jetzt muss ich mal rüberfahren zu Mechaniker, weil mein Auto ist schon echt im Arsch. Na, hoffentlich hat er nicht Herr Rumpe gehört, der Bree. Na, dann habe ich ein Problem jetzt. Es ist mal Tangendil aufgeflogen. Herr Rumpe am Apparat. Es gibt einen Polizist, der Rumpe heißt, ne? Ja, ja, das ist der mit der Maske da, ne? Ja, ja, ja. Das spricht sich schon rum. In diesem Fall reingeschissen. Soll es dazu kommen.
Wenn man so ganz viel vorlese, das kann ich dann machen, wenn ich beim Mechaniker bin. Das ist doch schön. Dann kann ich eigentlich mal die ganzen Donis vorlesen. Tut mir leid, dass es immer so lange dauert, aber ja. Was mit Waffenschein? Ach, den hole ich dann. Wer will mir das Wasser reichen? Nee, Spaß, aber ich hole den dann einfach. Weil, ich meine, rein theoretisch AP-technisch sind wir ja noch immer beim PD. Und beim PD hast du ja an sich ein Schusstraining gemacht, dass du überhaupt zum PD kommst. Also jeder PDler, jeder Rookie bekommt ein Schusstraining. Und das haben wir ja schon absolviert, wir sind ja Lieutenant und das bleibt ja an sich. Eigentlich bräuchten wir jetzt rein theoretisch den Waffenschein beantragen, aber ich werde es dann trotzdem machen. Aber rein theoretisch bräuchten wir nicht, wenn wir beim PD arbeiten. Also wenn wir es jetzt logisch denken, weil keiner, der kein Rookie ist, hätte keinen Waffenschein, RP technisch gesehen. Das wäre jetzt kein Lieutenant. Weil wir haben ja die Ränge übernommen, die vorherigen. Ginge der Wimberg in Funk 1 mit einer Frage. Wir hatten vorhin bei der Geiselnahme da den Herrn Ryan Black Sanchez festgenommen. Jetzt haben wir DNA-Spuren entnommen und ausgewertet. Exit 44, keine Information. King 17, keine Information. Plot 16, same traffic. 25, same traffic. Kurt, ich bleib an der Kamera, auch gut. Hallo, Herr Rumpel hier. Ja, such for real true. Ein freier Supervisor von Adam 30. Dein Supervisor, aber höherrangige Einheit ist frei. Dein Supervisor ist frei. Ich brauch sie mal hier. Ja, dann vor Adam 25 ist unterwegs. Aber das ist im Tablet. Informativ, lesser dispatch code for an eventually count inhalten, öfter die Mine ab. Eigener Status, wir sind jetzt 10. Was, 10. 10-6 Mechaniker. Guten Tag. Hallo. Folgendes Problem: Das Fahrzeug bräuchte vorne eine kleine Reparatur. Mhm. Das von der Scheinwerfer kaputt, eine Stoßstange, so auch die. Zurück vom Cockpit. Klappe vorne. Die ja, bitte alle mal ihren Status. Ja, alles klar, der wird lange im Bad, weil ich warte nicht was. Jawohl, dankeschön. Hoffentlich kostet nicht zu viel. Ich habe 1800 Dollar dabei, wobei da vorne gibt es, glaube ich, ein Dings. Ich will da gerade einsteigen. Hui. Jo. Mal kurz das abheben. Ich schaue schon fresh aus heute, gell, mit der Marke. Jetzt erkenne ich mich auch als PDler. Alter! Als PDler verdient man ja sich dumm und dämlich. Auszahlen geht schon. By the way, mir fällt auf, wir müssen das echt mal abändern, dass hier der Name steht vom RP-Charakter. Wenn man 25.000 auf dem Konto, das schmeckt, Leute, das schmeckt. Ui, guck mal den Tesla an. Oh, den hätte ich jetzt auch gern. Aber leider fahre ich einen M5. Ja. Wegen Tuning, ja, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich irgendein anderes Mal, weil Tuning kostet mir, glaube ich, noch zu viel. Ich werde ein bisschen Geld sparen, dass ich mir auch mal was kaufen kann, privat. Weil ich brauche privat ja auch ein Auto, wenn ich mal nicht im PD-Dings bin. So ist es. Dann schon die Marshals. US Marshal auch am Start. Gut, jetzt kann ich ja ein bisschen durchgehen hier. Dann setzen wir uns hier mal hin. Leider M5, ja. Wirklich leider. Ich hätte ja so gern Tesla. Lincoln 71 für Edward 16. So, Supersportwagen. Ui, da wird was geklaut da hinten. Lincoln 71 war bei der Verfolgung beteiligt. Dann gehe ich mal durch, was ich vorgelesen habe bis jetzt. Unser Bub möchte sogar die Handyhülle für meinen Xiaomi X13T haben. Gibt's aber leider nicht, schade. Ja, alle Hüllen werden wir unmöglich hinkriegen. Es gibt so viele Mobiltelefone derzeit, also auf dem Markt. Du kannst da unmöglich alle Mobiltelefone mit abdecken, mit 6 Hülle, ne? Mal die, die halt am meisten verwendet werden. Dodo, danke für 2 Euro im Teil. Lukas, also 7. Hey Kurt, hatte gestern Geburtstag. Viel Spaß dir. Das alles Gute nachträglich, lieber Lukas. Rubbellos Glück. Auf einen guten Dienst. Dankeschön. Ich habe leider noch immer kein Rubbellos heute aufgemacht. Der Duke Summer, bist du überhaupt stubenrein? Nee, ich pisse in jede Ecke. Und scheißen tue ich nur, wenn der Saugroboter angeht, damit er schön die Scheiße im ganzen Raum verteilt. Oh ja, direkt davor scheißen. Lustiger Lache der Spieler Leo und kurz sucht die .exe in die VIP geworden.
Sarina, ich bin auch wieder da. Hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Das ist aber, glaube ich, so schon vorgelesen da unten, gell? Das habe ich alles vorgelesen. Da, alles vorgelesen. Da, ja. Mhm, muss ich nur von oben runterlesen. Anime, alle guten Dinge sind drei. Dankeschön, Anime, für die Donation. GGKOF03. Let the dogs out. Oh, dankeschön. Die Musik müssen wir mal pumpen im Auto. Leon, welche Grafikmod hast du? By the way, das ist meine erste Spende. Ich habe meine eigene Grafikmod, die Diamond Vision Grafikmod. Entwickelt vor vielen Jahren. Aber, sie basiert auf Visual V und Natural Vision. Also, das ist die Basierung und ich habe halt viel umgeschrieben. Yannick, Hexion, darf man fragen, woher ihr euer Dispatch-Skript her habt? Auf einen schönen Stream. Das ist ein Dispatch-Skript für Cubicore eigentlich, das hier. Was du das meinst, das ist F11, das hier? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das gibt's gratis für Cubi und wir haben es umgeschrieben für ESX, weil das gibt's eigentlich für ESX gar nicht, das Skript hier. Und wir haben seit, wir haben sehr viele Bugs fixen müssen, dass das jetzt so funktioniert wie soll. Und das Geile ist, guck mal, du kannst es rumschieben, du kannst es switchen, du kannst es links haben, du kannst das Ding hier ausblenden und wieder zurück switchen. Aber das Ding ist halt, oh, habe ich jetzt weggemacht. Super, ich glaube, jetzt habe ich es weggeschmissen. Kollegen im Funk, bitte. Ich war es nicht. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Atrax, Marvel, danke fürs Subwerden. Post Privataccount. Schau mal, ich bin im Fernsehen. Ich grüße meine Freundin. Ich liebe dich, mein Schneegestöber. Was ist ein Schneegestöber? Okay, du nie gehört. Sicher Autokorrektur, irgendwas Komisches in einem Satz gemacht. Der eine, der immer zockt, was liegt am Strand und redet undeutlich, eine Nuschel, den kannte ich leider auch schon. Lukas, danke für 2,03 Euro. Anime, danke für 2 Euro. Gleich noch eine Spende, vielen Dank. El Cambino, danke fürs Streamsam. Lukas mit 2,03 Euro. Der eine, der immer zockt, haut einen Zehner raus. Ja, moin, Bruder, vielen Dank, Bruder, Diggi. Kuss, Digga. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, mit 5 Euro, das. Sears, was hast du vor einer neuen Juve-Position? Sat 1-0, die gleiche. Einfach ein schönes Stream. Dankeschön. Eine neue Juve-Position. Vielleicht irgendwann mal. Braucht man ein MLO für ein Juve-MLO irgendwo. Servus zu und Feier des Streams. Macht bitte weiter. So Grüße aus Siegburg. Dankeschön zurück an Julian. Timo Zock, der bin schon seit 6 Jahren dabei. Freue mich immer auf deine Livestreams. Dankeschön. Ist der schon fertig mit dem Auto? Ja, irgendwas macht der gerade noch. Der ist ja weggefahren mit dem Ding. Oh, hoffentlich hat er es nicht geklaut jetzt. Ich glaube, das ist in der Lackierkabine hinten. Magalump, weil du einen Sushi-Witz möchtest. Womit isst man Sushi? Mit Fischstäbchen. Was riecht nach Fisch und reimt sich auf Uschi, natürlich Sushi. Danke, Magalump. Meine Facecamista hat sich gerade aufgehängt vor lauter. Danke. Super. So. 2 Rosinen im Küchenregal. Eine trägt einen Helm. Weißt du warum? Sie muss in den Stollen. Kommen Sie rum, auch ohne mich zu berühren, geht das? Claudia, danke dafür. Exion, kannst du mich grüßen? Heiße Maddox, grüße Maddox YouTube. Dankeschön für 2 Euro, lieber Maddox. Alessandro, danke für 1,04 Euro. Niklas. Moin, wieder am Start, liebe Grüße, Niklas. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Ein Cappuccino, den kann ich leider auch schon. Die Fahrzeug ist fertig. Oh, dankeschön. Was kostet? 600 Dollar, ich mach kurz die Rechnung. Jawohl. 600 Gallonen. Ja. Ja. 600 Fritten. Hast du die dabei? Mhm, dankeschön. Kein Problem. Dann einen schönen Dienst und eine schöne Weiterfahrt. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen auch einen schönen Dienst noch und vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Hi. Entschuldigung. Wie der mit der Herr rennt. Das ging aber schnell. Mechanik hat aufgedingst hier bitte, dass das so schnell ging. Schau mal, wie neu das Ding. Richtig süß gemacht. Warum sind wir hier, Kollege? Was ist mit dem Auto passiert? Der war nur vorne von der Verfolgung noch was kaputt. Warum machen sie sowas? Ja, der ist ja wieder wie neu. Ja, da waren sie doch auch da, oder? Der ist jetzt wieder wie neu? Wundervoll. Ja, mich hört es nicht überschlagen. Ist alles gut. Alles wie es soll. Naja. Ja. Mit was sind sie hier? Mit dem Charger. Sind Sie vorhin auch denselben gefahren wie ich? Vorhin ja, ich bin gerade gewechselt. Ist der Charger besser? Nö. Der BMW ist eindeutig der Spitzenreiter. Okay. Ja dann. Ja dann ist ja blöd, dass jetzt Charger fahren, ne? Ja, eigentlich schon, aber ich hab keinen Bock, wenn ich den
Ja, schon, eigentlich schon, ja. Und sich mit dem BMW definitiv sparen. Der BMW ist genau das gleiche, der ist asozial schnell. Weil ich bin hinterhergekommen, der ist halt ohne Tuning gewesen. Ich bin halt gerade noch so hinterhergekommen. Jetzt war ja der Ferrari, der geflüchtet ist. Wollen Sie mal meinen fahren, das Vulcan? War als Vergleich oder was? Ja. Den getunten, komplett getunten. Ja, komplett getunt. Ja, wenn geht, dann schon, natürlich. Ja, dann treffen wir uns gleich im BPD und können Sie mal mitmachen fahren. Na super, dann teste ich das gleich mal. Da sage ich nicht nein, wenn ich den Probe fahren darf mit kompletten Tuning. Den werde ich erstmal zu Schrott fahren, ne? Dann der wird mit Frage frei Kenneinheit verfügbar. Ja, was wird benötigt? Hier einmal Abnahme den aus dem BMW und der. Alter! Ja, gut, die raus, Rot! Der super geholt, 93, danke für die geilen Streams, ja, Alter, vielen Dank. King 4, warten Sie im BPD auf mich. Sind vor. Oh ne, jetzt habe ich das falsch eingegeben. King 10-8 in freie Sondereinheit. So, vielen herzlichen Reizdarm hier. Für 107, bitte alle 107 im Chat, auch wenn es überhaupt kein 107-Stream ist. Also, wir brauchen... Ey, wir brauchen eine 911 Euro Donation Einblende für PD wegen 911. Wegen Anruf und so. Dann bei 911 Euro gibt's eine Einblende, das geht ja nicht mal. Man kann, glaube ich, maximal 500 Euro donaten, ne? Machen wir eine 911 Einblende. Dann kommt, wuhu, das ist the sound of the police, ne? Das wär's. Ich hab ja mal, was war denn das? Ich hab so eine 1500 Euro Einblende mal bekommen. Wo ich bis heute nicht weiß, wie das funktioniert hat. Vor allem, ich glaube, da wurde ja Tippi damals gehackt. Weil danach, nachdem ich das hatte, hat Tippi gesagt, man muss überall das Passwort und so umändern. Weil da hat anscheinend mein Moderator, das war in dem Forza Horizon Stream, ne? Haben wir Forza gezockt. Auf einmal war da, glaube ich, 1500 Euro Donation. Da habe ich gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Weil erstens, das war eine Doni von einem Mod von mir. Und der hat in den Chat geschrieben, das kommt nicht von ihm. Und zweitens kannst du halt maximal 500 Euro donaten. Du kannst nicht auf 1000, das geht gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass das geht. Du kannst maximal 500. Da war ich erstmal so, hä, okay, komisch. Und dann wusste ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Wie gesagt, paar Tage später, Tippi-Stream einfach, ja, sie müssen ihr Passwort ändern, überall. Aber es war global, also jeder muss sein Passwort ändern. Was mit dem los? Ich glaube, mein Kollege hat es da gerade rausgeschallert, kann das sein? Kollege? Sorry. Ich habe gerade nur im Rückspiegel den hier das Kind donnern sehen. Ja, ich mach mal kurz auf, der ist. Eieiei, ja. Ei, ei. Was ist denn hier passiert? Angenehmer. Und hier hast du einen Kabelschneider dabei? Jo. Kannst du mir kurz ausleihen? Jo. Weiß nicht, ob du mir durch ein Fenster schicken kannst. Nee. Schlecht aus. Na, hoffentlich habe ich jetzt nicht ausgesperrt. Na super. Oh, oh nein. Etwa 54 gespannt. Ich funken einfach anfahren. Punkt 2. Panik ist negativ. Panik ist negativ. Okay, top. Gut. Hey, war Kollege, ne? Anscheinend. Na, ich glaube, das war doch der gerade eben mit uns beim Mechaniker war. Ja, er war eine King Unit. Der hat anscheinend ein bisschen Probleme mit seinem Auto hier. Ich denke mir zuerst, warum rast der da einfach hier rum und dann fährt er den Baum? Ich denke, ich sehe nicht richtig. Ich bin schon fast in PD einfach gestanden, ich habe den nur hier runterballern sehen. Auch nicht schlecht.
Da hat immer noch was abgesichert, das Ding. Weil ich schon schaue, ob nur hinten was drin ist. Ja, aber der wird gleich eh wieder kommen. Ja, gut, nichts zu verwertlichen. Ist okay. Eieiei. Funkspruch war sehr leise. Nur eine Frage. Ja. Kriege ich meinen Kabelschneider wieder? Ah, da wollte ich gerade einstecken. Ich dachte, du merkst es nicht. Warte. Okay. Bitteschön. King 11, hier King 4. Ich glaube, ihr Auto steht hier bei mir. Wo sind sie denn? Vor dem Vespucci BD, direkt an der Kreuzung. An einem Baum. Oh. Das könnte sein. Hatten sie extreme Kopfschmerzen? Ja, jetzt haben sie das Auto zweimal. Ach, guck mal, wer da hinten gesprungen kommt. Klingt heute, Tup reicht eine Abholung aus Oceans. Krankenhaus. Weißt du, was passiert ist? Ich habe nur noch das Auto hier mit 200 durch den Dingrasen gesehen und da rein. Ja, ich auch. Das Code Zero. Ja. Ja. Aber volle Kanüle in den Baum rein. Bob. Geil. Ja. Mit Blaulicht und Sirene. Genau, ich war gerade auf dem Weg ins Hybrid, für die DNA. Ja. Das ist eine gute Ausrede. Nee. Das ist sehr gut. By the way, das ist der Pediler, der mir letztes Mal reingefahren ist, als ich mit Karl-1 gefahren bin. Er hat übelste Probleme mit Kopfschmerzen und Lags und so weiter. Also, da sieht man wieder. Ja, er hat halt wirklich Probleme mit seinem PC irgendwie. Ich muss sagen, seitdem ich auf RLO 3.0 spiele, habe ich gar keine Crashes mehr, gar nichts. Also wirklich, ich muss sagen, 3.0 läuft bei mir so flüssig. Und fährt er hinten rein? Ja. Da kann ich mich nicht drüber beschweren. Das läuft 1A, Spitze. Weil auf 2.0 hatte ich ja meine Crashes ab und zu mal. Oh, das wird Jack Black, Alter. Da warten wir hier mal auf ihn. Ja, das kann man nichts machen, ne? Das ist halt passiert. Boah, es ist so heiß im Zimmer, ne? Der PC wärmt so auf, das ist unglaublich. Ich bin wie in einer Sauna gerade. Also wirklich, ich bin gerade in der Sauna. Das glaubt mir keiner. Ey Leute, lasst mal ein Like da. Wir sind erst bei 3700 Likes. Wir sind über 7000 Leute. Haut mal auf den Like-Button. Ne? Haut mal bitte drauf. Das ist wichtig und richtig. Und jetzt muss ich später machen. Guten Morgen, da bin ich. Hallo. Jetzt bin ich mal gespannt, das Ding hier. Ja, Lincoln 70 informativ. Mein Motorrad hat den Geist aufgegeben auf dem Weg zu den Mechanikern. Ich bin jetzt liegen geblieben. Kommen Sie rein. Ah. Ja, scheint, dass die Mechaniker. Können Sie den zweiten Schlüssel nehmen? Kleinen Moment. Ja. Dann respondet einmal linken 60 Punkt. Hab Schlüssel genommen. Bist du auf dem Highway oder oben auf der Brücke? Auf der Brücke, oben. Soll ich sie jetzt mitnehmen? IT-1 und Edward 11 bilden Adam 11 und sind in Adam County. Ich glaube, Herr Kollege ist gerade hinten am Dings machen. Er ist gerade am Popo machen im Auto. Torte bin ich auch für. Lustiger Lacher, einfach Torte im Chat. Herr Kollege. Kollege, sind Sie noch da? Hallo? Herr Kollege? Herr Kollege? Herr Kollege? Herr Kollege? So, jetzt bin ich wieder da. Ach, jetzt hast du wieder erschrocken. Ja, ich auch, ja. Ja. Guten Morgen. Haben Sie das Radar an? Schönen Feierabend. Ja, habe ich an tatsächlich. Ach, sehr gut. Dann David, kurz 10-10. Lassen Sie mich mal kurz das Fahrer anstellen. Guck mal, ja, ja. Als Fahrer? Ja, nochmal kurz, ich muss gerade Radar anmachen, es geht irgendwie wieder nicht. Achso. Es spinnt. Das Gebiet ums Bär ist. Was ist Sperrzone?
Haben Sie den zweiten Schlüssel gezogen? Ich hab den gezogen, ja. Sehr gut. King 11 für King 37. Okay. 11 out. Ten 1. 11 hört. Ten 20 von Ihnen. Ich bin gerade aus dem VPD rausgefahren. King 4 und King 11 würden King 4. Ja, Ten 4 haben Sie vielleicht kurz Zeit über Draht. Ja, bitte. Hast du es im Navi eingegeben? Nee, eigentlich nicht. Haben Sie sich bei mir mit eingetragen? Muss ich. Wäre für mich jetzt Neuland, dass ich das mal umtrage, weil ich habe noch nie irgendwie was umgetragen, dass ich mich bei... Oh nee. Das, ja, naja, ist gut. Das prinzipiell ist das alles ganz einfach. Einfach hinter... hier auf das Bluetooth-Tablet. Bitte. Wir sind jetzt zusammen King 11, ne? Ja. Okay, jetzt sehe ich es gerade. Hallo. Da muss ich mich ja gar nicht mehr umtragen. Ja, hallo. Grüß dich. Ja, ich höre dich. Top. Ja. King 23, erneute Frage. Könnte uns jemand aus dem Krankenhaus abholen? Ja. Ja, Command One kommt. Danke. Dann klappt das doch. Ja, dann macht das bitte. Wir brauchen den Haftbefehl. Ermittlungsakte trotzdem schreiben, ne? Top, bis dann, top. Soll das ja, anfahren? Bitte? Soll das anfahren? Da liegt ein Motorrad verdächtig herum. Item 56, 1076. Oh, Great Ocean Highway. Das ist die County Unit, das ist 8 Kilometer weit weg. So, die County Unit. Ja, stimmt auch wieder. Item 30 für Item 58. Ja, der Leitstellcomputer an und für sich, das ist alles ziemlich neu. Ja, ich finde mich gerade ein darin. Der hat im Allgemeinen sehr viele neue Funktionen bezüglich auch des Dispatches. Wenn man sich als Dispatch einträgt, dann hat man eine Einsicht auf die Standorte der Fahrzeuge. Dispatches sieht man auf der Karte, wo die sind. Negativ, da hat sich wer anders dazwischen gedrängelt. Ja, sehr, sehr viel schönes Neues. Ja, ganz komisch, ich höre zum Funkgerät diese... Oh ne, warte mal. Was haben sie? Ne, ich höre gerade im Funk, ich hab diese... ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Im Funk diese Sounds, diese... Ja, die hatte ich gerade nicht, jetzt habe ich gerade mal meinen Funk eingestellt und seitdem höre ich das die ganze Zeit. Komisch. Ist es Klicken oder was? Genau, das Klicken. Hören Sie nur noch das Klicken? Nee, ich höre alles, aber ich hatte davor gar kein Klicken. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ja, das ist tatsächlich, ja, das hatte ich auch mal, bei mir hat er nur ein Neurologe geholfen. Okay, ist komisch. Nee, weil davor hatte ich kein Klicken und jetzt ist ja richtig, dass ich das Klicken höre, so. Ja, das ist irgendwie komisch manchmal ein bisschen. Sehr komisch. Ich kann mal was probieren. Vielleicht liegt es daran. Ja. Kannst du mal kurz das im Funk durchsagen? Hast du gerade was im Funk gesagt? Ja. Okay, warte, dann liegt es nicht daran. In welchem Funk sitzt du? Funk 1. Ne? Okay. Komisch. Gut, weiß ich Bescheid. Das ist sehr komisch gerade gewesen. Weil ich habe heute den ganzen Tag noch keinen Klicken im Funk gehört. Auf einmal höre ich das Klicken, aber sehr laut. Ja, manchmal passieren komische Sachen. Das ist seit der Pandemie, es gibt noch ein paar kleine Wehwehchen hier scheinbar. Ja. Ich habe mir da auch schon mal eine Liste gemacht, bloß ist die Liste leider verschwunden, die wollte ich eigentlich an die Regierung weiterleiten. Die Liste ist verschwunden. Das Klicken ist sehr laut. Ja, manchmal schon. Manchmal hört man es auch gar nicht. Guck mal gleich mal. Das mit dem Klicksound, das höre ich jetzt zum ersten Mal, das Problem, ne? Weil ich habe mir schon gedacht, warum ist der Klicksound nicht mehr da? Dann ist er da und jetzt ist er mega laut.
144 für Command One. Da fährt er mal lustig neben uns. Edward 44 für Command One. Edward 44. Herr Check, wo ist dein 1020 gerade? Wo bist du? Ich habe einen Kollegen. Ach ja. Jetzt verstehe ich auch, warum wir weiterhin Klingel bleiben. Ich habe gerade den Kollegen an der LED6 an. Ist für was? Ja, ich hab mich gerade gewundert, warum wir weiter im Tablet als King 11 drinstehen, weil wir eigentlich ja... Ich habe gerade einen Denkfehler, nur weil die Funknummer höher ist, mein Rang ist höher, deswegen sind wir King 11. Ach so, sie sind über mir. Ja, ich bin ein Rang über ihnen. Dann sind sie Captain? Genau. Captain 1. Genau. Okay. Schick, aber dann mal über die... Dann bitte über die... Ja, ich bin Lieutenant 2, ne? Das ist schon... Stimmt, ich bin schon sehr gut eingefahren. Ich habe zum Glück das richtige Badge gefunden. Huch, hinter uns. Rear Closing. 108, 176, den können wir direkt mal rausziehen. 234. Klingel 11, 1086, Kennzeichen EJF, Leer 995, Postleitzahl 887. Schönen guten Tag, Sir. Hallo. Guten Tag. Kommt bitte einmal ein Führerschein. Schönes Maschinenchen. Ich check mal schnell hinten das Kennzeichen, ne? Ja, Kirschenko, Sie waren da sicherlich in der Fahrschule, nehme ich an, ne? Wo gleich mal Kennzeichen, Fahrzeugsuche. EFJ 95. Wie fährt man denn in der Stadt zum Beispiel? Ich komme mit dieser Tastatur überhaupt noch nicht klar, aber es ist Igor Krischenko. Krischenko, ja. Krischenko, Igor. Sag mal, Igor. Hat der sein Auto, LKW, Motorrad, Theorieprüfung. Alles bestanden, super. 2 Meter ist er groß, der Igor. Sie wissen nicht, wie schnell man in der Stadt fahren darf. Ich bin nicht auf der Stadt, wie gesagt. Wir nur kurz vom AMR und wieder zurück. Ja, aber Sie waren doch in der Fahrschule. Sie müssen doch wissen, wie schnell man in der Stadt zum Beispiel fahren darf. Ja, bestimmt. Ey. Wenn ich die Straßenschilder sehe. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Ja, Straßenschilder sind schon mal ein gutes Stichwort. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Wenn Sie die Frage jetzt falsch beantworten, dann ziehe ich Ihnen den Führerschein ab. Wie schnell fahren wir auf dem Highway? Maximal eigentlich, nach Geschwindigkeitsbegrenzung. Maximal 133? Ja gut, ne? 130. Die 133 habe ich mal gekonnt überhört. Ja. Also man sagt zu mir, 3 km/h Toleranz. Das ist Arschgelaber, wer auch immer Ihnen das erzählt hat. Also die meisten Kollegen, die meisten Kollegen blitzen erst ab 140 auf dem Highway, so wie in der Stadt ab 90 meistens erst, aber 130 ist eigentlich die Geschwindigkeit, die wir hier begrenzen, und theoretisch könnten wir auch so schon anhalten, wenn sie nur mit einem Kram drüber sind. Okay. Aber das macht im Regelfall eigentlich keiner, weil das ja auch immer ein bisschen abhängig ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Frage an Sie, warum fahren Sie mit 234 über den Highway? Oh. Da ist mein Tempomat voll kaputt. Da ist wohl nicht nur der Tempomat kaputt, ne? Das hat halt einmal 1500 Dollar, 60 km drüber, ne? Genau, das sind einmal 1500 Dollar, die sie jetzt hier verlieren wegen der Geschichte. Können wir nicht ein Auge zudrücken? Wenn ich Ihnen ins Auge rein... Ich meine, es sind ja 2 Kollegen. Ja, wenn ich Ihnen ins Auge reindrücke, ich glaube, dann tut das Ihnen weh. Das würde ich gerne zudrücken, nicht reindrücken. Ich habe eine Frage, haben Sie sich irgendwie verletzt, weil am Arm ist ein bisschen blutig hier. Ja, ich bin umgeknickt, wie ich heute Morgen wach geworden bin. Mein Kollege hat versucht, Edward vor dem Arm schon mal im Arm damit. Alles klar. Also, Herr Krischenko, da wir ja leider hier nicht auf dem türkischen Basar sind, muss ich Ihnen die Geldstrafe tatsächlich leider ausstellen und berechne Ihnen hiermit 1500 Dollar. Nicht, dass Sie sich wundern, unten rechts reiße ich die Ecke ab, dass Sie meinen Namen nicht lesen. Ja, das kenne ich schon. Super. Dann kriegen Sie hier einmal dann die Rechnung und dann bräuchte ich bitte einmal die Sozialversicherungs-ID zur Überprüfung. Ja, das ist die 466. Zahl die Rechnung auch ganz kurz. Jawohl, sehr gut. Oh, ich hab 2. Bitteschön. Jawohl, einmal dankend erhalten. Die andere Rechnung ist auch bezahlt, das ist super. Dann kriegen Sie hier den Führerschein auch zurück.
mit der absolut ausdrücklichen Bitte, dass Sie Ihre Geschwindigkeit gemäß des Verkehrsgesetzes anpassen. In der Stadt übrigens 80, auf dem Highway 130 und auf allen Landstraßen 100. Mhm. Ja, dass Sie das für die Zukunft im Hinterkopf bitte behalten. Ja? Vielleicht kaufen Sie sich einen Helm, wenn Sie schon so schnell fahren. Genau, und einen Helm, das wäre vielleicht bei solchen Geschwindigkeiten auch sehr vonnöten. Aber ganz ehrlich, tut das nicht weh im Auge, wenn sie mit 245 oder 35 fahren und dann die ganzen Fliegen ins Auge kriegen und so? Das tut doch weh. Ich senke meinen Kopf immer so ein bisschen runter. Ach so, habe ich okay. Da diese Scheibe vor. Weil ich würde meinen Helm aufsetzen, weil ich kriege dann so Schmerzen im Gesicht. Man sieht ja dann kaum was. Wie gesagt, wenn sie das Gesicht, also den Kopf so weit runtersetzen, dass sie da die Glasscheibe vorne dran haben. Ja, geht schon, ja. Passiert da nichts. Naja, klar, aber vielleicht für den Kopf wäre es ganz. Ich sag immer so: Die Leute, die was zu schützen haben, die sollten alle einen Helm aufsetzen. Ich hätte sehr viel zu schützen, aber. Ja, eben, dann holen sie sich mal einen Helm. Einmal muss so ein Stock auf der. Cyborg. Muss einmal so ein Stock auf der Straße liegen und schon geht's los. Ja, und schon das, liegen sie. Also, da müssten sie eher Gedanken machen, wenn sie Skateboard fahren mit dem Stock auf der Straße. Also, ne? Ja, gut. Ein dicker Ast wäre schon problematischer mit dem Motorrad. Ja, das fehlt jetzt Mechaniker. Na gut, Kleschenko, ja. Schönen Abend und eben vorsichtig so. Bitte, ja? Natürlich. Danke, tschüss. Oh, ich habe ja auch einen Schlüssel. Ja, das ist natürlich schön. Jawohl. Ich vergesse immer, ich sollte das Fahrzeug ja absperren, wenn ich wieder drin sitze, ne? Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ich bin da immer sehr faul. Das vergesse ich auch jedes Mal. Ja, ich habe das jetzt mal gemacht, nur zur Sicherheit. Ja, besser ist das, ne? Ich habe immer Angst, dass wenn ich dann absperre im Auto, dass ich dann aus Versehen wieder aufsperre, wenn ich dann aussteige. Ja, das kann ich. Ja, und deshalb bin ich immer sehr vorsichtig. Ja, leider konnte ich ihn bis jetzt nicht richtig ausfahren hier, ne? Da willst du schon eine DNA-Probe irgendwo mitnehmen. Ja, wir können ja mal... Boah, siehst du das da vorne? Da viel zu schnelles Fahrzeug. Nee, also jetzt. Viel zu schnell. Nein, ich halte mich daran. Wenn wir einen erwischen, dann fahre ich hinterher. Ich fahre jetzt hier sicher nicht wie ein gesenkte Sau da durch, aber ich gehe mal tanken. Ja, schon wieder halb Tank leer. So, jetzt nur merken, das Ding ist abgesperrt, es kann nichts passieren. Genau. Ich gebe mir was zu essen und brauchst du was? Tatsächlich, nee, ich habe gerade von Pizza gegessen. Danke. Perfekt. Alles gut. Aber mit dem Kollegen auf Streife. Er sagt, ich soll durchdrücken, ich will nicht. Jetzt krieg ich noch einen Klassenbucheintrag. Also schmeißen sie mich raus beim PD, wenn ich zu schnell erwischt werde. Er ist mein Vorgesetzter. Er ist einfach Captain, da sag ich so durchdrücken. Ist das jetzt schon Korruption eigentlich, wenn wir es Illegales machen? 100, mit 300 durchrasen hier? Ja, ich bin wirklich, also ich halte mich mit Mark Rumpe dran. Mark Rumpe, mit Sven Rumpe. Ich sag schon Mark Rumpe, Alter. So, passt. Jetzt wieder zumachen. Also nee, weil der muss ja einsteigen. Oder wieder zumachen. Mario, Jajo. Bitte, was für eine Mario? Das nicht das Meme, Bayo Jajo? Was ist Bayo Jajo? Das ist ein Meme. Keiner, von was du redest. Sonst nicht. Bayo Jajo. Bayo Jajo. Nee. Ich kenne nur Bamaninong. Ja, das Bamaninong, das kennt man auch. Aber Bayo Jajo kenne ich nicht. Ja. Polnisch müsste man verstehen, um das Meme richtig zu verstehen, aber es ist einfach witzig. Polnisch? Ja. Was heißt das auf Polnisch? Also ich habe mal meinen Übersetzer auf dem Handy gefragt, Bayo Jajo heißt wohl Bayo-Ei. Keine Ahnung, was ein Bayo-Ei ist, aber... Und was hat das mit einem Meme zu tun? Ja, das Meme an und für sich, da ist sich hier ein Symbole, der schreit in den CB-Funk von LKW-Fahrern rein, Bayo Jajo, Bayo Jajo. Dann schreit ein anderer durch den Funk zurück, irgendwas Hupendes. Und der lacht sich eins weg. Okay, hab ich nie gehört, noch nie. Nee. Zum ersten Mal im Leben. Bayo Jajo. Bayo Jajo. Noch nie gehört. Unangenehm. Oh,
Boah, es ist so warm im Zimmer, Leute. Ich sterbe halb. Es sind bei 3 Stunden 4 und mein ganzes Zimmer. Ich bin in einer Sauna, Alter. Ich habe hier irgendwo ein Messgerät, wo ich sehen kann, wie viel Grad es hat. Ich habe es aber gerade nicht da am Tisch. Müssen wir kurz gucken, Alter. Ich muss es uns mal rüberholen, dass ich mal schauen kann. Ihr seid mal Mechaniker, ne? Tuning-Teile mäßig. Oh, hinter uns. Was kommt denn da angefahren? Rear Closing, wo ist er denn? 154. Wo war der? Ich schau grad. Ich glaube, der Weiße, der will sich hier gerade verstecken hinter uns. Ja, will er. Oder ist, war das der? Nee. Ja, das ist Kopfloser, der Weiße. Ja, der ist auch niemals, ist ja, auch niemals ist 154 gefahren. Das Problem ist, manchmal passiert das, wenn die über eine Bodenwelle fahren, dann schlägt unser Radar manchmal Fehlalarm. Okay. Das passiert tatsächlich auch immer, vor allem hier in der Gegenstadt, einwärts statt auswärts. Nie ist mir nie passiert, ehrlich gesagt. Nie. Ja, das passiert mir öfter mal tatsächlich. Ich habe auch schon mal einen Kopflosen tatsächlich in der Stadt geblitzt mit über 200. Und okay. Hab ihn dann angehalten und gemerkt, es ist Kopfloser. Also wegen Tuning, ne? Jo. Preistechnisch, was kostet das, wenn ich jetzt meinen M5 voll tunen lasse? Voll mal. Was ist denn hier los? Das ist das Auto, da fährst du mal gucken. Was? Ah. Mit das, was fertig ist, kannst du gleich mal anhalten. Das sehe ich mir auch gerade. Lass direkt mal rausziehen. Ja, da wird deine Distrix am Pillbox Hill Hospital mit dem Kennzeichen Ohrleergeil. Ich check mal ab. Einen wunderschönen guten Abend. Mal bitte die Fensterscheibe runter machen. Jawohl. Ey, immer eine Frage. Was haben Sie denn gemacht? Ja, warum fahren Sie denn so komisch? Was ist denn komisch? Ich habe ganz normal umgedreht. Sie haben so ganz komisch umgedreht. Finden Sie sich auch? Wieso, was war denn komisch an diesem Manöver? Nee, wir standen an der Ampel und Sie haben so ganz komischen Umdreher gemacht bei uns. Ja, ich hatte eilig. Außerdem, das wäre eine Sperrfläche, wo Sie drüber gefahren sind, wenn Sie da umgedreht haben, ne? Sind Sie ja nicht bis ganz davor gefahren, oder? Zumal sie im Gegenverkehr gefahren sind. Ja. Ja, zum kurz umdrehen. Wäre es gleich auf. Egal, ich lasse es lieber. Hätten Sie mal einen Führerschein? Natürlich. Zack, zum 5. Mal gefühlt schon wieder gemacht. Wie spricht das aus? Pasquale? Pasquale. Pasquale Orlando? Ja, genau. Oder Orlando? Nee, Orlando. Okay. Ich lege ganz kurz am Handy auf, der fuckt mich da ab. Also haben Sie gerade die ganze Zeit telefoniert, während Sie in die Auto gefahren sind? Nee, jetzt hat er mich halt angerufen. Ah, okay. Gut. Schauen wir gleich mal wegen Ihnen, ja? Bin ich wieder bei Ihnen. Jo. Klinken 7 wird mal Fahrzeugtief schauen. Herr Vorhand, übernimm du das. Pasquale, Alter, was ein Name. Pasquale. Pasquale, Orlando. Theorie Auto. Fahren und Führerschein. Alter, da war auch schon viel drauf, ne? Sehr diskussionsfreudig und unfreundlich. Ich frage gleich mal, ob er unfreundlich ist. Das werden wir ja mal fragen. Ne, sagen wir mal. Leitstelle, PD, Auto. Pur geil, Kennzeichen mal checken. Nichts lieber als das. Thais. Ja, ist angemeldet, passt. Ich kann dich jetzt schon mal drauf vorbereiten. Er wurde vorhin von dem Kollegen von dem Motorrad runtergetasert. So, Herr Orlando. Ja. Den Führerschein kriegen Sie wieder? Ja, danke. Bitteschön. So unfreundlich sind Sie ja gar nicht, ne? Es kommt immer darauf an, wer mit mir redet, also und wie man mit mir redet. Waren Sie mal unfreundlich zum Kollegen? Wie bitte? Waren Sie mal zu einem Kollegen unfreundlich? War da mal was? Ja, das kann gut sein. Kann ja auch heute gewesen sein. Ach, war das heute, dass Sie unfreundlich waren zum Kollegen? Ja, einmal bei der Führerscheinabnahme und ich glaube, irgendwann mal, wo man mich festgenommen hat, kann gut sein, keine Ahnung, war schon ein paar Mal. Warum sind Sie unfreundlich? Weil zu mir sind Sie jetzt gerade nicht so unfreundlich. Ja, weil
Heute zum Beispiel bin ich ein bisschen zu schnell gefahren, laber lieber so 170 km/h und piss mir direkt ins Bein, dann piss ich natürlich zurück. Also. Wo genau haben Sie ihn gepisst? Nee, mit dem Verhalten meinen Sie jetzt? Ja, genau. Okay. Mach mich direkt so komisch an und so, jo, Führerschein Abnahme, dies, das und dann bis hier. Boah, jetzt fuckt er mich nochmal ab jetzt. Oder warte doch kurz. Dann legen Sie einfach auf, ist er. Oder machen Sie Flugmodus rein. Aber müssen Sie aufpassen, wenn Sie das Handy runterschmeißen, an der Brücke fliegt es nicht weg, ja? Auch nix. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weiterfahrt, ne? Ist nur eine Verwarnung. Jo. Nächstes Mal schauen Sie, dass ein bisschen besser fahren, ne? Jo, danke. Jo, passt. Auf Wiedersehen. Sollen wir da anfahren? Bitte mal mehrere Einheiten in den letzten Responding. Du flüsterst, ich höre dich nicht. Hast du diesen Dispatch schon mal gehabt? Nein. Kocher wahrscheinlich. Sollen wir hinfahren? Ja. Jawohl. Hast du reingemacht? Ja. Jawohl. Ist beim Galileo Observatorium. Jawohl, dann fahren wir mal. Ich fahre aber nur mit Blaulicht und Sirene. Ja, check. Ich wechsle mal einmal Funk 2, ich bin Sprachrohr erstmal für uns. Alles klar. Das heißt, ich kann Funk 1 bleiben? Du kannst erstmal Funk 1 bleiben, ja. Kannst du ja fahren, kannst du spielen. Jawohl. King 11. Ja, Kocher, Leute. Kocher gesichtet. Beißender Geruch festgestellt. Da müssen wir natürlich hinfahren. Das ist natürlich ein geiler Dispatch, ne? Kann vor, Units bitte sehr bedeckt halten. Wir haben die Einsatzleitung. Ist die Frage, wie fahren wir da hoch? Weil der ist ja direkt oben auf dem Ding, ne? Der erkennt das nicht von hier unten. Okay. Soll ich schon mal hochfahren komplett? Ja, weißt du, was du aber machen kannst? Halt mal ganz kurz an. Ja. Warte. Alles ausbauen? Nee, nur die Frontplätze ausbauen. So. Gut. Soll man die hinten nicht ausbauen? Ja. Nee, die hinten nicht. Die hinten nicht. Okay. Aber das passt so. So wie es ist. Alles klar. An. Lass mal kurz leuchten. Die leuchten. Ja, Blaulicht kurz an? Ja. Passt perfekt. Jawohl. Ja, fahren wir direkt weiter an. Weil die Leitbar vorne ist noch drin, ne? Ja. Okay. Das passt auch so. Du meinst nur auf den ersten Blick, dass man es nicht sieht? Ja, auf den ersten Blick sieht man das nicht. Pass auf, ich fahre ein bisschen langsam, dass wir nicht zu laut sind. Und am besten, wir stellen uns in den Busch oder so rein. Bis die Kollegen da sind. Sollen wir uns hier hinstellen? Vor. Das können wir aber machen. Gut. Ich nehme schon die Schrotflinte hinten raus. Nee, scheiße, ich wollte. Warum? Ich hab viel mehr Glück. Adam 64 hat Sicht auf den gemeldeten Kocher, allerdings gerade unklar, ob er kocht. Hey, ihr habt den Punkt 2 gewechselt. Oh nee. Geh doch nicht vor ohne mich. Oh nee, da ist irgendwas Unsichtbares. Lincoln 74 mit der Frage, wie sind die Verkehrsanhaltungen heute geplant? Kannst du mal wie immer mit Funken und am besten noch ein Handy schicken. Ich hab der Kollege gemeint, so die Großaktion heute Abend. Am besten bei Captain Bishop melden. Ja, danke dir. Ey, soll ich in den Funk reingehen? Soll ich nicht in den Funk reingehen? Kannst du doch keine Nummer wieder was? Okay, dann gehe ich jetzt rein. Ja, 2. Ja, check. 9 insgesamt wurden gemeldet. Okay, wo klar.
Alle Units ready? Noch nicht, warte kurz. Das ist der Sound auf die Spende. Ich im Anzug drin stehe. Command One, wer ready? Ready One, wenn 1000 Meter da. Sheriff David ready. Moment, wir holen noch ganz kurz unseren Wagen. Alter, sieht das geil aus mit der Schrotze in der Fresse und mit dem Anzug. Das wird so funny, Alter, die Hops zu nehmen. Innerhalb oder außerhalb? Adam 64 ready. Check, Zugriff, Zugriff, Zugriff. Büsche absuchen. Informativ, die Person könnte auch aufgehört haben. Mich einmal decken. Weitergefahren, eventuell noch ein paar Einheiten mal abziehen, dass hier nicht so viel los ist. Mein Vorschlag. Also der hat vor 3 Minuten aufgehört zu rauchen. Oben am Silo ist sauber. Keine DNA im Fahrzeug. Kennzeichen NAG, Leerzeichen 820. Liegen 64 klettert einmal auf das Real Life rein, um Überblick zu haben. Vielleicht mal die Büsche durchsuchen, ne? Ah, ich spüre da was. Ja, ich hab aber die Büsche. Wenn du da hochkletterst. Ja, ich versuche nicht runterzufallen. Das ist schon mal gut. In den Busch rein. Ich würde mal mit der Frage, wo wäre der nächste Drogenverarbeiter fürs MEV? In die Rennstrecke da. Irgendwas spüre ich da drin. Frage: Ist jemand von uns auf meinem Relapse da? Alle Buchstaben? Wurde ja, eigentlich ja, durchgefunkt? Frage: Smithy, du hattest ja gesagt, du hast den gesehen, oder? Ich hab das Rauch gesehen vor 3 Minuten, bevor wir rangefahren sind. Okay, von wo aus kamst du angefahren? Ich kam von unten an der Staumauer. Angefahren. Ja, check. Also wir waren oben an der Straße direkt, also an der fest befestigten Straße. Also weit weg kann er ja eigentlich nicht sein. Der muss sich irgendwo verstecken, ja, weil der kann ja nicht weggefahren sein. Meiner in das Gelände hier reingeguckt. Der Wohn verlegt man zum Farmhaus nach Palito. Sende. Ich werde hier einmal zum Fahrt. Check ein paar Büsche durch. Kann nicht weit sein. Ich kann hier von oben gerade auch nichts sehen. Jetzt will ich mal auf der anderen Seite die Büsche durchchecken. Schon schön, ne? Dass ich jetzt mal auf der Seite bin. Ja, aber ich spüre da nichts. Also ich spüre hier gar nichts in den Büschen. Wir kommen aber vom unteren Busch, habe ich was gespürt ein bisschen. Da war ich ein bisschen stuck, wie ich durch bin. Aber kann auch sein, dass darunter ein Felsen oder was ist, wo man stuck ist. Habt ihr geguckt, ob in dem Wagen ein Radarwarner verbaut ist? King 4, ich könnte mal gucken. Ja, guck mal bitte nicht, dass er den als Detektor benutzt hat. Jetzt muss ich aber den mal rausnehmen. Fahrzeug. Shop. Achso. Fahrzeugfunktion, nee, Fahrzeuginfos, Fahrzeug verschlossen, so muss ich das erstmal aufmachen. Fahrzeug ist verschlossen. Ich würde es jetzt mal schnell aufmachen. Ja, mach mal. Die Wörter wieder Funk 1
Dienst wechseln. Adam 64, same traffic. Schau ich gleich mal. Oder? 21 David im Funk. Den hat er aber auch richtig schön hingeparkt, ne? Frage, wäre es sinnvoll im Jupp, der wäre nie wieder drüber rausgekommen. Falls er wieder anfängt. Radar waren jetzt nicht verbaut, nein, negativ. Ja, wenn der Dings ist, wenn. Ja, es kommt jetzt unverbaut. Wenn der da ist, könnt ihr es gerne machen. Kein Radar war noch verbaut, aber ich würde ihn jetzt, um ehrlich zu sein, nicht beobachten erstmal. David, Einheit, rücken von der Einsatzstelle ab und wechsel wieder in Funk 1. Command 1, ebenso. Ich dachte zuerst, ich habe da was gespürt in dem einen Push, aber bin mir nicht sicher. Ja, ich war gerade mit dir drin. Ach so. Ne, weil vorhin hat sich das irgendwie komisch angefühlt, aber jetzt ist da nichts. Ich wette, was mit dir, der versteckt sich hier irgendwo in so einem Busch drin. Hm? Der versteckt sich 100% in so einem Busch hier drin. Weil der ist ja, der ist ja niemals weggefahren hier. Fragwürdig. Also wenn die von da unten kommen und wir von oben nichts gesehen haben, dann kann der nur hier hingerannt sein, oder? Eigentlich schon. Das ist ja irgendwo hier vielleicht. Aber was auch möglich wäre, dass der eigentlich gar nicht da war, weißt du, wie ich meine? Das hatten wir auch schon mal gehabt. Da haben wir auch schon mal so ein Dispatch bekommen, okay, von einem kopflosen Mitbewohner. Der hat uns da hingeschickt und dann kam die Homeland Agency und hat gesagt, der war heute Mittag da. Das war gerade ein Fehler. Okay, nee. Er hat doch gesagt, der hat noch geraucht vor 3 Minuten. Ja, ja, eben, eben. Das war bei dem Dispatch damals auch so. Der hat geraucht und als wir ankamen, hat es plötzlich aufgehört. Aber wer weiß. Hm. Jo, können wir wohl abziehen, ne? Das wird schon, ja, was unmöglich, jemanden zu finden. Naja, kann's nix machen. Aber eigentlich, das, was der jetzt gesagt hat, dass das ein Fehlalarm war und so. Das geht eigentlich gar nicht, weil ich weiß, wie das Skript geschrieben ist. Der Client muss diese Message absenden, ne? Das heißt, es geht gar nicht anders. Also was Homeland da gesagt hat, das kann ja gar nicht stimmen. Der Client muss es abgesendet haben. Huch. Ach warte, ich muss schon die Ding wieder reinlegen. So, weg tun. Sie dürfen die auch gerne draußen behalten, wir haben erhöhte Gefährdung, ne? Ja gut, dann lass sie draußen. Dann bin ich mal so cool. Seien Sie. Das Ding ist, glaube ich, abgesperrt. Nee, eigentlich nicht. Oh. Achso, achso, ich soll fahren, das stimmt, da war ja was. Jetzt, ja, ja, okay, ja, dann. Moment. Die können auch mal fahren. Kein Problem mit. Ich bin halt noch nicht ausgefahren, rein, ne? Ich wollte nicht ausfahren, stimmt, da war ja was. Ja, stimmt, bei uns, ja. Ich lasse ihn mal fort. Sonst fahren wir irgendwo hin, wo wir ausfahren können. Können wir eigentlich auch machen. Racetrack Sandy, wobei da ist er eigentlich auch nicht so auszufahren. Ja, schwierig, gibt nicht mehr so wirklich eine Stelle, wo man ausfahren kann. Ich kann hier mal kurz das Traktionsding ausmachen. Academy Gelände. Kann man die Traktionskontrolle ausmachen? Hm? Die Traktionskontrolle ausmachen bei dem Auto. Kannst du mal machen, ich hab's noch nicht probiert, also ich würde es auch. Also ich selber mach's nicht. Okay. Ich kann so schon kaum auf der Straße bleiben mit dem Ding. Ich habe nämlich keinen Unterschied gespürt irgendwie. Wird schon passen. Habe ich bei Polizeifahrzeugen bisher allgemein noch nicht so wirklich.
Das fährt sich aber echt gut. Mhm. Hey, die Driftkey ist überfalli! Überfalli! Der Julian! Vielen Dank für sich dazuschreiben, das freut mich immer sehr. Kann man nicht über die Brücke nochmal fahren, über die, wo... Wobei, da kannst du das auch nicht wirklich ausfahren, ne? Moment. Oh, eine Verfolgung wäre etwas Schönes. Wir bleiben mal in der Stadt. Informativ. Ach, bin noch im falschen Punkt. Oh, muss ich auch nochmal changen. King 11 im Funk. Informativ, gerade Info von einer meiner Detective Units bekommen. Falls sie sich in 10 Minuten nicht melden, wurden sie von der Pizzeria eingepackt, die observieren. Ja, soweit Info. Wo? Ich lasse das erstmal noch geheim gehalten, ich habe selber noch gerade keinen Standort. Ja, Info. Aber trotzdem bitte, wenn mal rechtzeitig wenigstens die grobe Richtung sagen, damit SWAT notfalls dabei ist. Informativ für den. Oh. Geil. 10-1. Pizzeria. Also Richtung Pizzeria müsste es dann gehen. Sind da eine halbe Brücke irgendwo. Informativ zu dem roten SUV, der gerade angehalten wurde. Den hatten wir vor ungefähr 10-15 Minuten am Hafen im Gegenverkehr. Chief 2 für Adam 69. Höre. War noch irgendwas in dem Fahrzeug drin? Wir hatten keine Durchsuchung. Ich habe nur den Schlüssel abgezogen und zugemacht. Gut, dann können wir fahren. Wir observieren gerade drüben. Ja, wir müssen die da irgendwie rausholen. Aber wir fahren jetzt nicht rüber, oder? Ich überlege gerade. Weil wir könnten eine Anhaltung machen, rein theoretisch, und die da rausholen, so. Weißt du? Adam 64 ist wieder 1076 in die City und dann dort 10-8. Adam 69, 10-15, 1076 in die SO. Links, everyone. Ich bleib an der Nähe. John Kowalski für Edward 16. Schild mitgenommen. Die One, ich hab für dich in die Forest Ballen. Mal zu euch. Ey, ihr checkt dann weg in die Stadt, danke dir. Ja, das wird ja informativ, das Garagentor im BPD war offen. Muss ich anhalten, wir fahren jetzt weiter Richtung Stadt einwärts. Wir responden zum Motorradbedarf noch nicht. Wir haben 1050 mit dem Kollegen. Ach nee, nicht schon wieder. Oh nee. Also Darren, du musst echt was an deinem PC machen. Das geht gar nicht klar. Der hat ja die ganze Zeit einen Code Zero bei sich. Liegt da Darrens Waffe am Boden. Na gut, da kann ich schnell eine pinke Pause machen. Irgendwo anders, wo ich nicht angehalten werde. Guck dir das an. Ich denke mir nämlich schon, er sagt nichts mehr. Ich bin jetzt schon so langsam runtergefahren. Wo kann ich den Code P machen? Na, informativ, der Motorradfahrer mit abgeklebten Kennzeichen, keine Sichtung mehr. King 4, Code P.
Weil ich muss schon so dringend und ich muss unbedingt raus aus diesem. Das ist ein Ding, Alter, es ist so heiß, ne? Es ist so heiß, ich bin einfach in der. Ja, wirklich, also. Herzlich willkommen. Höllerstatus? Wir sind gerade dabei, Air One startklar zu machen. Ja, denn vor. Falcon 52 wechselt in County und ist 10-8 mit einem Offroader. Linken Pfiff, Adam 56, 10-7, Air 1, 10-8, startet 21.04 Uhr. Guten Flug. King 11 für Command 1. King 11 hat gerade einen Code 0. Ja, check. King 1526 mit einem schwarzen Mercedes Sprinter, Kennzeichen Bravo Hotel, Foxford Abstadt 330. Nee, ist Handy Chance, kannst du über. So, ich hab jetzt mir jetzt ein Thermometer mitgenommen, um zu gucken, wie heiß es hier drin ist, Alter. Angemeldet Werner so. Eberhofer. Ich gucken, wo. Mein Kollege ist. Gehen wir mal bitte auf die Stadt- und County-Verteilung. Also. Schauen wir mal, wo noch da ist. Und die fehlen noch welche. Ja, 116 ist schon dabei, alles einzuplanen. Ah, da ist er! Edward 11, kurze Info, den Vor- oh, das Timing! Es ist heute wieder eine Verkehrskontrolle bei der Zufahrt zur Steinwäsche. Wir befinden uns im Funk 2.6 und sind hallo, ich kotze so ab. Ich kotze so ab. Ich sehe nur noch deine Waffe da liegen, so. Es passiert einfach ständig. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ich habe schon so viel probiert, um den ganzen Scheiß zu verändern. Was auch immer ich tue, es bringt einfach nichts. Das ist halt echt kacke, ne? Alle 30 ja, Minuten gefühlt, so jede Stunde einmal. Es ist. Er war 10-8, 21 auf 4. Nee, ey. Er muss natürlich schon eine Pickelpause okay. machen in der Zeit. Ja, das ist gut. Das Handy hängt sogar. Was ist denn das? Ja, mach ich. Ist das ein Kollege? Ja. Gott sei Dank, ich dachte schon. Der klaut das Ding jetzt einfach. Wie ist die Lage? Ich war Pingelpause, ich habe nichts mitbekommen. Also in der Zeit, wo du weg warst, war ich pinkeln. Alles gut, ich telefoniere. Ja. Ach so. Unangenehm. Okay. Ich versinke im Unangenehm. Genau, im Unangenehm wäre ich jetzt. Also werdet ihr gerade observiert. Ich bleibe bei der Stadt, wegen Observativ. Habt ihr eine Möglichkeit, dort irgendwie zu flüchten, dass es so aussieht, als. Keine Ahnung, könnt ihr da irgendwie abdampfen mit überhöhter Geschwindigkeit, sodass wir euch dann hinterherjagen müssen? Nee. Meld dich. Gut, ciao. David anhalten, responden. Gelesen, Überfall. Operativ, wenn das die zwei KTMs von einem Dispatch von vorhin sind. Zwei KTMs sollen wir da anfahren. Markiert, Weste, taktische Weste und Motorradhelm. Wo ist denn das? Ja, gleich hier vorne, in der Steinschmelze, glaube ich. Ja, komm, rein.
Du hast die Bodycam laufen, oder? Dauerhaft, ja. Ja, wenn irgendwas ist, dann müssen wir deine Bodycam verwenden, weil ich lass meine jetzt aus. Oh ne, Auto abgestorben. Was ist denn jetzt los? Ja, abgewürgt, sorry. So, alles gut, ich dachte gerade. Ich hab da einen abgewürgten Wagen. Was sind, läuft das? Ich schaff's auch, Automatik abzuwürgen. Da ist er! Seit der KTM ist noch hier in der Umgebung, fährt die parallele Straße zum FD Richtung Westen. Fahr doch weg, du Trottel, Alter! Ja, der steht halt mittendrin und macht nichts. Mein Gott, wie dämlich kann man sein? Er schreit ja! Ja, wollen wir bitte respond zu uns? Kompetenz ist echt zu viel verlangt. So, für die One mit einer zweiten Tenet-TV mit der zweiten KTM, vernetztes Gemüse hoch. East Highway. One, wir sind jetzt East Highway statt auswärts. Na, zieht schon gut, das Ding. Jetzt zur Casino. Könnt ihr nur jetzt mal damit machen, ja. Ja, respondet, geh mal bitte zu der anderen, die da Gemüse fährt, wir haben die R1 gleich. Warte, kann ich nicht mehr sagen. Ich bin hier irgendwo in den Gebüsch. R1, wir sind jetzt zur Wasserkraftwerk. Gegenverkehr. Schwerverunfall. Ja, warte, KTM. R1, dann bitte zu dem anderen. Grobe Fahrtrichtung Stadt auswärts, tendenziell Fahrer schwarz maskiert, Helm, Weste. Der Tentative, wo ist die R1 geworfen? Hier nordwärts oder die Umgebung hier abchecken. Hier die andere Offroad-Unit, mal nach vorne ziehen, mal die Abfahrt, die Straße dicht machen, ob? Wollte ich gerade machen. Uiuiui. Checken wir gleich mal. Der One fliegt mal weiter Richtung Norden und das Gebiet allgemein hier große Flächen ab. Die Nahspur brauchen wir nicht mehr von dem Ding, ne? Ist alles auf Cam. Stellen wir das Ding mal auf. Ob was drin ist, ne. In 2716 Anfang, East Highway, Kennzeichen 1312 M4. Ob wir das Kennzeichen noch anmontieren können? Ne. Wir können es sehen. Dann David, back to now. Weiß nicht, ob er das abgeklebt hat, das Ding, ne? Servus. Ob er es abgeklebt hat, ist die Frage. King 70 wieder Facebook 1 und 8. So, das wird schon Rettungssitz raus. Kennzeichen ist halt ein bisschen problematisch, ne? Ja, hat er nicht, ne? Ist die Frage, ich kann es halt nicht sehen, ob es abgeklebt ist oder nicht. Es das nicht raus. Also es wurde mal uns im Team hat dann mitgeteilt, dass die Regierung meint, alles was auf dem Plate ist zu werten. Ja, müssen wir also gucken. Mit dem Plate wieder mal schauen. Ich glaube, er hat es nicht abgeklebt gehabt. Ich glaube, ich konnte es nicht sehen bei mir. Ja, schau mal. Ja, ist nicht abgeklebt. Was haben wir für ein Kennzeichen? EXB623. EXB623. Ja. Liegt vor mir. Und da haben wir nichts abgemeldet. Informativ, hier wurden gerade eben Zivilisten mit noch einem E-Server überfallen. Zwei. Wir sind aber gerade direkt am E-Server. Irgendwie sind die von den Weinbergen. Mal eine Frage, habt ihr einen Golden Raptor gesucht? Steht hier vorne, ne? Ja. Jetzt kannst du mal latschen. Ich würde wohl nicht von der Rede gehen, wie bitte. Sind die Kollegen? Und alle Einheiten, die hier an der Uferstelle am Easter Way sind, bitte einmal Tablet Status aktualisieren. King 2726 Bennett. Hier direkt einfach. Die? Keine Ahnung. Moin. Ich hab grad überfallen auf dem Myway und wurde nicht entfesselt. Ja, das ist
Also jetzt hat der Kollege ist ja kurz weggekommen. Also Sie sind überfahren worden, oder wie? Ja, und war gefesselt im Highway. Okay, du nicht. Ich nicht, nein, ich hab's bloß gerade gesehen, dass er am Rand stand, mit gefesselten Händen und der Lambo von einem kopflosen... Hat jemand schon das Handy gerufen hier? Wie lange, warte mal, wie lange standen sie jetzt da oben mit den Fesseln drin? Ja, keine Ahnung, 2 bis 3 Minuten jetzt. Also... Die haben sie einfach abgesetzt. Und in welche Richtung sind sie gefahren? Ja, die sind jetzt da runter, also da... Mit dem Raptor, das ist der rote Raptor. Nee, nicht der rote Raptor, es waren so goldener BMW, alle vom Weingarten. Goldener BMW. Also die sind da runtergefahren? Ja, einen hat es fast überschlagen, ist aber da runtergefahren und dann ist er hinter rund ums SG gefahren. Wo wissen Sie, dass der vom Weingarten ist? Stand da irgendwas drauf? Nee, das... Also, weil die Kollegen, wo ich ja festgenommen habe, oder beim Überfall, hat mir gesagt, das waren so Geiseln von denen. Und die haben sie so die ganze Zeit kritisiert und das wird ein Nachspiel haben. Darum, es können eigentlich nur die sein. Also ich bin, und die haben jetzt da die ganze Zeit gewartet und wussten, dass sie im Gefängnis sind. Und dann können es ja nur die gewesen sein. Was soll es denn sonst sein? Okay, keine. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was vorgefallen ist. Was ist überhaupt vorgefallen, dass die das gesagt haben und dass sie mitgenommen haben? Ich glaube 100%, weil die haben sie die ganze Zeit kritisiert, also so wie ich mitbekommen habe, weil ich war jetzt die ganze Zeit... Ja, warte, wer hat jetzt wen kritisiert? Die haben jetzt... Sie kritisiert oder was? Nee, die vom... Oder die Geisel da beim Juwelier, also die, wo beim Juwelier festgenommen wurden, das sind ja meine 2 Kollegen, Florian und der andere Patrick. Ja. Und das waren so Geiseln vom Weingarten oder wie man... Keine Ahnung, wo die auch immer sind, irgendwas mit Wein, auf jeden Fall. Und ja, und die haben die ganze Zeit gesagt, mach das so und welche nimmt uns als Geisel und so, das wird ein Nachspiel haben und ich weiß, wo ihr seid, wenn er nicht wegkommt und so, ja. Das haben die zu denen gesagt? Ja. Und die haben jetzt da die ganze Zeit gewartet. Weil die im Knast sind, die 2. Ja, die sind jetzt gerade vorhin rausgekommen. Ach so. Jetzt sind sie vor uns und haben mich eingepackt. Kurzübertrag erreichbar? Okay. Aber warum wurden sie eingepackt und ja, nicht ihre Kollegen? Haben die... Ja, keine Ahnung. Also der eine sagt, lass den Fahrer, dann wurde ich gefesselt und hat er gesagt, ja, scheiß drauf, ich kann jetzt hier jetzt einfach. Weinberg AG. Ja. Okay, und ihre Kollegen, die sind jetzt wo? Die sind mit dem mit? Ja, die wurden eingepackt. Der eine wollte mich auch einpacken, aber er hat gesagt, oh, scheiße, die Bullen. Warte mal, Thomas, der Lambo gehört Ihnen? Offroad. Ja, der gehört mir. Und Sie sagen, dass Ihre beiden Kollegen... Ja, das sind die waren das für Casino und Wartedock. Ey, das ist... Ja, genau. Der Lambo ist doch der, den wir angehalten haben vorhin, mit Pur Guy drauf. Ja, positiv. Okay, gut, ich habe den Namen von der Geisel. Das war also die Geisel mit dem blauen X5. Es waren lauter X5. Ich habe jetzt nur speziell den goldenen gesehen. Auf die anderen habe ich gar nicht geachtet. Aber warte, es waren so komische Audi oder Tiguan oder was, also immer so komische Marken dabei. Ich meine, VW Tiguan oder was? Ja, so einer war, glaube ich, so blau und der andere keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall haben sie da vorne gewartet. Und ja, haben sie es eingekesselt und haben gesagt, alle aussteigen. Okay, dann ist es tatsächlich naheliegend, dass die eventuell vom Weinyard kommen. Also ich kann mir nur das vorstellen, weil mein Kollege hat mir die ganze Geschichte erzählt, dass sie nur Faxen gemacht haben, auch schon, was sie die eingepackt haben und ja. So. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass es noch ein anderer ist. Kann man hier gut, rechnen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ansatz, ne? Kennzeichen haben sie nicht aufgeschrieben, ne? Ne. Ja, ist schlecht. Also 3 Autos waren das jetzt. Insgesamt, die sie gesehen haben. Ja, 3 bis 5 würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet. Also die einen blau, die anderen gold. Also BMW war gold. Ja, aber es waren ein paar Tiguans waren dabei. Oder Audis oder keine Ahnung, was das hier. Aber auf jeden Fall SUVs. Also, okay, verstehe schon. So, SUVs sind blau. Und einer war gold, so ein X5. Alles klar. Warten Sie mal, haben Sie... Ach, warten Sie, jetzt verstehe ich die Story erst. Die 2, die im Knast sind, die waren wegen dem Juve im Knast, ne? Ja, der Juve, ja, genau. Den und die wollten jetzt... Die. Jetzt verstehe ich das, weil da war dieser Unfall. Okay. Genau. Oh, jetzt genau. Macht das Sinn. Aber dann müssten wir doch... Warte mal, dann müssten wir doch die Daten von denen haben. Die das... wir haben ja die Daten aufgenommen von denen.
Das war die Geiseln. Also sieh man jetzt, die Geiseln waren das, weil die jetzt Geiseln genommen wurden und die wollten sich jetzt rächen, die Geiseln. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, genau. Ja, ah, jetzt macht Sinn, jetzt verstehe ich. Okay, aber da haben wir die Daten von denen. Rein theoretisch könnten wir mal nachfragen und gucken. Die Fahrzeugbeschreibung würde auch passen, wegen dem. Ja, also der X5 hat dieselbe Farbe da. Ja, ich denke nämlich auch gerade. Warte mal kurz, unsere Jungs von der Observation haben sich gemeldet. Okay. Jo. Informativ UCP 10-8 verfügbar im Kanal 4. Nein, oh mein Gott. Ja, warte. Sehr schön. Danke dir. Stopp. Ich war dumm gerade eben, sorry, ich habe mein Funkgerät versehentlich auf den Boden geschmissen. Kannst du bitte nochmal erzählen? Schön, dass ich im Boden bin. Also, nein, ich habe es jetzt nicht so gemeint, ich wusste nicht, wie es ausdrücken danke. Soll. Ich wusste, wie es ausdrücken soll. Dem Kollegen gegeben vielleicht. Ja, das ist total dumm, wer macht das sowas? Ja, ja, das ist halt die Frage. So, ich schau mal durch. Danke an der Eidgenosse. Ein Holster am Anzug wäre noch nice. Grüße aus der Schweiz. Mal schauen. Sag mal, Tucci-Kästli. Das ist Tucci-Kästli. Was ist der Göbel Dank für 90 Cent? Das ist mal Göbel, das war kein normaler Name, nicht Spaß. Julian Dank für 23,90. Black Sheet Service Daniel, Lena 030 und Jonas sind VIP geworden. Auch der Lukas. Tarkan. Liebe deine Videos. Grüße aus Stuttgart. Zeig mal Pfote. Bist du von? Ich kann es nicht, ich rufe dich gleich an. Ich bin jetzt ausgefahren mit Tuning, der fährt echt. Moa. Wirklich gut. Der ist entlassen? Ja, den kannst du gehen lassen. Eigentlich schon, ja. Ja, wir haben die Daten von denen. Die haben wir vorhin aufgenommen. Tatverdächtige haben wir ja zwei. Jo, ich komm zu euch, Jungs. So, SifNBK, dankeschön für 2 Euro. Endlich wieder Sven Rumpe, mach bitte weiter. Dankeschön. Tarka und Julian nochmal, SWIP, dankeschön, Nico, danke für 5 Euro. Alter, könnte mal hier die. Eieieiei. Wer sperrt denn so ab? Ja, Pedida halt, ne? Zum Glück bin ich Detective. Jamie 31, ich guck mal bei Mark Rumpe in die Akte. Nee, ich will es gar nicht wissen, was da drin steht. Ich will gar nicht Mark Rumpes Akte sehen. Da dürfte eigentlich gar nichts drin stehen. XXL, moin, danke für 2 Euro. Smash Games X für Fortnite, danke für 2 Euro. SIFMBK, moin, moin. Wie geht's? Geht's mir noch? Natürlich! Immer dabei. Gibt dem Opium. Opium bringt Opium, aber Opium bringt nicht den Opi zum Opium. Danke an Johnny Zockt für diese wunderschöne Aussage. Nico Schmidt ist SIP geworden. Lala XD. Kennst du dich noch? Natürlich. Schöne Grüße aus dem Kleinwalsertal. Die Leute kommen von überall her. Heute war es viel zu warm zum Skifahren. Alter, jetzt kann ich mal gucken. Ich habe. Bei mir sind 30 Grad im Zimmer. Also 28,7. Es geht noch weiter nach oben. Ich habe 30 Grad im Zimmer. Das ist nicht schön. Der PC heizt so hart auf. Jensen, Hexion, von welchem. Das ist immer schon. Ah, nee. Haben wir den Server gemietet auf einen coolen Stream? Das sagen wir nicht, aus Sicherheitsgründen. Taxi! Hallo, hallo. Bitte hinten einsteigen, danke, wir sind voll. Alter, das war. Oh, Junge! Huch! Er hat aber gerade pure Adrenalin im Körper, ne? Sag mal, habt ihr mit dem Anzug observiert? Ja. Nee, ja, so. Mit dem haben wir observiert. Also ein bisschen auffällig, ne? Das, ja, da tatsächlich nee, nicht. Das geht eigentlich. Okay. Wir sind halt in den Büschen gelegen, dann sind die auf einmal alle weggefahren. Ein roter X6 hat sich irgendwie in der Nähe von unserem Dienstwagen geparkt. Dann hat der weiße Mercedes angefangen Runden zu drehen, hat auf der Brücke geparkt und so weiter und so fort. Also richtige Arschsituation. Wir wissen halt nicht, ob die uns gesehen haben oder ob da drinnen irgendwas los ist. An dem 20 steht mein Fahrzeug. Unten an der Pizzeria steht ebenfalls ein weißer Mercedes. Ey, also okay, von zwei Fahrzeuge observiert. André Borges, ja, so, hast du meine Spende vorhin gesehen? Ich lese gerade noch vor, aber danke, Alter, André, für 50 Euro, ich lese alles vor. Sorry, vor einer Stunde, einer. Der arme Bre. Nee, da ist keiner gerade, glaube ich. Sonst fahren wir einfach einmal vorbei. Sollen wir mal kurz gucken. Warte, ich gebe dir mal meine Privataccount. Schau mal, ich bin im Fernsehen, ich brauche meine Freunde, das haben wir sogar vorgelesen gehabt. Wobei ich da stehen geblieben mit dem Vorlesen. Ja, kannst du mir jetzt gerade das Navi eingeben? Ja, mach ich. Top. Soll ich der Highway oder soll ich über Stadt fahren?
Kein Highway. Also ich hab's hier noch nicht erschaut. Bärchen, das Auto wird es abgeschleppt. Ja, das wird abgeschleppt. André Borges, Moin Sören, ein Flachwitz, Polizeifakt Vampir, was haben wir heute getrunken? Der Vampir, drei Radler. Danke, André Borges, das ist sehr ein toller Flachwitz. Rechte Brücke mit Schroeder. Oh mein Gott, das war die 50 Euro wert, ne? Danke, Bruder, der hat einfach 250 Euro aus, der André. Sorry, dass ich jetzt das vorlese, ne? Vor zwei Stunden und eine Stunde. Official Lenny, danke fürs CP-Werden. Geradeaus. So, soll ich alles vorgelesen hier? Genau, hier links und dann gleich in die Seitengasse rein. Auf dem innerstädtischen Kader Casino vorbei, allerdings. Hier ist Maxima vorgelesen. Was ist denn hier los? Ich weiß, ich bin gerade besser schon unterwegs. Wir sind gerade auf Mission. Einsatzfahrt, zivil. Wir sind gerade auf Einsatz eigentlich. Wir sind Fake-Cops, wir sind nicht mehr echte Cops. Sie tun ja so, haben das Auto geklaut. Wahrscheinlich. Nein, wir müssen an die Pizzeria gerade. Und die Kollegen haben gerade observiert und sind fast aufgeflogen. Deswegen fahre ich gerade ohne Blaulicht. Wir sind von der Pizzeria und haben das Auto geklaut. Kurz gesagt. Herr Rumpel, Ruhe. Wer? Danke. Wie konnten Sie mich jetzt erkennen? Wie? Hier, mach ich diesen. Ich hatte alles auf. So, danke. Bitte. Ich weiß doch, ich will mich ändern. Ja, nehm ich doch einfach Schieber. Schieber? Ja, das ist doch ein alter Codename. Tatsache. Was war denn dein Codename? Hitman. Hitman? Hitman. Ja, Hitman, dachte ich mir gerade. Ich habe gerade Hitman verstanden. Nee, Hitman. Boah, ich hätte gleich die nächste Wand, wenn es so weitergeht mit meinem Kopfschmerz. Ja, das ist was. Du, irgendwann mal wirst du jemanden erfassen und der wird es nicht lustig finden. Ja, das ist tatsächlich schon passiert. Ach so. Ja. Ja, ist eine Sache. Wovor zwei Tagen vielleicht? Also ich fahre, oder was? Ja! Ach so, ich frag mich, auf was du wartest. Ich wollte mich nicht fahren. Wo soll ich dich hin? Weil ich muss bald off-duty. Ja, dann kannst du gerade zum PD. Dann fahr ich zum PD rüber. Aber ich fahr jetzt mit Blaulicht, ne? Weil das ist jetzt Das muss jetzt schnell gehen. Ja, ist gut. Boah, ich mach Dispatch, ey, das lohnt sich übel. Kannst du mir im Mailverteiler da mal eine Privatnachricht schicken? Oh mein Gott, ja, sorry. ja, ich wollte noch ein bisschen Rechnung für dich schreiben. Mailverteiler, eine Privatnachricht. Ja, schreib mir da mal bitte eine Privatnachricht, wenn das geht. Ja, dann hänge ich mal private Bilder an. Ja, mach das mal. Ja. Ja, aber wie gesagt, die Fußbilder, ne? Ich mache keine Fußbilder. Das ist... Ich mache ausschließlich Handbilder, ich bin Handmodel. Achso, ja, dann. Deshalb habe ich nur. Schau mal, deshalb die Handschuhe dauerhaft. Die müssen geschützt bleiben, weißt du? Jetzt ich verstehen. Ja, ja. Jetzt ich verstehen. Mhm. Ich gucke mein Radar wieder an. Das ist ja wieder ausgewiesen. So ein Rotz. So, ich packe eben das Auto weg. Aber ey, der Wagen ist wirklich geil. Also mit Tuning fährt er 1A. Lohnt sich absolut, Lee. Tragst du mich aus? Weil wir sind ja noch als... Du bist schon ausgetragen tatsächlich, weil ich ja wieder Cozy Raw hatte. Super. Ach, dann trägst du es automatisch aus, wenn du weg bist. Also manchmal trägt es Code Zero ein und manchmal trägt es auch automatisch ein komplett aus. Okay, alles klar. Manchmal erst Code Zero und dann automatisch. Okay. Genau, das geht auch. Das heißt, man muss sich rein theoretisch gar nicht mehr austragen, das machst du eh von selber, das Tablet. Bloß wenn du off-duty gehst, dann musst du dich austragen. Okay, ja, oh, alles klar. Manchmal trägt es gar nichts aus. Dann bleibt dann drin stehen. Die Frage, wo sind die Kollegen? Hast du was zu essen? An der Pizzeria? Leider nein, leider gar nicht. Verdammt. Ich hätte aber. Och, ich habe auch nichts zu essen. Alles gut. Tut mir sehr leid. Oben im Kühlschrank müsste doch eigentlich noch was rumliegen. Da liegt immer was. Ich kann nicht kochen. Ja, im Kühlschrank ist doch sicher irgendwas zum Nichtkochen da, oder? Und du wirst doch sicherlich zusammenkriegen, so einen Salat zusammenzuschnippeln, oder? Komm mit, ich mach dir was. Das ist nein! Riesen. Nein! Geh mit Colin, der versorgt. Dann fühle ich mich wie ein Baby, was nichts kann, danke. Naja, nichts kann ist falsch, bist du. Nichts können ist ja falsch, du bist ja offensichtlich Polizistin, aber ein Baby. Habe ich noch keinen Kollegen oder keine Baby würde ich unterschreiben.
Jetzt mal. Nichts ist. Ja, das ist mir aber auch egal. Ich bin höherrangiger zu. Scheiße, auf dich trotzdem. Die Teekanne, stimmt, das ist die Teekanne. Nee, das möchte ich nicht. Die Teekanne möchte ich nicht. Doch. Ja, vielleicht steht da irgendwo eine Teekanne rum, dann kannst du vielleicht einen Tee machen. Wenn das ausreichend ist. Soll ich dir mal einen Witz erzählen, Larissa? Du machst doch wie eine Teekanne. Die Teekanne! Du hast keinen Witz ein. Ja, doch, du machst wie eine Teekanne. Hast du da einen Witz auf Lager? Ja, nee, ich hätte jetzt wirklich einen Tee vorgeschlagen, weil ich mir denke, wenn man Hunger hat, dann einen heißen Tee, das hilft immer gegen Hunger, wenn man sich nichts machen kann. Also ich hätte ja gerne was zu essen gekocht, aber der Kühlschrank ist mal wieder leer. Boah! Oi, nein, das gibt's doch nicht. Ist der wirklich leer? Ist so fett, Gott. Oh ja, das ist ja schlecht. Die Bruder unten. Kannst du den Motorradfahrer jetzt durchsuchen? Dann geh ich mal hier an den Funk raus. Schön, dass wir auf jeden Fall mal wieder da waren, ne? Ja, was heißt hier wieder? Ich war noch nie hier. Nee, Spaß. Seit nach der Pandemie, meine ich. Ja, genau, ja. Das die ist vergammelt. Die liegt schon seit vor der Pandemie da. Immer sehr was schön. Was geht? Ja. Gibt's was gratis? Es ist ja die Pizza hier. Mit Kündigung. Abgehoben. Ja, die Pizza hier, die liegt seit vor der Pandemie schon hier. Ich sag mal, ist das normal, dass da ein Kobold ist, der so ein Ding, ein Bier in der Hand hat und da so ein Kleeblatt sein Pipi-Mann abdeckt? Schon mal aufgefallen? Hä? Hier, hier oben, der Pfeil, der Dartpfeil. Wurde nie aufgefallen. Was? Also irgendwer hat hier einen perversen Dartpfeil. Ich würde sagen, das muss irgendwer dafür bestraft werden, für das Ding. Ja, ich weiß auch schon, wer bestraft wird. Ja, du, eindeutig. Ja. Hallo? Ja, ich pfeif mal, ne? Moin. Hallo? Ich wurde heute schon für Sozialstunden verknackt. Wofür wurdest du für Sozialstunden? Loki hat sich fall, hat mir die Sozialstunden reingekriegt. Ja gut, ich geh dann mal, ne? Ich bin da mal weg, macht euer Ding da drin. Tschüssi. Guten Abend. So, ich muss ein ruhigen Ding finden, ich muss ja meine Sachen hier noch vorlesen. Huch, so viel zu vorlesen. Aber das hast du nicht vorgelesen, Dota mal vorgelesen. Das Stubenrein haben wir vorgelesen. Wie heißt der Bär, der winkt? Ein Grüßli, den haben wir vorgelesen. Sabrina ist auch wieder da, haben wir gleich sogar vorgelesen, gell? Geil. Schrober mal vorgelesen. Das haben wir auch vorgelesen, glaube ich, alles, ne? Ja, das haben wir alles vorgelesen. Da muss ich noch oben vorlesen, da habe ich alles vorgelesen. André, boah, 50 Euro auf jeden Fall gut investiert für einen Server. Alter, vielen Reizdarm. Dies, Sit Chair. Vielen, vielen Reizdarm an André nochmal. Der haut dir nochmal ein Fofi raus. Der Hallenser, was ist das meistverkaufte Brot der Welt? Das da. Was hätten sie gerne? Ja, das da. Mein Gott, ey. Aber der ist gar nicht mal so schlecht. Das meistverkaufte Brot, das da. Ich hätte gern das da. So, und Juicy Lukas ist noch VIP geworden. Vielen, vielen Dank. So, liebe Leute. Dann haben wir es geschafft. Der Fußraumspinne bei 50.000 Likes gibt es die nächste Fußraumspinne. Ja, Alter, wir haben damals Fußraumspinne mal bei 8.000 Likes gemacht. Alter, wir sind bei 5.000. Die Leute sind immer so like-freudig wie früher. Früher gab es immer so viele Likes. Seitdem wir auf 3.0 sind, sind die Leute like-faul geworden. Ich glaube, die Leute wollen keine Fußraumspinne mehr sehen. Wir haben immer gemacht bei 8.000 Likes Fußraumspinne, ne? Immer, ja. Ja, push die Likes hoch, Leute. Bei den Zuschauern, die wir heute hatten, wäre es nicht sogar ausgegangen. Mittlerweile 3-4 verschiedene Xions hier. Man blickt nicht mehr durch hier. Im Chat oder was? Eieiei. Ja, das ist immer schlimm. Ey, bei mir nur 293. Ja, muss man mal aktualisieren. Man muss immer den Stream aktualisieren, dann sieht man die jetzige Einblende. Die jetzigen Likes. Schau, jetzt sind wir bei 5034. Die Leute sind like-faul geworden. Ich weiß nicht, was das ist. Oder vielleicht YouTube-like-faul geworden. Vielleicht gehen nicht mal alle Likes durch. Ich glaube, es war easy. 8000 Likes full. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen für heute mal Schluss. Bewerbungsphase nicht vergessen. 4.4. Dann ist es soweit. Freut euch drauf. Ach ja, Pfoten. Bei 5000 Likes gibt es immer Pfoten. Hier, bitteschön. Seid ihr glücklich? Irgendwann hole ich mir meine Rolli wieder. Wollt ihr mal die Pfote fliegen sehen? Ah, da ist sie ja wieder. So. Gut, Leute, dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ein wunderschönes Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal und ciao, Lilau.